Gott und hallo, herzlich willkommen zur Pre-Show des Pen & Papers Höllgrund. Hey, herzlich willkommen. Ich begrüße als erstes natürlich meine fantastischen Spielerinnen und Spieler hier bei mir am Tisch, die den heutigen Abend mit mir bestreiten werden. Mit dabei ist Linda aka Baso. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Robin ist da. Schön, hallo, dass du da bist. Und Nils ist mit dabei. Guten Tag. Genauso wie Miri. Hallo. Und wir versuchen alle zu überspielen, dass Nils Stuhl gerade kaputt gegangen ist. Oh, drei Sekunden bevor es losging, ist Nils Stuhl gebrochen. Nein. Also ihr seht, wir haben hier keine Kosten und Mühen gestartet, ein tolles Set aufzubauen, das natürlich auch eine gewisse rustikale Zerbrechlichkeit mit sich bringt. Das haben passt sehr gut. Ich muss mich die ganze Zeit so zusammenreißen, nicht loszulassen. Danke, dass du mich gefragt hast und nicht rauslassen kannst. Man fragt sich immer bei so Vampirfilmen, ist das realistisch, wenn die aus Stuhlbein so Flocks machen? Ja. Aber jetzt weiß ich, das passt. Ja, absolut. Vampir ist auch das richtige Stichwort. Ja, wir tauchen heute ein in die Welt von Höllgrund. Die Welt basiert auf... Wow! Lass uns das mal sehen. Du hast ihn ja nicht, der ist ja nicht angebrochen, der ist ja einfach nur durch. Lass dich nicht stören. Der ist richtig. Erzähl einfach weiter. Das Geile ist ja die Nase hier auch. Der ist hier auch angebrochen. Da ist da ein kleiner Schatz drin in dem Stuhl oder was? Wahnsinn. Von ihr hat sich nur zurückgelehnt. Ja, ganz kurz, die Crew die ganze Zeit, Nils, du musst dich ein bisschen zurücklehnen, damit Baso noch im Bild ist. Die ganze Zeit, jetzt weiß ich auch warum. Ein ganzes Pen und Paper, nur um mich zu verletzen, das ist echt... Ja, herzlich willkommen natürlich an alle, die zuschauen, auch auf dem ARD-Twitch-Stream, dem ARD-YouTube-Stream und natürlich auch dem Rocket Beans-TV-YouTube-Stream. Wir steigen heute ein in die Welt von Höllgrund. Das ist auch der Hashtag für heute Abend, Höllgrund. Denn unsere Welt, in die wir heute eintauchen, ist auch dieselbe Welt der ARD-SWR-Serie Höllgrund, die ihr euch ab jetzt auch in der Mediathek anschauen könnt. Allerdings, ihr müsst diese Serie nicht gesehen haben, keine Angst. Was wir heute Abend machen, steht ganz allein für sich, spielt eine Generation vor der Serie. Und wir machen jetzt erstmal die Pre-Show, bevor es in einer Stunde losgeht. Da werden wir uns noch die Charaktere der einzelnen Spielerinnen und Spieler anschauen und so ein bisschen über das Regelwerk reden und verschiedene Requisiten reparieren, Möbel bauen und Nils dabei zuschauen, was aus seiner alten Schreiner-Ausbildung noch übrig geblieben ist. Das sieht aber ordentlich aus, oder? Ich sterbe in diesem Pen und Paper. Ja. Leicht angespannt. Können wir vielleicht eine Uhr einblenden, wie lange es dauert, bis es wieder bricht einfach, damit wir eine kleine Orientierung haben. Ja, das Ganze heißt heute der Schützenverein und das ist auch das Setting, in dem wir uns heute bewegen werden. Ihr seid alle Einwohner der herrlichen, des herrlichen Dorfs Höllgrund, ein verschlafenes Dorf im Schwarzwald und natürlich sehr prestigeträchtig, wahnsinnig wichtig, auch für den Einfluss im Dorf, ist der Schützenverein. Ihr alle seid Mitglieder in diesem Schützenverein und darum wird es heute auch so ein bisschen gehen, um das Dorfleben, um vielleicht die kleinen Skandale, Intrigen und Geheimnisse, die dieses Dorfleben mit sich führt. Und ihr könnt ja erstmal so ein kleines bisschen vorstellen, welche Charaktere ihr habt. Und dann können wir so ein bisschen auch in die Charaktergenerierung gehen und was es damit sonst noch auf sich hat. Linda, möchtest du vielleicht anfangen? Sehr gerne. Ich spiele heute Cherie Cadeau. Mhm. Mit original französischem Akzent dann auch, wenn es ins richtige Pen und Paper geht. Und mein Charakter kommt original eigentlich aus Frankreich. Ist aber vor 7 Jahren in das wunderschöne Dorf Höllgrund gezogen, weil sich natürlich die Heimatliebe und das schöne Dorf und die Ruhe, die es da gibt, zumindest dachte sie das, gesucht hat. Und sie betreibt seither dort einen kleinen Bastelladen und ist im Schützenverein für die wunderbare Dekoration dort. Und ist da auch sehr ambitioniert, auch wenn, im Schützenverein jetzt eigentlich nicht so viel Dekoration vonnöten ist, aber sie ist sich ganz sicher, dass sie ihren Teil da auch beitragen kann und natürlich auch Anschluss im Dorf finden möchte. Mhm. Denn sie ist ja die Zugezogene in so einem Dorf, ist ja immer nicht so einfach, ne? Ist ja sehr eng in so einem Dorf meist verstrickt. Und sie möchte da so ein bisschen Anschluss finden und einfach, dass das auch ihre Heimat wird und dass die anderen sie akzeptieren. Cool. Und genau. Also du willst so ein bisschen das deutsche Vita Frankreichs mit nach Höllgrund. Genau. Bringen. Sehr gut, cool. Dann als Karl heute bei uns, Robin. Ja, ich bin Karl oder ich spiele Karl gleich. Und Karl ist als einer der wenigen überhaupt jemals aus diesem Dorf entkommen. Er wollte das schon immer, das war sein großer Traum, wegzuziehen. Und dafür hat er schon immer sehr fleißig Geld gesammelt, unter anderem auch von anderen Leuten. Er hat sich von Ben, den wir hier gleich kennenlernen, 50.000 Mark geliehen und das sehr, sehr risikoreich angelegt, hat aber sehr viel Glück gehabt und ist dann damit abgehauen nach Amerika, dann da gelebt, hat seine Freundin hier zurückgelassen und dann aber leider in Las Vegas alles verzockt
in der Hoffnung, noch mehr Geld aus dem vielen Geld, was er eh schon gemacht hat, zu machen. Und musste jetzt leider, ist gerade wieder zurückgekommen ins Dorf, wieder zurück nach Hause ziehen zu seiner Mutter. Und um seine Schulden begleichen zu können, muss er jetzt so ein bisschen Jobs machen, die ihm nicht so sehr gefallen. Aber er hat die große Hoffnung, dass er vielleicht das Geld wieder zusammenkriegt. Okay, wir haben schon gehört, Geld geliehen von Ben, gespielt von Nils heute. Mhm. Ja, ich bin Benzinmann, ich leite die örtliche Tankstelle und bin mein ganzes Leben lang schon im Dorf. Bin hier geboren, bin hier aufgewachsen, Höllgrund, represent. In jungen Jahren war ich ziemlich ein heißer Feger so. Da habe ich ein paar gute Jahre, so 3-4 gute Jahre gehabt. Da war ich eigentlich mit allen Frauen zusammen. Und dann im Laufe des Erwachsenwerdens ist aber meine Attraktivität immer weiter bergab gegangen. Frauen haben gemerkt, die Qualitäten, die ich in jungen Jahren vielleicht mitbringen konnte, die sind im Alter nicht mehr so gefragt, wenn es um Qualitäten wie Verlässlichkeit oder Prügeln geht. die beiden wichtigsten Eigenschaften, die es gibt. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen verbittert, auch weil ich das Gefühl habe, ich hab nicht genug erreicht. Ich gucke natürlich auch ein bisschen zu Karl, der in die weite Welt hinausgegangen ist mit meinem Geld und hat alles gesehen und gemacht und kommt jetzt zurück. Und ich habe nichts von der Welt gesehen, habe ein bisschen das Gefühl, okay, irgendwie ich hätte mehr machen können aus meinem Leben. Bin deswegen ein bisschen verbittert. Ich finde es natürlich toll, dass mit Chiri jemand kommt, der Interesse an mir hat, immer an meine Tankstelle kommt. Und ansonsten bin ich ein ganz einfacher Mann mit einfachen Bedürfnissen. Und Benzin im Blut. Und Benzin im Blut. Okay. Gut, vielen Dank. Und dann natürlich noch mit dabei Miri als Babs. Ja, also Barbara Babsinova leitet den örtlichen Kiosk. Und das ist mittlerweile ein Lotto-Totto. Also ist ganz frisch, erst seit knapp 10 Jahren oder so. Sie selbst hat den Laden vor 8 Jahren von ihrer Mutter übernommen. Und hat halt im Grunde immer ein gutes Auge am Dorf, weil es halt alle kommen vorbei, kaufen da ihre Tageszeitung, jedenfalls die Leute, die nicht in die Tankstelle gehen, um dort einzukaufen. Aber man hört so einiges, wenn man da halt zwischen den Zigaretten und dem Nippes, den man da so angeboten hat, halt ein bisschen steht, wachsames Auge auf die Leute hat. Man passt ja auch auf, also sind ja auch alle eine Gemeinde. Wir haben auch doch ein paar interessante Themen mit Leuten, die halt wieder mal da sind und neu da sind. Ist spannend für Babs gerade. Ist immer wieder was los in diesem Höllgrund. Ja, das auf jeden Fall. Vielen Dank erstmal für diese kleine Vorstellung. Wir befinden uns Mitte der 90er Jahre ungefähr. Also für alle, die die Serie gesehen haben, Serie Höllgrund. Wir befinden uns ungefähr eine Generation vor der Handlung. Wie gesagt, ihr müsst die Serie nicht gesehen haben. Das Ganze steht für sich. Wir werden sie wahrscheinlich auch überhaupt nicht berühren. Das heißt, es muss euch gar nicht interessieren soweit. Und wir werden jetzt in Ruhe alle Charaktere regeltechnisch bauen erstmal. Und wir haben uns noch was Besonderes überlegt für heute Abend. Aber ich glaube, wir können uns erstmal die ganzen regeltechnischen Aspekte anschauen, denn ein Pen and Paper funktioniert natürlich auch so, dass ihr vor gewisse Herausforderungen gestellt werdet, also dass ihr vielleicht versucht, einen Stein hochzuheben oder eine Mauer hochzuklettern oder was auch immer, und dann könnt ihr eine Probe machen auf einen eurer Talentwerte. Wir machen das heute natürlich ein bisschen anders. Ihr seht es schon, wir sind in einem original Schwarzwälder Gasthaus, so in der Provinz, wie es sein soll, und da wird natürlich nicht gewürfelt, da wird schön Karten gespielt. Und deswegen arbeiten wir heute auch nicht mit Würfeln, sondern mit Karten. Das Ganze funktioniert aber sehr ähnlich. Ihr seht dort 5 Kartenstapel. Dieser entspricht jeder einem Würfel des normalen Savage World Systems. Ist sehr einfach. Man gewinnt eine Probe, indem man eine 4 oder höher zieht. Und je besser man in dem Talent ist, desto größer ist der Stapel, von dem man zieht. Also ihr seht, der 4er-Stapel hat alle Zahlen von 1 bis 4 und der 6er-Stapel hat alle Zahlen von 1 bis 6. Also ihr merkt, die Wahrscheinlichkeit, 4 oder höher zu ziehen, wird immer höher. Und wenn man wahnsinnig gut ist, dann darf man sogar von einem 12er-Stapel ziehen mit allen Zahlen von 1 bis 12. Da ist es sehr wahrscheinlich, dass 4 oder höher drin ist. Ihr müsst natürlich selber festlegen, wie ihr diese Talente steigert. Ihr könnt ja mal vielleicht einen Charakterbögen zeigen. Da seht ihr das schon, wie das hier angelegt ist. Und zwar gibt es 2 Gruppen von Talenten. Einmal die oberen 4 Talente, die jeweils 2 Steigerungspunkte kosten, und die unteren Talente, die jeweils 1 Steigerungspunkt kosten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr schon mal alle Talente auf 4 ankreuzen. Das heißt, da habt ihr schon mal auf jeden Fall einen Wert von 4 bei allen. Also selbst wenn ihr jetzt selber nichts steigert, wenn ihr ganz schlecht seid in diesem Talent, dann habt ihr schon mal eine 25-prozentige Chance von Grund auf, es überhaupt zu schaffen. Selbst wenn euch damit überhaupt nicht, dass euch überhaupt nicht gelegen ist. Wir können es ja mal durchgehen. Die oberen Talente: Stärke, Gewandtheit, Nahkampf, Fernkampf.
glaube ich, relativ selbsterklärend. Stärke beeinflusst die Lebenspunkte, aber natürlich auch, kann ich eine Tür eintreten, kann ich jemand eine Klippe hochziehen, sowas in der Richtung. Gewandtheit hat alles, was mit Körperkontrolle zu tun hat. Kann ich schnell laufen? Kann ich hochspringen? Wie schnell kann ich mich bewegen? Hat auch was mit Kampf zu tun, dann darf ich früher angreifen. Nahkampf, Fernkampf, glaube ich, ist relativ offensichtlich. Natürlich, wir spielen hier Mitglieder eines Schützenvereins. Das heißt, ihr habt alle potenziell auch Zugriff auf Schusswaffen. Die sind entweder natürlich bei euch zu Hause im Schrank eingeschlossen oder im Schützenvereinszentrum könnt ihr euch das abholen, wie ihr möchtet. Also da könnt ihr auch gucken, wer von euch schießt regelmäßig im Verein. Gibt natürlich unterschiedliche Rollen. Das würde sich dann in Fernkampf ausdrücken. Die anderen Talente sind Zechen. Wie gut könnt ihr Alkohol vertragen? Wie gut könnt ihr trinken? Wie viel haltet ihr aus? Wie gut könnt ihr auch mit anderen zusammen gesellig trinken? Das drückt alles Zechen aus. Dann gibt's Dorfwissen. Wie gut wisst ihr Bescheid? Wer mit wem? Gerüchte, Küche? Bei welcher Tür ist manchmal das Schloss locker? Welche Fenster stehen normalerweise offen? Solche Geschichten sind Dorfwissen. Heimlich bedeutet, wie gut könnt ihr Dinge verdeckt machen? Könnt euch verstecken? Könnt euch verkleiden? Könnt irgendwo ungesehen zuhören? Solche Geschichten. Und Wahrnehmung ist natürlich ganz klassisch. Wie gut sind eure Sinne? Was hört ihr? Was kriegt ihr so mit? Könnt auch den Raum lesen so ein bisschen? Merkt ihr, wem es gerade schlecht geht? Sowas in der Richtung. Das sind alle Talente. Und ihr könnt jetzt selber entscheiden, wie ihr das alles verteilt. Und dann könnt ihr darauf würfeln. Ihr könnt ja selber mal so ein bisschen erklären, was ihr euch vorstellt, was ihr gut könnt oder nicht. Und jetzt habt insgesamt 12 Punkte. Für beides oben und unten? Für beides, ja. Mhm. Also da könnt ihr euch überlegen, die oberen kosten 2 jeweils und die unteren kosten 1. Könnt ihr natürlich überlegen, wollt ihr euch Allround-mäßig aufstellen oder alles in eine Sache investieren? Die oberen 2, die unteren 1 oder umgekehrt? Genau. Die oberen 2, die unteren 1. Genau, okay. Die oberen 2 und 12 Punkte insgesamt und nicht für jede. Nee, insgesamt. 12 Punkte insgesamt, die könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das Ganze verteilt. Okay. Ihr seid natürlich jetzt auch keine Superhelden in dem Sinne, ihr habt jetzt alle keine ultra krassen Fähigkeiten, aber könnt natürlich selber so ein bisschen gucken, was am besten passt für euer Charakter, wo ihr euch da so aufstellen wollt. Und ja, ihr könnt ja mal sehen. Nils, was sagst du so? Was glaubst du, was kann Ben? Also Ben muss natürlich ein bisschen zechen können. Ja. Das alles andere wäre absurd. Er arbeitet an der Tankstelle. Er ist im Höllgrund groß geworden. Saufen ist für ihn wie Atmen. Mhm. Dorfwissen würde ich schon auch sagen, kann er ein bisschen, weil er an dieser Tankstelle jobbt und da sein Leben lang lebt. Er kennt die eigentlich alle, die Menschen dort. Und dadurch, dass in der Tankstelle früher oder später jeder mal auftaucht und meistens auch für einen kleinen Plausch bleibt, ist er eigentlich schon ganz gut informiert, obwohl er eigentlich jetzt nicht so die naturgegebene Drahtstante ist. Also er ist nicht unbedingt total interessiert an diesem Wissen. Es wird ihm aber zugänglich gemacht. Okay. Aber er ist jetzt niemand, der an der Tür horcht oder so, weil er ist jetzt nicht so groß dran interessiert. Ja. Heimlich brauche ich nicht, Wahrnehmung, weiß ich nicht. Stärke müsste ein bisschen rein, Gewandtheit ist nicht so wichtig. Ja, vergesst die oberen nicht, das ist natürlich teuer, aber die, da wird man oft drauf würfeln. Also zum Beispiel Gewandtheit deckt mehr oder weniger alles Körperliche ab. Also wie gut könnt ihr klettern, Supergewand. Könnt ihr über einen Zaun springen, könnt ihr irgendwie euch festhalten auf einem steilen Abhang, sowas in der Richtung. Also das deckt wirklich viel ab und dann müsst ihr natürlich selber gucken. Also kommst zu einem Handgemenge, ist Nahkampf natürlich gut. Ja, aber ich darf sie nicht über den Zaun klettern. Also, das kann ich nicht vorstellen. Nee, klar, das müsst ihr selber wissen. Nur um das mal so erklärt zu haben, bei Nahkampf habt ihr dann auch einfach einen Stapel, auf den ihr zieht. Und ihr habt selber einen Verteidigungswert, der ist einfach die Hälfte von eurem Nahkampfwert. Und da muss dann jemand, der euch angreift, diesen Wert überwürfeln. Also hättet ihr jetzt Nahkampf 8, dann muss jemand, der euch angreift, eine 4 oder höher ziehen oder würfeln in dem Fall. Um euch zu treffen und selber, also wenn ihr Nahkampf steigert, heißt es auch, ihr kriegt weniger Schaden im Nahkampf. Und Fernkampf, ne, muss sich nicht unbedingt nur auf Schießen beziehen, auch werfen könnte sowas bedeuten. Könnt ihr irgendwie einen Schneeball werfen oder irgendwas zum Ablenken, irgendwo hinwerfen, eine Dose oder so, ne? Also das wäre alles Fernkampf. Ja. Robin, du siehst wild entschlossen aus. Ja, also ich hab mir das hier überlegt. Und zwar Fernkampf habe ich hier 2 Punkte investiert, weil ich gesagt habe, ich habe ja in Amerika
gelebt. Da gibt es Waffen. Ah, okay, ich verstehe. Auch präzise geschossen? Auch einfach viel geschossen. Okay. Deswegen ist es so in der Mitte. Deswegen ist es nicht bei 12. Okay. Das ist so. Also du bist eher Schnellfeuer statt präzise dann. Alles klar, okay. Viel geschossen. In Amerika muss man nicht präzise schießen, da muss man einfach. Verstehe. Die größere Waffe. Einfach schießen. Um zu schießen. Einfach schießen. Ja. Einfach, genau. Mhm. Genau, Stärke und Gewandtheit auch so ein bisschen, aber ist jetzt auch nicht so der fitteste Typ. Ein bisschen Dorfwissen, weil ich ja hier mal gewohnt habe. Genau, 10 Jahre ist es her. Es ist nicht mehr so aktuell, deswegen ist es nur ein bisschen. Und dann aber viel Wahrnehmung. Okay. Weil das ist das, was mir sehr wichtig ist, ist einfach alles zu beobachten, um Chancen zu erkennen. Mhm. Chancen, um Geld zu machen, Chancen irgendwie, um opportunistisch zu sein. Sehr gut. Deswegen achte ich immer auf alles. Also du hast 10 auf Wahrnehmung, das ist schon sehr hoch. Also das ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich gelingt. Was kann Shiri so? Ja, Shiri ist natürlich einfach absolut keine Kämpferin so. Das ist nicht in ihrer Körperlichkeit gelegen. Deswegen habe ich in den oberen Talenten 2 Punkte noch bei Gewandtheit reingemacht. Da habe ich jetzt 3, also der 8er-Stapel wäre das dann. Gewandt ist sie ja durchaus so. Die ist ja eine schlanke Frau, ne? Die ist auch noch ein bisschen jünger, so um die 28. Babsi, gibt es ein Problem? Wow. Genau, also Shiri hat ein paar Punkte in Gewandtheit von mir bekommen und einen zusätzlich noch in Fernkampf so, weil damals in Frankreich hat sie bestimmt auch mal so ein bisschen Dart gespielt oder so, mal einen Schneeball geworfen, so eine Sachen, ne? Ja. Nahkampf und Stärke, da ist sie dann leider raus, da brilliert sie nicht. Mhm. Ich habe einen extra Punkt noch in Zechen unten gemacht. Ich weiß gar nicht, trinkt man in Frankreich so ein bisschen auch mal gerne? Ja, so ein bisschen Wein, so ein Weinchen, ne? Ja. Das mache ich auch gerne mal mit dem Ben hier. Genau, deswegen habe ich noch einen Punkt in Zechen. In Dorfwissen habe ich keinen zusätzlichen Punkt, weil ich bin zwar schon 7 Jahre da, aber ich habe trotzdem noch nicht so die ganzen Hintergrundinformationen von allen Leuten. Du spürst es noch nicht so. Genau, ich bin da einfach nur, also ich bin da noch nicht so verwurzelt, leider. Ja, man kommt auch nicht leicht rein in Hellgrund. Nee, nee, also da muss man auch. Kleine Dorf, nee. Dafür habe ich noch 3 Punkte in Heimlich drin. Weil, ne, Shiri ist auch eine mysteriöse Frau vielleicht, ab und zu mal. Da ist sie sehr bewandt in Heimlichkeiten, spricht ja auch viel mit Babsi, der guten Freundin. Da kriegt sie ja auch ab und zu so ein paar Sachen mit, die sie natürlich immer für sich behält. Korrekt. Und 2 extra Punkte noch in Wahrnehmung. Ich denke, das würde auch gut so zu ihrem Charakter passen, dass sie eine sehr aufmerksame Frau ist, die auch versucht, das Beste zu geben, um akzeptiert zu werden, und da muss man natürlich sich auch ein bisschen so in die Leute reinfühlen können, damit man da einen Anschluss findet. Ergibt Sinn, die schon angesprochene Babsi, die... Ja, ich habe jetzt gerade 2 in Stärke und in Gewandtheit gepackt, weil ich dachte, im Kiosk, da musst du auch mal Kisten schleppen, musst dich halt auch durch die Gänge halt bewegen. Aber im Nahkampf und im Fernkampf sehe ich sie nicht unbedingt. Also die würde nicht schießen, weil sie will halt auch gucken, was dann passiert. Wie reagieren die anderen, wenn jemand schießt und trifft? Also das würde sie halt schon eher beobachten, was mich dann direkt in die nächste Spalte bringt. Das habe ich bei Wahrnehmung, habe ich 4 reingepackt, also bin schon relativ hoch. Dorfwissen habe ich auf 10 gemacht. Wow. Ja, ich dachte schon. Also ein Zechen auf 2, wobei ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich die Wahrnehmung aufs Zechen, also da bin ich gerade noch ein bisschen hin und her gerissen. Heimlich ist die Babsi nicht. Man kann viel über sie sagen, aber heimlich ist sie nicht. Also man kriegt schon mit, wenn sie im Raum ist, denke ich. Okay, ja, finde ich gut. Sehr interessant, ihr könnt das gerne auch noch alles umändern, bevor es losgeht. Und ansonsten können wir das ja vielleicht kurz mal zeigen, damit ihr das mal gesehen habt, wie das funktioniert. Falls jetzt zum Beispiel Shiri auf heimlich ziehen würde und du möchtest dich jetzt verstecken in einer Kiste, dann sage ich dann, ich sage, zieh mal auf heimlich. Bitte. Dann habe ich da 4 Punkte, das heißt, ich ziehe vom Zehnerstapel. Vom Zehnerstapel. Und es muss höher, 4 oder höher sein. 4 oder höher. Ja. Da habe ich direkt die 8. Sehr schön. Schlecht, ne? Warum schon eine 8? Hier steht es auch immer 4 oder höher, seht ihr hier alles, was da steht. Und bei dem System ist es auch so, falls ihr das höchstmögliche Ergebnis gezogen habt, dürft ihr noch eine Karte ziehen. Ja. Und immer so weiter. Das heißt, es können sehr hohe Zahlen werden. Das entspricht dann einer sehr erfolgreichen Probe. Also da würdest du dann wirklich absolut unsichtbar werden in der Kiste. Und wollte ich schon immer mal. Ja. Das ist auch mein Ziel heute. Und dann kommt die Karte wieder nach unten. Das heißt, auch Kartenzähler sind hier heute eingeladen, die natürlich hier ganz strategisch schauen können, wann genau sie was würfeln müssen. Also eine strategische Komponente ist heute auch dabei. Also da könnt ihr euch durchaus mal ein bisschen anstrengen. Ja. Habt ihr das alles so verstanden? Habt ihr sonst noch Fragen? Lebenspunkte machen wir einfach. 20 plus 1 Stärkewurf. Machen wir, bevor es losgeht, würfel ihr einfach mal auf Stärke dann, je nachdem, wie ihr das habt oder nicht. Aber wir haben heute noch was Besonderes dabei, denn
In Höllgrund, ihr werdet ein Abenteuer spielen. Da geht es jetzt nicht groß darum, einen Mord aufzuklären oder die Welt zu retten oder eine Alien-Version abzuwehren, sondern es geht natürlich viel um dieses Dorfleben, um die Verbindungen zwischen den Figuren, um diese emotionalen Ballast, den man mit sich trägt. Deswegen haben wir uns schon vor einigen Tagen zu einer sogenannten Session Zero getroffen, wo wir schon mal so ein bisschen über euch als Charaktere gesprochen haben. Und zwar haben wir da für jeden von euch emotionale Ziele festgesetzt. Also Ziele, die ihr von den anderen Charakteren am Tisch habt. Also was wollt ihr von diesen Figuren? Was sind eure emotionalen Bedürfnisse diesen Figuren entgegen? Und als kleiner Kniff, die andere Figur hat dann immer den Gegenpart dazu, warum sie das nicht geben kann. Und so entsteht eine Möglichkeit, dass wir heute in einem Abend vielleicht diese emotionalen Ziele entwickeln, erreichen können. Versteht das jetzt nicht so als persönliches Ziel oder so. Es geht nicht, das jetzt zwangsläufig zu erreichen oder man hat gewonnen, wenn man es schafft oder verloren, wenn man es nicht schafft. Nur so ein bisschen als Anhaltspunkt. Wir können das ja auch mal so ein bisschen durchgehen. Das steht dann auch alles auf euren Charakterbögen durch. Und es ist für euch eine Möglichkeit, dass ihr vielleicht so ein bisschen tiefer in euren Charakter reinkommt und das Ganze so ein bisschen ausspielt. Ben, wie ist es denn bei dir? Was hast du denn für Bedürfnisse von den anderen Figuren? Ein bisschen? Hast ja, also ich habe natürlich hier bei Karl, ich möchte mein Geld zurück. Rück die Kohle raus. Ich habe ihm ja sehr viel meines Ersparten gegeben, damit er sich seine Träume erfüllen kann, was natürlich auch ein bisschen mit der Hoffnung verbunden war, was heißt ein bisschen sehr stark, dass ich auch etwas von diesem Geld und mehr zurückbekomme von dir. Jetzt ist es ganz weg, ist natürlich für mich ein Riesenproblem. Ich bin aber gleichzeitig auch so ein bisschen eifersüchtig auf deine Weltenbummler-Erfahrung. Du hast die große, weite Welt gesehen. Ich fühle mich da so ein bisschen auch klein gegenüber deiner Erfahrung, deinem Mut rauszugehen. Das lasse ich dich natürlich, das zeige ich dir nicht, ganz im Gegenteil. Ich nehme dich extra hart ran, um das zu verstecken, weil es entspricht nicht meinem Naturell, sich jemandem anderem gegenüber kleiner zu machen. Aber ich will natürlich die Kohle wieder haben. Auch ein ganz weltlicher Wunsch. Und deswegen arbeitest du ja, glaube ich, an der Tankstelle auch ein bisschen mit. Sortierst die Gummibärchen ein und so. Genau, das ist das, was ich von Karl möchte. Von dir, Cherie, ist es so, oui. Je veux un peu d'amour. Gerne auch auf Deutsch. Ah ja, entschuldigen Sie bitte. nein, also ich hänge natürlich so ein bisschen. Damit die Zuschauer das auch verstehen. Ja, selbstverständlich. Das ist super lieb, dass du an diesen Menschen da draußen denkst. Nee, ich habe natürlich jetzt, in jungen Jahren war ich ja unfassbar erfolgreich bei der Damenwelt. Und das ist natürlich ein Zustand, den habe ich sehr genossen, der ist mir abhanden gekommen und den möchte ich gerne zumindest wieder partiell herstellen. Und da kommst du natürlich jetzt als junge Zugereiste, du kennst die Stadt nicht, ich kenne die Stadt sehr gut. Da denke ich, okay, ey, vielleicht, wenn ich ihr die Stadt ein bisschen zeige, vielleicht geht da irgendwie was, vielleicht kann ich nochmal wieder anknüpfen an die alten Erfolge, was vermutlich eher nicht klappt, aber hey. Und du? Ja, kannst du ihm das geben oder warum nicht? Also so richtig kann Cherie ihm das nicht geben, weil Cherie schon Anschluss sucht, aber jetzt eigentlich eher nicht auf romantischer Ebene. Aber sie will ihm natürlich jetzt auch nicht so vorm Kopf stoßen, weil sie dann natürlich auch Angst hat, dann stellt er sich vielleicht gegen sie oder so, das will sie ja auf gar keinen Fall. Deswegen ist es da auch so ein bisschen schwierig. Also sie versucht schon, ihm das deutlich zu machen, dass sie schon nur eine Freundschaft will, aber es ist ein bisschen schwierig. Ja. Glaube ich. Zwischen uns. Wir werden sehen. An dem Part, ja. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Wahrscheinlich im Spiel ist, glaube ich. Ja, ich bin mal gespannt, ob ihr das lösen könnt auf irgendeine Art, ja. Das wäre doch schön. Ja, mal schauen. Ja. Genau, und wir beide, was mit uns? Tja, also oberflächlich kommen wir, glaube ich, gut miteinander klar. Ja, aber unter der Fassade brodelt es natürlich. Weil wir haben ja auch früher, als wir jung waren. Ich bin ja locker 8 bis 10 Jahre jünger als du, aber ich habe von deinen Eskapaden gehört. Ja. Also wer nicht. Aber ja, also das, wir haben halt schon ähnliche Geschäfte. Und du hast auch noch 24/7 offen. Das ist für mich ein Problem. Ich muss sagen, ich lebe in permanenter Angst, dass der Stuhl zusammenkracht. Das sieht sehr stabil aus, was du da gebaut hast. Primäres emotionales Bedürfnis ist Halt durch diesen Stuhl. Auch noch andere Stühle. Ja, ich habe schon gehört, ich werde gleich. Das ist eine brillante Idee, Cherie. Ja, das machen wir jetzt gleich. Guck mal, schon habt ihr eine emotionale Verbindung. Ihr könnt euch gegenseitig helfen. Ich meine, er hilft mir. Du hast ihm Halt gegeben. Große Hilfe. Ja, also man kann. Wir sind natürlich geschäftliche Konkurrenz. Also mein Laden hat 24 Stunden geöffnet. Ich habe Lotto. Bei mir kann man auch Lotto spielen. Nein, kann man nicht. Nein, kann man du hast keine Lotto-Lizenz. Ja, okay, aber ich habe mein eigenes Lotto-System aufgebaut. Man kann ein Sixpack-Bier gewinnen, per Rubbel los. Und ist das alles rigged? Oder kann man wirklich gewinnen? Das ist rigged. Ich verschenke keine Sixpacks. Das dachte ich mir schon. Du hast auch keine Lotto-Lizenz. Du hast eine Alkohol-Lizenz, das räume ich ein. Ja. Aber unter meinem Tresen ist ja kein Verkaufen.
Gut, also es ist offensichtlich schon eine Konkurrenzsituation. Es ist schwierig auch. Ja, es gibt nicht so viele Läden in Höllgrund auf jeden Fall. Du hast ja auch deinen Geschenkeladen, deinen Bastelladen. Mein kleinen Geschenke-Blumenladen manchmal auch, wenn, ja. So, für die schönen Dinge. Ich versuche alles so ein bisschen, ja, genau. Ja. Wie heißt dein Laden? Art de Paris. Art de Paris, Art de Paris, oder? Genau, so wie. Vielleicht heißt er auch nochmal irgendwann anders oder so, mal gucken. Mhm. Genau, ja. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du? Ich hoffe, dass ich dann nicht so in diese Konkurrenz reinrutsche, weil ich habe schon gerne meinen kleinen Laden, aber ich möchte natürlich keine Konkurrenz zu den Dorfältesten teilweise auch aufbauen. Nochmal auch. ich will ja hauptsächlich akzeptiert werden. Also sie hat zwar so ihren kleinen Bastelladen und deswegen ja auch so diese Dekorationsposition im Schützenverein, aber das ist nicht so das Primäre bei ihr, sondern sie sucht eher schon so auf einer menschlichen Ebene Anschluss, zum Beispiel bei Babsi. Mhm. Und von Cheries Seite aus ist sie schon so sehr gut befreundet mit Babsi und ich glaube, oberflächlich kriegt sie das auch zurück. Total, ich helfe dir, wo ich kann. Ja, wie das so hintenrum ist, ist natürlich eine andere Frage, aber Cherie hat das Gefühl zumindest oder empfindet es so, dass sie sehr gut befreundet ist mit Babsi und geht auch gerne in ihren kleinen Laden rein und stöbert da ein bisschen oder spielt mal Lotto oder ne, kriegt auch einen Kaffee. Ja, genau, ich krieg auch den ganzen Klatsch und Tratsch wahrscheinlich dann mit, ne? Ob du weißt, wer Ilse ist, aber ja, vielleicht habe ich das schon wieder vergessen. Und erzählt selber aber auch gerne natürlich ein bisschen von Frankreich, ne, mit Babsi. Ja. Und Babsi schwärmt dann auch so ein bisschen und wir machen vielleicht so kleine Pläne, dass wir sie auch mal, dass wir zusammen mal Frankreich besuchen. Oder auch nicht, schauen wir dann mal. Genau, aber die emotionale Beziehung oder das emotionale Ziel so gegenüber Babsi ist schon so die Freundschaft und halt einfach den Anschluss so zu finden, was sie ja. Also durch sie Anschluss im Dorf zu finden, genau, ja, was dass sie dich unterstützt. Genau, was sie ja bei Ben auch versucht. Mhm. Genau. Und bei Karl ist es ja so, dass Karl ja jetzt auch wieder zurückgekommen ist. Mhm. Und im übertragenen Sinne Cherie ja jetzt nicht so die ganz Neue wieder ist, weil er jetzt auch wieder reinkommt. Er war zwar vorher schon mal da, aber für Cherie ist das natürlich jetzt eine Person, die sich auch erstmal wieder finden muss im Dorf und vielleicht auch nicht gleich wieder so akzeptiert wird, wo man natürlich so ein bisschen vielleicht zusammenarbeiten kann bei bestimmten Sachen. Und die natürlich auch sehr interessant einfach ist für Cherie in dem Sinne, ja. Okay, cool, interessant. Bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Mhm. Karl, wie ist es bei dir? Ja, also mein größter Konflikt ist natürlich mit Ben. Ich schulde ihm eine Menge Geld. Das ist mir auch sehr unangenehm. Und was ich am allerliebsten gerne hätte, ist natürlich einfach, dass er mir verzeiht und ich das Geld habe, um das auch an der Stelle wieder gut zu machen. Also nicht nur emotional, sondern auch einfach konkret. Das weißt du sehr zu schätzen. Ja, gleichzeitig bin ich aber auch sehr stolz und natürlich irgendwie keinen Bock, den ganzen Tag Gummibärchen einzuräumen in der Tankstelle und gedemütigt zu werden. Aber ich muss da durch. Auf der anderen Seite, klar, ich war mal in dem Dorf und auch wenn ich irgendwie hier weg wollte, ist es mir natürlich trotzdem, das ist irgendwie meine Kindheit. Deswegen ist mir auch wichtig, dass ich auch von Babsi irgendwie wieder akzeptiert wäre, als das OG-Dorfmitglied, wie der Amerikaner sagen würde, dass ich bin. Und ganz kurz, wie ist das bei Ben? Kannst du ihm vergeben? Oder naja, was müsste passieren, damit du ihm vergeben kannst? Ja, also natürlich das Geld. Das ist, also ich muss natürlich dieses weltliche Gut auch irgendwo zurückerhalten, damit du dann auch Verzeihung erfahren kannst. Und darüber hinaus ist das, glaube ich, ganz gut, wenn ich so ein bisschen diese Rivalität auch abschütteln könnte für mich persönlich. Also es ist eher mein eigenes Ding. Da kannst du weniger dran machen. Das muss ich mit mir selber, dass ich irgendwie da darüber hinwegkomme, dass ich mich so ein bisschen klein mache auch. Mhm. Ne? Weil ich ja nie rausgekommen bin. Mhm. Und ich also da ist auch eine Eifersucht da. Ja, ja, genau. Er hat es versucht zumindest mal. Ich projiziere meine Versäumnisse auch so ein bisschen auf Karl, der eben dieses Leben gelebt hat. Und ich hab's, und er hält mir das ja ständig vor durch seine bloße Existenz. Und das macht mich wütend und da kann er natürlich nichts für. Ich muss an den Punkt kommen, mir das selbst einzugestehen, dass du eine Projektionsfläche meiner Wut bist. Und ich muss an mir selber arbeiten. Und zum Glück haben wir ja auch Therapeuten heute hier, die wir gleich noch vorgestellt bekommen, wo ich dann das aufarbeiten kann. Okay, gut. Wie sieht es bei dir aus, Babsi? Ja, also unsere Freundschaft ist auf jeden Fall ja schon beschrieben. Babsi schmückt sich, glaube ich, mit The Cherie nur so ein bisschen, damit sie halt diese
Französin halt dann auch bei ihr im Laden ist und auch damit sie weiß, was passiert, weil immerhin bist du halt auch ortsfremd. Also die 7 Jahre, das ist ja nix. Die ist zugezogen. Also ja. Würdest du dir jetzt vielleicht nicht unbedingt. Wahrscheinlich wird sie es dir doch sagen, aber wird es vielleicht mit einem netten Lächeln dann halt auf deine Schulter klopfen und wird dir dann aber auch gerne zeigen, wie alles läuft. Also auch damit du es durch Babs erfahren hast, was natürlich auch im Dorf super ankommt, weil ich bin ja total hilfsbereit. Also ich helfe dir alles, ich zeig dir alles, ich habe dich zusammengebracht, du kannst da jetzt Deko machen, hast natürlich auch ein anderes Sortiment als ich. Bin natürlich sehr gerne mit dir befreundet, aus Gründen. Ja, und plane mit ihr halt auch diese vielleicht Reise nach Frankreich. Also ist natürlich auch schön. Und dadurch, dass ich halt in diesem Laden bin und immer die neuesten Zeitschriften habe, sehe ich ja auch, was halt abgeht. Und bis du gekommen bist, war es halt, war ich das Tor zur Welt. Also die Leute kamen zu mir, um zu wissen, was gerade modern ist, was in ist. Nicht, dass ich jemals mehr als 30 Kilometer von dem Ort weg wäre. Aber ja, das ist mir halt schon wichtig. Und jetzt habe ich mich mit dir angefreundet und zu kontrollieren, was du in deinem Laden machst. Und jetzt stelle ich fest, dass du halt ja lockere 10 Jahre jünger bist als ich und aus Frankreich kommst. Und ja, das gefällt Babsi gar nicht mal so gerne. Also gut, aber also das heißt einerseits auch natürlich versuchst du durch sie irgendwie diese die Welt zu erleben, die du nie erlebt hast, aber du bist auch neidisch darauf, dass sie ja total. Also ich meine, sie ist halt ja. Also ich bin nicht neidisch darauf, dass sie zugezogen ist. Dass, du bist halt auch Tourist. Aber wow. Ja, wer weiß, ob du wieder gehst. Ich meine, du hast ja keine Wurzeln. Da komme ich mit ihm schon besser klar. Ja, aber ja, es ist halt, es ist schon eine Mischung zwischen Neid und sich durch sie profilieren. Mhm. Okay. Ja, sehr interessant. Auf jeden Fall, so haben wir schon ein paar Emotionen und Beziehungen mit dabei. Ich bin sehr gespannt, wie sich das heute ausentwickelt wird. Wir werden natürlich auch ein ganz normales Abenteuer spielen, beziehungsweise die Möglichkeit dazu haben. Und ansonsten bin ich gespannt. Kannst du noch mal so ein bisschen dein Umfeld, deinen Laden so erklären? Was findet man da so? Was ist das? Primär die Farbe braun. Also es ist halt in einem richtig schönen, dunklen Braun gehalten. Du kannst dir an diesen alten Plastikkisten eine schöne, harte, bunte Tüte zusammenstellen. Die ist natürlich da. Die ist auch schön hart einfach. Also die Schlümpfe, die sind auch schon seit 3 Jahren in der Tüte. Die kann man kaum. Die sind noch gut. Also die kleben in so einem Block. Natürlich haben wir die Zeitschriftenauslage. Im Sommer habe ich auch Wasserbomben da. Da kann man auch Wasserbomben kaufen. Sonst gibt es natürlich viel Nippes, Kleinkram und Tant, also alles, was man hinstellen kann, was dann versauert im Regal. Was man, wenn man kein Geschenk hat für jemanden, dann würdest du vielleicht vorbeikommen und würdest halt diesen Steindelfin kaufen. Und den könntest du dann halt verschenken. Also, das sind so die ersten Geschenke, die vielleicht der 12-Jährige dann für seinen großen Bruder kauft. Also, der wird sich richtig freuen. Wow. Also, und Zigaretten natürlich. Ja. Ich bin neidisch auf die Beratung bei dem Laden. Ich glaube, das hätte ich als Kind auch oft gebraucht. Ich glaube, das müssen wir erleben. Ich habe da oft einfach Shampooflaschen verschenkt als Kind, glaube ich. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bevor es losgeht um 8 Uhr. Wir haben eure Charaktere schon mal so ein bisschen kennengelernt. Ansonsten habt ihr schon Hintergründe mit Pen and Paper. Wie ist es bei euch beiden, Robin und Linda? Euch hat man hier auf dem Sender noch nicht so in der Rolle gesehen. Ich glaube tatsächlich, ich bin das erste Mal auch bei euch. Ja? Ja. Mhm. Also was heißt, ich bin das erste Mal auch bei euch. So. Ich habe nicht super viel Erfahrung mit Pen und Paper. Ich habe lustigerweise vor einer Woche mal wieder eine Runde gespielt, aber in einem ganz anderen Setting. War ganz praktisch, weil ich dann so ein bisschen wieder reingekommen bin, so für heute, so als kleine Vorbereitung. Mhm. Und ansonsten habe ich so, ja, ein bisschen im Dungeons & Dragons Regelwerk habe ich ein bisschen gespielt und so mit ein paar Freunden einfach zusammen so ein paar Missionen und so. Aber eher so Richtung Fantasy ging das halt immer so. Ah, okay. Mit so Fähigkeiten und so Zeug. Das ist heute das genaue Gegenteil. Das genau, das ist eine Premiere für mich. So. Aber ich freue mich drauf. Es ist halt auch mal was anderes. Das ist cool, so mal eine andere Art von Pen und Paper einfach zu erleben heute. Auch das mit den Karten habe ich auch noch nie gehabt. So. Aber es ist eine coole Sache, denke ich. Das wird lustig sein. Wie ist es bei dir, Robin? Also ich habe vor 10 Jahren oder sowas mal in einer Freundesgruppe haben wir so Pathfinder gespielt. Ach cool, okay. Und, die 10 Jahre sind ein Thema bei dir. Vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren aus Höllgrund weggezogen. Da war das Leben noch in Ordnung vor 10 Jahren. Du rechnest auch in 10 Jahres. Ja, nur. Dein Leben, was kommt als nächstes? Und das war sehr cool. Ich habe, glaube ich, aber länger damit verbracht, meinen Charakter zu erstellen, das Regelwerk zu lesen, als tatsächlich dann zu spielen. Aber, Und dann einmal gespielt und dann meinen Charakter gebaut. Ja, genau, so kenne ich auch gut,
Aber hier geht's ja schnell, auf jeden Fall. Das ist der Vorteil. Und Miri natürlich, wir kennen dich ja schon eigentlich hier. Wir haben ja auch schon zusammen hier mit Tabor auf dem Sender gespielt und ja, halt privat natürlich auch. Und jetzt bei dir ist ja das allererste Pen & Paper heute, ne? Ja, ich bin richtig aufgeregt tatsächlich. Ich habe mir natürlich zur Vorbereitung ein paar Pen & Paper angeguckt. Ihr habt das alle richtig klasse gemacht. Ja. Und ich hoffe natürlich, dass ich in diese riesigen Fußstapfen auch nur annähernd reinpasse, ohne zu stolpern. Ja, und kann ich mir jetzt einen neuen Stuhl holen? Ja. Ich glaube, wir finden einen neuen Stuhl. Ich merke schon, du zitterst schon. Ja, es ist auch, ich bin auch 80% meines Gehirns ohne zu stolpern. Also es war schon ausgelegt. Auch wenn ich den Spannungsbogen gefunden hätte, wenn einfach die ganze Zeit... Wirklich, vor allen Dingen, das glaubt uns ja keiner, dass das wirklich so passiert ist. Aber 5 Sekunden bevor wir live gegangen sind, hat er sich zurückgelehnt, ein bisschen intensiver. Ja, aber nicht schlimm. Also total laut geknackt. Der ist auch ein bisschen... Also Comedy-mäßig wäre es einfach genial. Das wäre so gut. Ganz, der braucht eine sanfte. Ich hoffe, dass der zweite Kissen Bruch, dazu. Der zweite Bruch muss zumindest on camera sein. Der erste, das war ein bisschen enttäuschend. Nimm ein bequemeres, oder? Ist dir egal? Ja, das ist mir egal. Ich habe sehr viel Muskeln überall. Ich spüre kaum was. Okay. Mein Beileid. Aber der, ganz ehrlich, der ist noch gefährlicher. Dann nimm doch den Gaffer. Der ist schon um. Als würde er zweimal in den gleichen Stuhl der Blitz einschlagen. Wenn du dem so sehr vertraust, gib mir doch deinen. Ich liebe dieses Setting. Ich finde das richtig, als ich das hier gesehen habe. Ja. Wo bin ich denn jetzt hier? Ja, total. Sieht das normal hier so aus? Nein, überhaupt nicht. Nein. Das ist extra alles so. Und hier auch zum Beispiel Schützenverein Höllgrund. Ja. Also wirklich damit super Liebe zum Detail. Vielen Dank natürlich auch an unsere fantastischen Bühnenbildnerinnen und Bühnenbildner. Das ist großartig. Und ich freue mich gleich richtig auf die schöne Platte, die 90er-Platte. Wir kriegen ja bei Pen & Paper dann immer, ist ja mein erstes, aber ich habe es gesehen, immer so richtig, richtig leckeres Essen hingestellt. Ist aktuell leider pandemiebedingt nicht drin. Aber ich habe für uns alle was bestellt. Ah, okay. Das ist doch schön. Das wird gleich gebracht. Hat eigentlich jemand von euch auch so diesen Dorfhintergrund oder so? Also kommt jemand so aus so einem Dorf wie Höllgrund, irgendwie so ein kleines? Gar nicht. Ja? Ein bisschen. Ja, ich habe schon, ich habe in so einem kleinen, nein, das ist ja kein kleines Dorf, aber schon auch ein Dorf, im Dorf war ich auch groß geworden. Mhm. Grüße gehen raus nach Adendorf. Also du kannst da auch ein bisschen biografisch. Wenn ihr zu Hause seid und ihr gerade zuguckt. Ja, tatsächlich. Also da gab es auch von vielem oft nur eine Sache. Also zum Beispiel, oder auch manchmal auch zwei Bäckereien. Und aber auch dieser, bei uns hieß der Toto Lotto. Ah. Deswegen, ich finde Lotto Toto phonetisch immer recht schwierig, weil bei uns hieß der Toto Lotto. Ich finde, Was genau ist denn Toto eigentlich? Toto sind Sportwetten. Ach so. Und das steht für irgendwas? Toto? Keine Ahnung. Gestern lag ich auf dem Sofa und habe mir so. Ich habe keinen Schimmer, wie Lotto funktioniert. Dann habe ich angefangen zu googeln. Und jetzt bist du reich. Nee, ich habe mein erstes Lotto-Los ausgefüllt. Wirklich? Ja, mit unseren ganzen Geburtstagen, die wir hier haben, also von unseren Charakteren und dem Datum von heute. Wow. Und mal gucken, vielleicht, ich habe die Samstagsziehung, wer weiß. Das heißt, wir können wie gut das wäre, wenn du in dem Lottoschein, das du dir für die Charakterrecherche kaufst, jetzt auch gewinnst in einem großen Jackpot. Fänd's super. Aber das ist keine gute Idee, weil wenn du. Du hast jetzt die Zahlen öffentlich gemacht. Alle gehen jetzt raus und spielen mit denselben Zahlen. Aber das ist ja auch wie ein Rätsel. Unser alle Geburtsdaten, oder wie? Ja, vielleicht das. Ja, vielleicht auch was anderes. Aber selbst wenn ich gewinne, selbst wenn die Quote klein ist, fände ich es lustig. Ja, aber jetzt stell dir vor, du gewinnst 20 Millionen, stellt sich raus, 20 Millionen Leute haben jetzt deine Zahlen gespielt. Weil uns 20 Millionen Leute zugekommen. Dann lass uns doch über was anderes reden, dann vergessen die das gleich wieder oder so. Ja, gut. Aber ich glaube, du hast auch so ein bisschen genickt bei Dorf. Ja, ich bin im Dorf groß geworden, bin da auch geboren tatsächlich, aber meine Familie ist zugezogen und meine Familie ist jetzt seit 36 Jahren zugezogen und wir bleiben auch zugezogen. Also das wird sich nicht mehr ändern tatsächlich. Dorf, ne? Aber ja, ich komme vom Dorf, ich habe auch die ein oder andere Kirmes mitgemacht und habe im Zuge von diesem Pen & Paper auch ein paar alte Klassenkameraden angerufen und gefragt, wie denn Kirmes-Soul abläuft, weil ich es nie von innen mitgemacht habe. Du hast es mit der Recherche ein bisschen übertrieben, ist mein Gefühl. Also du hast auch mehrere Aktenordner voller Notizen. Das ist nur so eine Essenz daraus, aber du hast dich richtig gut vorbereitet. Ich weiß gerne, was ich tue. Ja, ich merke schon. Ja, aber so ein Dorf kann hart sein, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. Also gerade da schwer reinzukommen irgendwie. Also da haben wir jetzt hier zwei Figuren, die es versuchen. Ja. Aber die natürlich auch vielleicht sich da hart bewähren. Wird schwierig. Ich merke das schon immer von dir. Ich kriege schon immer so Seiten so, die zugezogene, kommt ja nicht von hier und so. Ja, das ist schwierig bestimmt. Ich gebe nur weiter, was ich in der Kindheit erfahren habe. Ich kenne Dorfleben nicht so. Ich bin zwar in meiner Kindheit so ein bisschen in Brandenburg immer gewesen, aber seit der Schulzeit, also seit der Grundschule, da war ich so 6 dann oder so, immer in Berlin so. Okay. Und ja, da ist nicht viel mit Dorf in Berlin so. Ja. Deswegen, wenn es irgendwie hier um Dorffakten oder Dorfwissen dann geht oder so und ich daneben haue, dann tut es mir jetzt schon mal leid. Ich bin absolut kein Dorfkind. Du kannst das spielen. Ihr könnt das gerne alles behaupten. Das wird Gut, wir stellen das einfach in den Raum dann so. Und Robin, bei dir bist du?
Dorf aufgewachsen, nee, gar oder nicht. Schön in Glasgow? Also oder so vor Ort. Ah, ja, okay. Vor Ort von Mannheim. Ja, ich glaube auch bei mir auch vor Ort so ein bisschen. Oh. Aber es ist so die Grenze übergang. Ja. Und Vereine, war jemand bei euch im Verein, so richtig Vereinsleben, gnadenlos mit so Traditionen und so? Nee. Gar nicht. Nee, mein niemand. Bruder zwei Jahre im Schützenverein, mein Bruder, ich nicht. Aber das hat mir schon gereicht. Und nee, der ist auch ausgetreten, als er einmal nichts getrunken hat, weil er am nächsten Tag auf die Klassenfahrt musste. Das, Moment, er ist ausgetreten, weil er nichts getrunken hat? Ja, er ist halt immer hingegangen und an einem Tag war er halt mal nicht getrunken. Da kam die Realisation. Und dann hat er gemerkt, dann saß er im Zelt zwischen den ganzen Leuten und dachte sich, wo bin ich hier? Ich muss austreten. Okay. Da war vorbei. Hättest du als Frau da... Nee, bei uns nicht. Ich hätte höchstens im... also natürlich als Königin oder im Hofstadt hätte ich sein können. Und im Nachbarort hätte ich am Klompenzug teilnehmen können. Was? Nochmal? Wie bitte? Am Klompenzug. Da hätte ich Holzbottich, also Holzschuhe bemalen können und die haben dann immer. Es gibt dann verschiedene die Züge Kreative. Und die malen die dann ihre an und laufen damit durch den Ort. Die laufen mit Holzschuhen durch den Ort. Und ja, das ja, ist bunte Holzschuhe. Also die werden dann halt werden ein Motto, gemalt. Bienchen, Blümchen, was auch immer. Es wird dann halt, das ist so ein Ding. Aber es ist auch Rheinland. Ich war im Fußballverein. Okay. Und das tatsächlich, ja, da gab es auch so ein schönes Vereinsheim. Da sind wir mal eingekehrt. Und dann gab es immer, die ganze Mannschaft saß dann im langen Tisch und dann wurde mal ein Stiefel bestellt. Heutzutage würde man sie überlegen, ob das sinnvoll ist, aber damals haben wir dann halt so ein Glas in Form eines Stiefels bekommen und der ging reihum. Und der Witz war, dass sich irgendwann eine Luftblase in dem Schuh gebildet hat, in dem Stiefel, und die kam irgendwann hoch. Und derjenige, bei dem diese Luftblase hochkam, und das spratzte einem so ins Gesicht, das war der Depp. Aber trotzdem ging der Stiefel, obwohl natürlich dann auch noch weitere Körperteile mit in diesen Stiefel hineingeflossen sind, ging der trotzdem weiter Reihe um. Man hat sich nichts dabei gedacht. Ja, damals so war das früher. Auch irgendwie, ne? So, da hat man so sich war das. Gedanken. Ja, so, das war so. So ein Zeug. Hat es uns geschadet? Ein bisschen. Würde ich jetzt persönlich ja, heute brichst du die Stühle kaputt. Ja. Das natürlich. Aber das sah tatsächlich, so ein Vereinsheim sieht schon so aus. So viel mit, was halt noch fehlt, ist diese Kasse. Ältere. Es gibt ja diese komischen Sparschubladendinger. Die sind in jedem Vereinsheim drin. Die ganzen Schlitzen. Da kann man so Geld reinstecken. Und ich habe es auch als Kind nie gecheckt. So, ich glaube, dass die Leute da vor ihren Ehepartnern irgendwie das Geld verstecken wollten oder was? Nee, ich glaube, es gab drei Schlitze für Sieg, Heim, Sieg, Gast und Unentschieden. Also ich weiß es nicht. Also das ist was anderes. Man konnte dann wetten oder was? Ich weiß nicht, es gibt verschiedene Dinge. Das war wie so ein Schließfach, nur halt in Miniatur. Ja, das ist schon, dass sowas heute so. Aber Spenden für den Verein, oder? Ja. Sowas heute so Online-Communities sind und so ein Forum war damals ist halt so ein Verein irgendwie so. Ja. Die Leute ein gleiches Hobby haben. Und es gibt immer den einen Typen, der sitzt an so einem komischen Glücksautomaten. Wie heißt die Dinger, wo die sich so drehen? Es gibt immer den einen Typen, der immer da sitzt. Der immer. Und dann immer so ab und zu mal so ein, zwei Sätze Smalltalk mit dem Barkeeper hält und dann immer noch sein Kornbier gemischt dann irgendwie kriegt, so. Vor dem hat man dann ein bisschen Angst. Niemand weiß, wie der heißt. Also, den gibt es ja in jedem Dorf. Der ist immer keiner kennt den Namen. Ja. Schildkröte einfach. Ich glaube, die kommen mit den Maschinen einfach auch. Der muss auch einmal im Jahr so ausgetauscht werden, einfach so durch den anderen Generation. Ich glaube, in dem Spiel ist das Schicksal meines Charakters so ein bisschen. Ne? Ah, also, fangen solche Figuren an. Ja, stimmt, weil du bist ja ein gescheiterter Investor. Ja. Also, ist das was, womit du dich identifizieren kannst? Als gescheiterter Investor? Nicht, nee, okay, noch nicht. Gut. Okay. Bisschen Bitcoin oder so. Ja? Okay, nicht schlecht. Ja, du hast viel Geld in die Hand genommen und dann alles verzockt in Vegas. Ja. Krass. War das autobiografisch die Idee? Das ist nicht autobiografisch, fast. Aber war das auch die Idee, als du dir einen Kredit geholt hast von Ben, damit nach Las Vegas zu gehen? Tatsächlich war die Idee, das zu investieren. Das habe ich auch. Also ich habe es in sehr spekulative Aktien investiert und dann auch damit sehr viel Geld gemacht. Ja. Und das Geld dann genutzt, um dann ins Ausland zu gehen und diese Reise und die Auswanderung quasi zu finanzieren. Natürlich, bevor ich ihm das zurückgezahlt habe mit Zinsen. Und ich war ja dann weg, war mir dann egal. Ja. Und dann habe ich aber dann in Las Vegas gelebt und da halt Stück für Stück das alles verzockt. Wow, krass. Hast du da nach Hause geschrieben und gesagt, dass du das Geld, bist du einfach gegangen, nachdem du ganz viel Geld hattest? Oder? Ich bin einfach gegangen. Und das wissen wir im Dorf? Ihr wisst das auch. Und ich habe ja auch meine Freundin zurückgelassen. Ja. Einfach so. Ja, ja. Seine Freundin Katharina, du hast noch die Zeit gefunden, Schluss zu machen und warst dann weg. Ja. Und ich glaube, also, ich weiß ja nicht, ob wir uns wirklich unterhalten haben seitdem. Nö, du warst weg. Gegangen, so. Ich habe das alles, was ich darüber erfahren habe, von Katharina erfahren. Ja. Die kam dann jetzt zu mir. Und die hat mir das alles erzählt. Alles. Okay. Weiß alles. Ja, das ist spannend. Du bist direkt in dieser Woche zurückgekommen. Also, wenn wir hier gleich einsteigen werden in das Abenteuer, dann wirst du gerade zurückgekommen sein. Die meisten Leute kennen dich wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig.
So, der kleine Karl. Hast du dich verändert vom Auftreten her? Also vom Aussehen bist du, ich meine, mit 20 weg, mit 30 zurück, da passiert einiges. Hast du dich da auch verändert vom Aussehen her? Also wenn ich mir die Zeichnung hier angucke, würde ich sagen, ich habe mir die Haare schneiden lassen. Aber sonst ein bisschen Bart noch. Aber das hat jemand gezeichnet, der mich noch von vorher kannte. So sah ich aus mit 20. Ach so, okay. Ich dachte, du hast so einen amerikanischen Trucker-Look bekommen. Nee, den Trucker-Look, den hatte ich, bevor ich weggezogen bin. Ah, also West Ami-Fan. Bin ich so wiedergekommen. Ja. Yeah. Ja, ja. Also du hast jetzt auch mehr Bart, oder wie? Ich habe jetzt auch mehr Bart. Okay. Mehr Bart und kürzere Haare, glaube ich. Ja, ich glaube, Cherie und Karl lernen sich ja dann auch wirklich zum ersten Mal erst kennen, ne? Weil er war ja schon weg, als sie ins Dorf. Ja, kommt drauf an. Also wenn du jetzt zurückgekommen bist und sofort am Ankunftstag schon mal bei allen geklingelt hast, aber ist die Frage, ob du eher schamvoll zurückkehrst in die Stadt oder eher so, hey Leute, da bin ich wieder. Aber du bist natürlich schon ein bisschen unten durch auch. Also ich glaube, ich bin gesichtet worden. Also ich habe das jetzt nicht groß angekündigt, dass ich zurückkomme, aber dadurch, dass ich, also bei Ben habe ich mich schon gemeldet und dann durfte ich da jetzt auch in der Tankstelle arbeiten, um meine Schulden Stück für Stück abzubauen. Ich arbeite außerdem noch beim örtlichen Lieferdienst. Und alle, die so Pizza bestellt haben in letzter Zeit, haben mich natürlich dann auch zum ersten Mal so wieder gesehen. Kennenlernen nach 10 Jahren. Ja, dass ich wieder da bin. Wahrscheinlich hat mich Katharina so, hat es auch so erfahren, dass ich wieder da bin. Diese Pizza bestellt und ich habe sie geliefert. Das ist aber hätte ich nicht geliefert, wenn ich die Kalzone musste abholen. Nimm sie. Hey. Oh, das ist schwierig. Musst du auch mal so einen Spruch sagen, wenn die Tür aufgeht? Höllisch schnell. Hellgrün-Pizzadienst, ja. Von Klaus Pizza. Ja, nicht schlecht. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und apropos Recherche, die beste Recherche ist natürlich, sich alle Folgen Höllgrün anzuschauen. Denn eine Generation, nachdem wir heute diesen Ort verlassen, geht es weiter in Höllgrün mit der 8-teiligen Serie, die ihr auch jetzt schon in der Mediathek anschauen könnt. In der ARD-Mediathek könnt ihr alle Folgen angucken. Es ist sehr spannend. Und vielleicht erkennt ihr den einen oder anderen Charakter wieder aus der Serie, den wir hier heute vorstellen werden. Aber an sich sind wir komplett getrennte Sachen. Guckt also da auf jeden Fall mal rein. Und das hat auf jeden Fall diesen etwas verlassenen, kargen, zivilisationsfernen Flair auf jeden Fall dabei, den wir auch so ein bisschen versucht haben einzufangen. Ja, ich bin gespannt. Es wird gleich losgehen mit dem Ganzen. Und ihr seid soweit in den Charakteren drin. Ihr seid da. Sehr gut. Oui. Ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wollen wir die Lebenspunkte dann einfach machen? Wir können die Lebenspunkte machen, auf jeden Fall. Ihr könnt schon mal, jetzt können wir für alle zeigen, wie es funktioniert und wie viel Stärke ihr habt. Denn ihr habt 20 plus Stärke, Wurf, Lebenspunkte. Da kannst du natürlich jetzt hochpokern. Wenn du eine 4 ziehst, kannst du direkt weitermachen. Und dann kannst du richtig. Okay, warte mal ganz kurz. Also wir haben jetzt was? Also wir haben die Stärke, wie viel man da hat? Nein, ihr würfelt auf Stärke. Wir machen es mal vor. Ja. Also, du hast 20 Lebenspunkte plus, und jetzt ziehst du mal auf Stärke. Du hast ja bei Stärke die 4. Und da darfst du jetzt eine Karte ziehen, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. In den Ofen. Oh. Und es ist eine 3. Damit hast du 23 Lebenspunkte. Ach so, das ist der Ober. Naja, gut, es hätte schlimmer sein können. Ne? Ist schon nicht schlecht. Verstehe. Ben, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe 6. Soll ich das einmal mischen? Nee, du kannst es gerne machen, aber mal bitte close auf seine Hände. Der Mann hat heute schon einen Stuhl zerstört. Er hat die Ärmel nach unten. Hier ist nichts. Ja, komm, nee, mach, lass. Du kannst es so. Hast du gesehen? Ja, ja, das sind die Fußballvereine. Da muss die Kamera drauf sein, ja. Sonst, so, wir können einen abheben. Wir machen das ganz ordentlich heute hier. So, sollen wir mal abheben? Ja, ich vertraue dir. Oh, eine 5. Das ist nicht schlecht. 25 Lebenspunkte. Babsi, wie läuft's bei dir? Ich habe da auch die 6. Oh, und die 24. Und bei dir sind es auch nochmal. Ich habe auch die 6. Auch nochmal die 6. Ja. Und auch 24 Lebenspunkte. Ihr startet natürlich alle mit vollen Lebenspunkten. Sollen wir die nochmal mischen, damit wir jetzt nicht Karten zählen? Nee, ich finde das spannend. Ihr könnt gerne Karten zählen. Okay. Ich finde das spannend, dieses kleine strategische Element, was wahrscheinlich überhaupt gar keine Rolle spielen wird. Nee. Aber trotzdem finde ich es interessant für alle Zocker da draußen, die da so ein bisschen Auge drauf haben. Ihr startet alle mit vollen Lebenspunkten und ja, normalerweise macht ihr, wenn ihr jetzt einfach zuschlagt, Stärke Schaden. Also wenn ihr jemanden ins Gesicht schlagt und auch trefft, dann könnt ihr einfach auf Stärke ziehen für euren Schaden. Und ansonsten, wenn ihr Waffen oder sowas in die Richtung habt, dann schauen wir uns das nochmal separat an, was ihr dann da so dabei habt. Ich habe jetzt einen Nahkampf zum Beispiel 8. Stärke habe ich jetzt 6. Wie würfle ich beim Bei Kampf
geht es generell darum, du ziehst auf Kampf, um zu treffen. Dabei musst du den Verteidigungswert des Verteidigers übertreffen. Das ist die Hälfte seines Kampfwerts. Also wenn du jetzt zum Beispiel Cherie schlagen würdest. Das würde ich nie tun. Aber nur für die Erklärung. Okay. Cherie hat Nahkampf. Vier. Ja. Die Hälfte davon ist ihr Verteidigungswert. Das heißt, du müsstest jetzt eine 2 oder höher ziehen, um sie zu treffen. Cherie. Oui. Das tut mir leid. Sie schlagen sie meine Liebe, nicht, Ben? Aber ich. Mir rutscht die Hand aus. Oh, no. Aber sehr präzise. Der Alkohol und Ach Gott, der Kummer und alles. Die Faust erst ballt sie sich in der Hosentasche und es dann. Das ist nicht eine gute Beispiel. Oh, vielleicht hat sie eine Mücke auf der Wange. Rette dich. Oh, ich hab, rette mich, der ist eine Mücke. So, ich denke, ich sehe irgendwie Karls Gesicht in dir und ich denke, und zack, es kommt. Oh, und du hast getroffen. Und es, und jetzt muss ich den Schaden machen. Und jetzt könntest du mit Stärke Schaden machen. Ja. Da habe ich eine 6. Und ich meine, in dem Moment, wo ich wirklich meine Finger in dein Gesicht graben sehe, tut es mir schon leid, aber ich mache trotzdem 5 Schaden. Oh. Hätte er verlängern müssen, weil es eine 8 war aus dem 8er Stapel? Oh, stimmt. Glaube ich, oder? War es eine 8? Eine 5. Also, Du hättest auch verlängern können. Dann machst du doppelten Schaden. Oh, nee, aber das will ich jetzt wirklich nicht. Okay, aber so wird es funktionieren. Ja, so wird es funktionieren. Okay. Und ihr könnt natürlich schauen. Ich werde wahrscheinlich auch manchmal so Würfe machen, wo ich einfach nur auf den höchsten Wert hat, falls irgendjemand was wahrnehmen ist. Und ansonsten habt ihr alle Rollenspielerfahrungen. Ne? Ich muss euch das ja nicht erklären, dass jetzt nicht, wenn ich sage, würfel mal auf Wahrnehmung, ob du was hörst, dass dann alle anderen drei auch sagen, oh, ich will auch bitte auf Wahrnehmung ziehen. Ich habe eine Frage. Ich habe noch einen Punkt über. Okay. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich ihn auf Dorfwissen, Zechen oder Wahrnehmung setze. Weil an sich sind alle drei für mich das Gleiche. Weil beim Zechen kann man gut zuhören und man kriegt alles mit. Beim Zechen kann man nicht unbedingt gut zuhören. Beim Zechen geht es darum, wie viel Alkohol hältst du aus. Ja, aber umso länger ich es aushalte, umso mehr kriege ich mit. Das kann, so kannst du natürlich jetzt in der Gesprächssituation kannst du argumentieren. Es geht aber auch darum, wenn du jetzt sagst, so, ja, ich will den unter den Tisch trinken. Ich will den so weich trinken, dass ich das Geheimnis aus ihm rauskriege. Dann würfelst du auf Zechen, ob du das schaffst, noch so klar bei Verstand zu sein. Oder auch einfach, wie sehr dich Alkoholgenuss einschränkt. Also ob du dann starke oder leichte Erschwernisse auf alles andere bekommst, wenn du Alkohol getrunken hast. Oh. Wie gesagt, Dorfwissen. Ja, aber wenn ich bin ungern ganz voll bei Dorfwissen, weil das ist dann das Wie du möchtest, ne? Das ist dein Ding. Du kennst dich auch einfach gut aus, ne? Und du kennst halt wirklich jeden Dorfbewohner, weißt, wer mit wem verwandt ist und du weißt auch, wer sein Fahrrad nicht abschließt und wo man auch mal schnell irgendwie den Autoschlüssel auf dem Reifen findet oder sowas. Ne? Das ist mich interessiert, ne? Das ist schon hilfreich, wenn du einfach weißt, wer im Dorf sowas treibt. Na gut, überredet. Wenn einer, dann du wahrscheinlich. Ne? Ja. Du kriegst ja alles mit in deinem Laden, ne? Vor allem, du hast ja auch einen guten Draht zu den Kindern eigentlich, ne? Die immer bei dir die Dinkelblätter holen und die Panini-Fußballsticker und so. Da kannst du schon mal ein bisschen bestechen. Ja, könnte ich, aber ich gucke da primär auf die Hände. Ungefähr wie bei dir auf die Hände, während du an den Karten dran bist. Also das sind auch schon alles kleine Gauner, die da einkaufen kommen. Also. Ja, man hört das immer wieder. Das sagen die bei mir im Laden auch, dass bei dir kann man relativ leichte Beute machen. Also wie viele weiße Mäuse Wer da sagt schon. Das denn? Also. Ja, Karl zum Beispiel, also der klaut sich sein Essen komplett zurecht bei dir da. Braucht er viele Blomben. Also ist gut zu wissen. Das ist sehr kritisch. Gut, die Charaktere stehen soweit. Wir machen jetzt noch eine ganz kleine Pause, dann geht's gleich los um 8 mit dem Abenteuer, mit dem eigentlichen Abenteuer. Keine Angst, falls ihr jetzt erst zugeschaltet habt, wir erklären alles Wichtige nochmal am Anfang. Aber die Charaktere stehen jetzt. Wir werden jetzt auch Fotos machen von den ganzen Charakterbögen und das Ganze online posten. Also da könnt ihr das Ganze auch nochmal in Ruhe nachlesen. Ansonsten ist alles sehr, sehr leicht zu verstehen. Wie gesagt, bei den Karten immer 4 oder höher ist Erfolg. Alles andere ist erstmal nicht so wichtig und alles andere erklären wir dann bei Zeiten. Und dann freue ich mich gleich, wenn ihr wieder hoffentlich mit dabei seid, wenn es losgeht mit dem großen Höllgrundabenteuer der Schützenverein. Bis gleich, wir sehen uns. Was macht ein so junger Mensch wie Sie in so einem Kaff? Irgendwo auf dem Land ein bisschen Frieden finden. Ist sie etwa tot? Das gibt's doch nicht. Also nicht bei uns hier. Ach, wer macht denn sowas? Ich habe irgendwie das Gefühl, alle im Dorf verheimlichen was. Und? Haben Sie den gefunden? Den Frieden?
Grüß Gott und herzlich willkommen bei uns hier in unserem Gasthaus in Höllgrund zu dieser Höllgrund-Geschichte. Ein Pen-and-Paper-Abend unter dem Hashtag Höllgrund natürlich bei mir am Tisch. Vier fantastische Spielerinnen und Spieler. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Linda aka Abaso. Hallo. Bonjour. Ja, hallo. Bonjour. Oh la la. Und Robin ist auch mit dabei. Robin. Hey. Robin und auch Nils ist mit dabei. Hallo, guten Tag. Schon genannt. Und Miriam, Miri. Grüß Gott. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid im ARD-Twitch-Stream, ARD-YouTube-Stream oder auf dem Rocket Beans TV-YouTube-Stream. Alle sind natürlich hier herzlich willkommen geheißen. Wir bewegen uns jetzt in das kleine Schwarzwälderdorf Höllgrund. Wir bewegen uns in die 90er Jahre. Unsere Handlung wird ungefähr eine Generation vor der Serie spielen. Da habt ihr gerade schon ein paar Impressionen gesehen. Falls ihr da mehr dazu sehen möchtet, dann könnt ihr euch die ab jetzt schon komplett anschauen. Alle Folgen seht ihr in der ARD-Mediathek. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Und unsere Serie, wie gesagt, eine Generation vor den Geschehnissen, aber vielleicht entdeckt ihr hier und da ein paar Parallelen. Es ist auf jeden Fall dasselbe Dorf. Unsere vier Spielerinnen und Spieler haben hier ihre Charaktere schon vor sich liegen auf diesen Zetteln. Die könnt ihr euch auch online nochmal anschauen. Ansonsten werden wir gleich im Abenteuer auch nochmal kurz auf euch eingehen, wer ihr denn so seid. Die haben wir gerade in der Pre-Show generiert und auch Regeln dazu gebaut. Denn beim Pen and Paper ist es so, ihr steht manchmal vor Herausforderungen und dann muss eine Probe geleistet werden. Und dafür habt ihr hier verschiedene Werte. Normalerweise würfelt man damit, aber da wir hier natürlich in einem echten Schwarzwälder Gasthaus sitzen, gehört natürlich auf jeden Fall dazu das Kartenspiel. Dafür haben wir hier in der Mitte 5 Kartenstapel. Und das funktioniert im Grunde genauso wie Würfeln, nur dass eben jetzt die gezogenen Karten die Augenzahl des Würfels bedeuten. Das heißt, bei unserem System ist es sehr simpel. Um eine Probe zu schaffen, muss man eine 4 oder höher ziehen. Und je nachdem, wie gut man diese Fähigkeit kann, desto größer ist der Würfel. Wenn Baso jetzt zum Beispiel eine Probe auf Gewandtheit ablegen möchte, also wenn sie zum Beispiel schnell rennen möchte, ja, dann hast du bei deiner Gewandtheit... Genau, da habe ich 3 Punkte drin. Das heißt, ich ziehe von dem 8er-Stapel, genau, muss 4 oder höher ziehen, damit es funktioniert überhaupt erstmal. Ja. Und habe jetzt eine 7 zum Beispiel. Eine 7 gezogen, damit hättest du es geschafft. Schlecht, ne? Ja. Wunderbar. Genau. Es ist alles sehr, sehr simpel. Ansonsten könnt ihr euch auch gerne beteiligen. Hashtag Höllgrund. Ihr werdet auch im Verlauf des Abends kleine Überraschung, vielleicht die Möglichkeit haben, hier und da mitzumachen. Haltet da auf jeden Fall die Augen offen. Ansonsten würde ich sagen, steigen wir direkt ein in unsere kleine Geschichte. Wir gehen zurück in die Mitte der 90er Jahre, in das kleine, verschlafene Dorf Höllgrund. Wir befinden uns an einem Sonntag und wir haben, bevor es losgeht, haben wir noch eine kleine Matz. Viel Spaß. Wir spielen ein Pen-and-Paper-Abenteuer. Ihr könnt euch das wie ein unglaublich freies Videospiel vorstellen, nur eben ohne Video. Ihr bewegt einen fiktiven Charakter durch seine Welt. All eure Sinneseindrücke übernimmt dabei der Spielleiter als Schnittstelle zu eurer Umgebung. Wenn ihr also wissen wollt, was ihr seht, hört oder schmeckt, dann fragt ihr ihn und er sagt es euch. Die Interpretation und Interaktion mit diesen Faktoren obliegt dann euch. Außerdem hat euer Charakter, ganz wie im Videospiel, auch Werte. Wenn ihr also wissen wollt, ob ihr zum Beispiel irgendwo raufklettern könnt, dann habt ihr einen Charakterbogen, auf dem das vermerkt ist. Falls ihr während des Abenteuers unsicher seid, ist das kein bisschen schlimm, denn dazu sitzt ja der Spielleiter mit am Tisch. Er sagt euch ohnehin immer, was es zu tun gibt und wie es getan werden müsste. Alles recht simpel also. Genau, vielen Dank. Dazu gibt es noch das kleine Zuschauervoting. Da werdet ihr ganz am Ende dazu aufgefordert, eure Stimme abzugeben. Achtet darauf, das werde ich dann nochmal genau erklären. Wenn es soweit ist, keine Angst. Aber jetzt tauchen wir ein in die Welt Höllgrund. Wir gehen in ein kleines, verschlafenes Dorf im Schwarzwald. Viele brave Bürger, die dort zusammen leben. Und heute an diesem Sonntag, natürlich völlig selbstverständlich, es gehört sich so schon immer, das war schon immer so, ist man sonntags natürlich im Gottesdienst. Und ganz besonders natürlich nach der Messe in Höllgrund hört ihr den Kirchenchor singen, der seit kurzem eine neue Solistin Theresa hat, die ganz zauberhaft ihr Kirchenchor solo singt. Und ihr sitzt dort auf den harten Holzbänken Höllgrunds, umgeben von eurer Gemeinde. Schaut euch um, ihr seht all die anderen Gesichter der Bürgerinnen und Bürger Höllgrunds. Viele davon kennt ihr beim Namen. Und ihr sitzt auch da und ihr seid alle Teil des örtlichen Schützenvereins. Ihr kennt einige um euch herum, alteingesessene Schützenvereinsmitglieder. Und ihr sitzt auch dort. Und ihr könnt ja mal beschreiben, wie sitzt ihr dort
während der Kirchenchor singt. Wie seht ihr aus? Wie nehmt ihr das Ganze auf? Und wie schaut ihr auf die Leute, die um euch sitzen? Babsi. Ich sitze da in meiner besten Bluse, Creme mit kleinem Blütenbesatz. Habe gerade den dicken Leopardenmantel tatsächlich abgelegt. Den finde ich sehr schick. Der liegt über meinem Schoß. Und ich sitze da neben meiner Mutter, die in klassischem Schwarz mit ihrem Blüschen da sitzt. Und wir gucken ganz andächtig nach vorne. Wir sitzen relativ in der Mitte, sodass wir einen guten Rundumblick doch auf unsere Dorfgemeinschaft haben. Und welche Rolle hast du im Dorf? Was machst du im Dorf? So? Im Dorf habe ich den Kiosk, den örtlichen. Und dort trifft man sich, dort kann man die besten Zigaretten im Dorf kaufen. Wir schlagen nichts auf. Wir haben natürlich auch Süßigkeiten für die Kinder. Wir haben was zu spielen. Wir haben schöne Sachen, die man sich ins Fenster stellen kann oder auf das Regal. Bei uns trifft man sich. Wir haben Zeitungen. Jeden Morgen kommt jemand vorbei. Wenn man den Blick schweifen lässt, sieht man, dass direkt hinter ihr Ben sitzt. Das ist völlig richtig. Das bin ich. Ich bin Benzinmann. Ich leite die örtliche Tankstelle. Aber das ist gerade nicht mein geistiges Thema. Ich sitze nämlich auf dieser Kirchenbank, lausche diesem andächtigen Gesang. Und vor mir, auf der Rückseite der Rückenlehne der Person vor mir, sehe ich noch den mit einem Messer eingeritzten Namen Linna. Und ich muss ein bisschen lächeln, weil als ich Konfirmandenunterricht hatte, war ich mit Linna zusammen und habe ihren Namen mit meinem Taschenmesser in diese Kirchenbank geritzt. Und ich muss ein bisschen lächeln, an die Vergangenheit denken, schweife ab und blicke mich im Kirchenschiff um und sehe zahlreiche Bänke, von denen ich weiß, dass ich dort andere Frauennamen hereingeritzt habe zu dieser Zeit. Und ich lächle in mich hinein und gucke, wen sehe ich noch von früher? Ah ja, da ist Annika, Katrin, Beate. Drifte so ein bisschen gedanklich ab, schwelge in Erinnerung. Und ansonsten arbeite ich an der Tankstelle, da ist auch eine Autowerkstatt angeschlossen, aber die ist derzeit nicht wirklich geöffnet, denn mein Mechaniker ist verschwunden. Alter Mann, Walter Mann. Und in dieser Tankstelle, die hat natürlich auch geöffnet, wenn die regulären Läden geschlossen haben. Wir haben in den 90ern noch Ladenöffnungszeiten, die gelten aber nicht für diese Tankstelle, sodass da auch immer ganz viele Leute zu mir kommen und auch auf dem Gespräch bleiben. Chiri und ich sind ab und zu mal auch bei einem kleinen Weinchen ja. Oder auch mal so einen kleinen Korn, den wir da mal genießen. Und da lungere ich rum. Der Geruch nach Benzin und ist mein Zuhause. Dein Blick schweift rum und du siehst einen Namen, den du noch nicht in deine Liste geritzt hast, nämlich Chiri. Mhm. Ja, Chiri ist ja zugezogen in das Dorf vor ungefähr 7 Jahren. Deswegen habe ich leider gar keine Familie, zu der ich mich zu diesem Anlass setzen kann. Deswegen habe ich mich versucht, so ein bisschen in die Nähe von Babsi zu setzen, meiner mittlerweile guten Freundin, wie ich das so empfinde. Und ich bin zwar schon so ein bisschen eingegliedert ins Dorf, ich versuche mich anzupassen, aber ich habe natürlich trotzdem meine französischen Wurzeln und bin dementsprechend auch ein bisschen schicker gekleidet vielleicht, ne? Hab so ein kleines Baret auf in Angedenken an meine Heimat, aber möchte mich natürlich auch sehr gerne eingliedern, deswegen versuche ich immer so ein bisschen den Anschluss zu finden bei der Babsi, die sich ja auch sehr gut auskennt im Dorf und trinke auch manchmal, ne, ein Weinchen oder ein bisschen was mit Ben, besuche ihn in seinem in deiner Tankstelle Ja, und auf der anderen Seite des Mittelgangs, etwas abseits, sitzt der gute Karl. Ja, ich sitze da mit meiner Mutter, die mich gezwungen hat, in die Kirche zu gehen. Eigentlich wollte ich nicht, aber alle gehen, also musste ich auch. Und ich blicke so ein bisschen nach unten auf den Boden und versuche so ein bisschen die Blicke in der Kirche auch zu ignorieren, die Leute zu ignorieren, weil da sitzt unter anderem Katharina, meine Ex-Freundin, die ich vor 10 Jahren einfach so verlassen habe, plus ihr Vater, der auch sauer ist auf mich, Ben, dem ich sehr viel Geld schulde, ja. Babsi, die auch schon weiß, dass ich wieder in der Stadt bin, das wissen manche noch nicht. Und die einzige Person, die mich eigentlich so ein bisschen interessiert, ist Chiri, weil Chiri ist die einzige, die ich noch nicht kenne. Ich bin so ein bisschen neugierig, was sie da macht. Aber ich will einfach nur, dass es rum ist und ich wieder gehen kann und mich diesen Leuten stellen muss, die mich alle nicht so mögen. Ihr lauscht alle andächtig diesem herrlichen engelsgleichen Gesang. Ihr denkt an eure eigenen persönlichen Probleme, Hoffnungen und träume, bis Theresa die letzte Note verklingen lässt in der Kirche von Höllgrund. Und der Pfarrer tritt noch einmal in die Mitte des Raumes und sagt:
Liebe Gemeinde, wir sind eine Gemeinschaft unter Gott. Und zu einer Gemeinschaft gehört es natürlich auch, verloren geglaubte Schafe wieder in unsere Gemeinschaft zurück einzuladen. Freunde, deren Namen wir vielleicht schon vergessen haben, wieder in unser Leben zu lassen und unser Herz zu öffnen für die, die vielleicht nicht so leicht Anschluss finden. Vielleicht haben es einige von euch schon mitbekommen. Eines unserer sogenannten Schäfchen ist vor kurzem zurückgekehrt. Der liebe Karl. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich noch, manche, wahrscheinlich die Jüngeren unter euch, haben vielleicht noch nie was von ihm gehört. Denn der Karl war vor 10 Jahren auch schon mal Teil dieser Gemeinde und saß hier wie ihr. Aber natürlich, in einer Gemeinschaft unter Gott sind wir ewige Gemeinschaft. Karl, möchtest du vielleicht noch ganz kurz nach vorne kommen und was sagen? Karl. Ach, Karl, Mensch, ich glaube, das ist gut. Hi. Ich glaube, das ist gut, Mensch, Karl. Hi. Steh doch mal auf, bitte, Karl. Ja. Hi. Ich bin Karl. Ich habe hier vor 10 Jahren gelebt. Ich komme hier eigentlich her. Ich war jetzt lange in Amerika. Das war sehr cool. Und jetzt bin ich wieder hier und für einige Zeit. Mal gucken, wie lange. Ja, danke. Ja, wenn er Geld braucht, kommt wieder nach Hause. Vielen Dank, Karl. Ich hoffe, dass wir alle ihn so schnell wieder in unser Herz einschließen können, wie er uns in sein Herz geschlossen hat. Aber es gibt noch eine weitere Ankündigung. Und dazu möchte ich unser Mitglied der Gemeinde, Hans, begrüßen. Hallo, Hans. Hans Huber, der Vorsitzende des Schützenvereins, ihr kennt ihn alle gut, schon seit ewigen Jahren führt er bei euch alle Sitzungen werden von ihm geleitet. Und es ist eigentlich gar nicht üblich für ihn, dass er so in die Öffentlichkeit geht. Ihr kennt ihn eigentlich als zurückgezogen und recht pragmatischen, traditionell bewussten Menschen, der seinen Platz gefunden hat. Und ihr seht ihn jetzt, er steht auf in seiner kompletten Tracht, den Hut in der Hand, den er nervös vor sich hin knetet. Und ja, danke. Er steht auf und geht in die Mitte, tritt vor den Altar. Danke. Ja, manche von euch haben es vielleicht schon gehört. Wollt jetzt einfach die Gelegenheit nutzen, um es auch hier vorm ganzen Dorf zu sagen. Und mit sofortiger Wirkung werde ich zurücktreten. Jesus, mon Dieu. Ein Raunen geht durch die Gemeinde, vor allem natürlich die Mitglieder des Schützenvereins drehen sich zu euch um, fragend. Das wollte ich nur sagen, dass ihr es... Und er setzt sich. Kann man seine Frau Rosi irgendwo, also Roswitha, kann man die sehen? Er setzt sich zu seiner Frau Roswitha, Rosi, und sie schaut ernst und legt ihm die Hand auf die Schulter. Und gerade du hast den Raum ganz gut im Blick, Karl auch. Ihr könnt beide mal bitte auf Wahrnehmung ziehen. Ihr habt beide die 10. Mhm. Du durfst schon stehen. Mal die 4. Knapp. Mhm. Ja. Dann die 5. Euch beiden, dir ein bisschen mehr, fällt auf, dass es unter den vielen überraschten Gesichtern im Raum ein Gesicht gibt, das nicht so überrascht ist. Mhm. Und das ist das Gesicht von eurem Schützenverein-Zeugwart Martin Vogler, der das Ganze eher gefasst aufnimmt. Der Pfarrer kommt wieder hervor und tritt an den Altar und sagt: Vielen Dank, Hans. Ich denke, wir alle sollten ihn in seiner Entscheidung unterstützen. Er war lange
ein wichtiges Mitglied unserer Gemeinde, vor allem in dieser Position. Aber ich denke, dass er seinen Dienst für die Gemeinde und für Gott auch weiter führen wird, egal in welcher Position. Nun, liebe Gemeinde, geht hin in Frieden. Ja, Murmel bricht mehr oder weniger sofort aus. Was hat das zu bedeuten? Was ist denn das? Und ja, hier und da stehen Leute auf, gehen, nehmen sich den Mantel und machen sich auf den Weg, um nochmal dem Pfarrer die Hand zu schütteln am Ausgang der Pforte. Cherie würde direkt so Babsi in der Nähe anstupsen. Mhm. Oh, mon Dieu, Babsi, ich verstehe gar nicht, warum muss er zurücktreten? Ich glaube, er macht das freiwillig. Dass er auch nichts durchblicken hat lassen. Ich weiß nicht, was da falsch läuft, aber das wird schon. Also, aber ich spreche mal mit Rosi, vielleicht geht es ihm nicht gut. Also wer weiß, vielleicht hat er was mit der... Oh. Ich dachte, vielleicht weißt du, weil du weißt immer alles im Dorf. Vielleicht ja, Hans ist ja auch schon... gefragt. Vielleicht, aber nee, wir gucken einfach. Ich frag mal Rosi. Mhm. Du drehst dich weg und während deines Gesprächs hat Rosi die Kirche verlassen. Oh. Hans und Rosi sind weg. Babsi, ich bin mir sicher, du kannst später noch mal mit ihr reden. Ja, es wird bestimmt noch mal eine brillante Gelegenheit geben. Klar, Cherie. Anton, Toni genannt, gesellt sich zur Aus. Er ist der Schießwart im Schützenverein und sagt... Ja, also, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, lass uns doch erstmal ins Gasthaus gehen und einen trinken, oder? Dann können wir das Ganze verarbeiten bei einer Gulaschsuppe, oder? Das klingt gut, Toni. Ja, Ben, nicht? Das werden harte Zeiten für den Schützenverein. Es ist ein Schock. Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Ich habe es nicht gekommen sehen. Ich habe es nicht vermutet, dass das passiert. Ist ja auch nicht von hier, aber naja. Ja, vielleicht, ich verstehe ihn auch nicht. Es ist durchaus üblich, dass man sonntags nach der Messe in den Gasthof geht. Und wenn ihr dorthin geht, dann findet ihr dort auch schon mehr oder weniger fast die komplette Gemeinde auch dort versammelt. Nur Hans und seine Familie ist nicht dort. Mhm. Und es gibt einen Stammplatz für die Schützenvereinsmitglieder. Da findet ihr auch schon Toni mit seiner Frau Gabi, die sich da schon zusammengesetzt haben. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch dort auch zusammensetzen. Ja. Ab an den Tisch. Ich komm mal mit, weil ich bin interessiert daran, wer Cherie so ist. Ich möchte mich einmal vorstellen. Hallo. Oh, bonjour. Ich bin Karl. Bonjour, ich bin Cherie. Ich glaube, dein Gesicht noch nicht gesehen in diesem Dorf. Ich bin erst 7 Jahre hier, aber ich glaube, ich kenne dich gar nicht, Karl. Ja, ich dich auch nicht. Ich bin vor 10 Jahren. Ja. Und jetzt bist du wieder hier? Du bist jetzt zurückgekommen? Bin ich erstmal wieder hier, ja. Oh. Oh. Ja, Gabi, hallo. Hallo, Karl. Ja, das war ja überraschend mit deiner Rückkehr. Das war auch überraschend, wie er weggegangen ist. Oh. Tja, das stimmt. Und dann so schnell dann doch in Schützenverein. Ich war früher, das war schon immer mein Ding. Und ich habe jetzt in Amerika auch so ein bisschen was gelernt. Mhm. Aber die Mitgliedsbeiträge sind nicht weniger geworden, ne? Was kostet das Ding jetzt inzwischen? 200 Mark. Pro Jahr? Für dich im Monat. Du, und bestell dir bitte ein Wasser. Du musst morgen früh die Tankstelle machen. Hab schon. Du hast morgen die 12-Stunden-Schicht. Und da musst du nüchtern sein. Also eher kein Alkohol heute. Nicht mal eine kleine? Cherie, nein, ich weiß. Oh. Nein, für ihn heute, er muss stocknüchtern sein. Das ist morgen eine ganz wichtige Schicht. Das ist die Montagsschicht. Richtig? Oh, okay. Montags müssen alle tanken. Sehr viele Kunden morgen? Sehr viele Kunden. Oh, okay, ich verstehe. Wir kriegen morgen die Gummibärchen. Die müssen eingeräumt werden. Oh, die kaufe ich sehr gerne bei dir. Ah, die sind aber auch, das sehe ich. Du kommst, ich freue mich immer, wenn du kommst. Ich habe eine Tüte für dich schon zurückgelegt. Oh, merci, Ben. Die habt ihr gar nicht in Frankreich, ne? Nein, bestimmt nicht. Manchmal ein bisschen. Ja. Ja, ja, jedenfalls. Ich räume die ein morgen. Es ist sehr wichtig auch, dass die eingeräumt werden. Ja, ich mach das. Die Gummibärchen. Ja, ui. Du hast recht. Und diese kleinen Kirschen, ne? Oh, oui, die kleine Kirschen. Cherie. Oh, Ben, du kennst mich so gut. Cherie, bei mir isst du nie die Kirschen. Also, die sind ja auch da. Ja, die sind aber auch völlig alt und hart da in deinem Glas drin, alt, oder was? Mindesthaltbarkeitsdatum ist noch da. Das ist alles noch fit. Die habe ich, als ich 12 war in dem Laden, waren die schon da drin. Du hast den ja 1:1 übernommen von der Sibylle. Ich habe einen neuen Aufsteller und ich habe das Lotto-Ding jetzt hübsch geputzt und da ist noch ein Schild dran.
Ja, aber was machen wir denn jetzt also mit Hans? Oh, oui. Also das hat's ja mit der Angst gegeben. Mhm. Also völlig aus dem Nichts. Ich war geschockt. Was soll das? Und wer soll es jetzt machen? Ich meine, das macht er ja auch schon seit Jahren. Also Jahrzehnte, möchte ich sagen. Ja, und dann so plötzlich... Also, ich mein, was sollen wir machen? In 5 Monaten ist Schützenfest? Das wirft jetzt alles über den Haufen. Was sollen wir denn dann machen? Vielleicht brauchen wir andere Dekorationen jetzt. Ach ja, Dekoration, Pippalapap, das ist doch... Oh, ich werde überlegen, vielleicht wir brauchen eine andere Tischdecke. Also, wer soll's denn jetzt machen? Ja, aber will er denn wirklich komplett auf? Wir wissen ja gar nicht, vielleicht ist es nur eine Laune. Also, Hans ist... Eine Laune, also so kenne ich Hans du nicht. Also, wenn der sich was vornimmt, dann steht er auch zu seinem Wort. Nee, da ist irgendwas im Argen. Der sah auch ganz bleich aus. Ja, ein bisschen um die Nase rum. Also, denkt ihr, der hat was? Ich wette, seine Frau steckt da mit drin. Oh. Die ist seit Jahren am Wettern, dass er zu viel Zeit im Schützenverein verbringt. Sie schien auch auf jeden Fall ganz davon überzeugt zu sein. Sie hat ja richtig... Ne? Also, ich kenne die Rosi noch von früher. Wir waren ja auch mal zusammen. Hm. Und da war die auch schon so ein Kontrollfreak. Ich habe die immer eher nett empfunden. Ja, nett, aber... kontrollierend. Oh, aber was sagt denn der Aktuelle dazu? Wo ist denn der Martin? Der Martin sitzt an einem anderen Tisch und unterhält sich gerade mit anderen aus dem Dorf. Okay. Martin ist der Zeugwart bei euch im Schützenverein. Ja. Ist auch mal wer kommt denn da jetzt in Frage? Da können wir ja mal eine Liste machen, wer kommt denn überhaupt in Frage? Also ich würde ja für dich stimmen, wenn du... Oh. Ja, aber ich habe ja noch gar nicht gesagt, dass ich das will. Und wieso? Ich wollte nur sagen, wenn du es willst. Nein, du wärst eine gute Wahl. Dankeschön. Also, ja. Nee, das kriegt er doch also hier mit der ganzen 24-Stunden-Tankstelle nebenbei. Das kriegst du. Ich habe doch jetzt den Karl als Aushilfe. Naja, und der ist morgen wieder weg. Wieso ist denn der morgen wieder weg? Naja. Oh. Ihr seht, in der Mitte des Gasthauses steht Martin auf mit einem Bierkrug in der Hand. Haben wir ja alle gehört, was passiert ist, und wir müssen natürlich schauen als Schützenverein, ne, wie wir das machen. Und es ist jetzt natürlich viele Gespräche im Raum gerade. Und die Frage ist natürlich vor allem, wer soll's machen? Wer soll der Nachfolger sein? Und ich wollte nur sagen, also bin jetzt schon lange im Schützenverein unterwegs und ich glaube, wir alle kennen uns schon gut. Natürlich, der Hans, das war wirklich ein Idol von mir. Ich finde, wie er den Schützenverein geleitet hat, das war unglaublich. Ich möchte aber sagen, dass ich mich durchaus auch zur Wahl stellen würde. Dementsprechend würde ich sagen, in einer Woche die Wahl zum Nachfolger des Schützenvereinsleiters. Und wie gesagt, ihr kennt mich, ihr könnt zu mir kommen, falls jemand Fragen hat. Ansonsten würde ich sagen, liebe Bürgerinnen und Bürger von Höllgrund, die nächste Runde geht auf mich. Ja? Oh, ja, nicht für Karl. Durch den Raum und alle nicken Prost. Und ja, Prost. Der Martin. Arroganter Fatzke, ich mochte den noch nie. Oh. Ja, vor allem, wie will er das machen? Der ist dieses Jahr Schützenkönig. Das kann er sich doch gar nicht leisten. Kann er nicht? Wäre er nicht eine gute Wahl? Der ist Filialleiter von der Kasse, das weißt du doch. Und ich meine, er verdient nicht schlecht. Also könnte er vielleicht, ich weiß nicht, was er gespart hat. Also mir ist vorhin aufgefallen, in der Kirche, als Hans das angekündigt hat, hat Martin gar nicht reagiert. Er wusste das schon. Vielleicht steckt er auch dahinter. Das glaube ich auch. Mhm. Du meinst, das war jetzt alles eine Masche von ihm oder was? Ein Putschversuch. Eine Peach-Versuch? Was ist das? Eine Putsch? Wir trinken einen Putsch. In Deutschland sagen wir Putsch, wenn jetzt Jacques Chirac morgen Jacques Chirac? Vom Balkon en Chance du die See geschubst wird. Oh, eine Putschversuch. Ja, oh oui. Dankeschön, Ben, für eure Erklärung. Putschversuch kann man aber auch sagen hier, wenn Silvester wieder versucht wird, so ein Punschversuch. Wie du letztes Jahr, als wir alle. Oui, ich verstehe. Da kriegst du einmal gratis Alkohol und dann sagst du nicht immer danke. Gut. Na gut, was ist jetzt, Martin, Leute? Wir wollen nicht, dass er übernimmt den Schützenverein, ne? Hey, du, ich vertraue dem auch nicht. Okay. Ja, wer soll sonst machen? Naja. Babsi, vielleicht kannst du machen. Ich hab den Laden, das kriege ich doch gar nicht hin. Und die Reise nach Paris mit dir, das wird alles. Wir müssen nach Paris, du kannst nicht machen. Aber das läuft doch sowieso nicht mehr so gut, der Laden. Seitdem wolltest du den nicht sowieso aufgeben? Natürlich wollte ich den nicht aufgeben. Seitdem wir hier mit Lotto ganz groß im Kurs sind, ist das alles doch super. Kommen doch alle immer vorbei. Ich habe auch schon eine Lotto gespielt. Es ist sehr gut. Ja? Ja, Nick, du sollst auch versuchen. Hast du was gewonnen? Nein, noch nicht, aber ich kann noch immer versuchen. Ah.
Morgen wieder. Gerne, gerne. Oui. So, das wäre dann Bier. Oh. Einmal bitte schön. Hier war Wasser, ja? Ein Wasser, natürlich. Oh, Gulaschsuppe. Oh, und den Schweinebraten. Sag mal her. Oh, das riecht ja gut. Natürlich den kleinen Salat. Oh, merci. Natürlich bitte. Und den Schweinebraten. Merci, oh meine Salat. Ich habe schon darauf... Oh, Salat. Ich liebe Salat. Gut. Wer will den Salat von mir? Ich nehme auch einen Salat. Salat ist eine sehr beliebte Speise in Frankreich. In Frankreich, auch. Ne? Ja, oui. Wir essen immer Salat, morgens, mittags. Ist ja auch, glaube ich, ein französisches Wort. Oui, oui, Salat. Salat. Ist, ja, oui. Und Escargot habe ich gelesen. Ah, oui, oui. Wenn wir in Frankreich gehen zusammen, wir versuchen diese. Also ich weiß nicht, ob ich Schnecken essen will. Ah, doch, du kannst gerne versuchen. Es ist sehr gut, es ist sehr schleimig, vitaminreich. Du wirst es lieben. Glaube mir. Babsi, wir schaffen das. Josef, er arbeitet in der lokalen Schlachterei, kommt mit seiner Tochter an den Tisch und meint, ah, Karl, was? Setz dich neben dich. Schön, dich mal wieder zu sehen. Lang ist's her. Ja. Hat sich einiges verändert in 10 Jahren. Ja, ich sehe schon ein bisschen Haare im Gesicht. Ja. Mhm. Wie geht's dir? Bist du immer noch gut? Ja, hat sich... So viel dann doch nicht verändert, was? Na, hast du was erlebt in den USA? Ja, viel. Mhm. Viel. Jetzt bist du wieder da, glaubst du, kommst ja einfach zurück? Bist du wieder Teil davon, oder was? Teil von Höllbrund? War ja schon immer Teil davon. Bin ja jetzt auch hier. Niemand hat sich an den Tisch eingeladen. Oh, Babsi. Er hat sich schon einfach dazugesetzt, muss man sagen. Wir hatten uns gerade unterhalten, deswegen. Oui, ich muss auch Karl noch kennenlernen, weil ich kannte ihn ja auch noch gar nicht. Ja, da gibt es aber auch nicht so viel kennenzulernen, ehrlich gesagt. Oh. Nein. Seine Tochter steht neben dir. Was hast du in den USA gemacht? Ich habe gelebt. Ich habe viel Zeit im Casino verbracht. Warst du bei der NASA? Nee. Leider nicht. Oh. Hm. Weil ich will Astronautin werden. Das finde ich, sehr cool. Mach das mal an. Und warum bist du wieder zurückgekommen? Geld war alle. Oh. Hm. Ah, und dafür ist Höllgrund dann gut genug, oder wie? Ja, Miete ist billig bei meiner Mutter. Oh. Na dann. Aber ich weiß nicht, also ich bin jetzt auch gerade schon an dem neuesten Ding dran. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt. Es ist eine Sache, die wollte ich euch noch vorstellen. Beanie Babies. Ich habe ein paar. Und wenn ihr, also die kosten ein paar hundert Euro Mark mir gibt, dann sind so kleine Kuscheltiere. Und dabei jedes ist quasi selten. Und die werden mehr wert in den nächsten Jahren, das verspreche ich euch. So wie bei den Kuscheltieren mit dem Knopf. Also auch du, wenn du hast in der Schlachterei ein bisschen Geld. Ja, dann schau mal, ob du wieder einen Trottel findest, der dir dafür Geld gibt, oder? Also da muss man ja nicht... Hey! Oh, mon Dieu. Nur weil ich einmal großzügig war, keine Sorge, die Lektion habe ich gelernt. Sei nicht böse auf den Boten, die Nachricht ist das Schlimme. Ja, großzügig, da kannst du dein Geld genauso einen Berg runterschmeißen. Also die könntest du auch bei dir im Laden verkaufen. Ich glaube, die Leute... Du, ich schmeiß dich gleich mal den Berg runter. Ja? Ben. Kuscheltiere, bitte. Aber ich lasse mir sowas nicht bieten von dem... Ich verstehe. Vielleicht bei Deko. Du kennst ihn ja nicht, du bist noch neu im Ort, aber... Du warst früher schon so eine miese Type. Wie, was meinst du mit miese Type? Ja, auf dem Schulhof, wo du da die Milchpacks immer abgezogen hast von den Leuten. Glaubst du, ich hab das nicht mitbekommen oder was? Na, haben wir jetzt ein Problem, oder was? Ja, wir haben schon lange ein Problem, mein Freund, und das wird bald mal gelöst. Ja, wie wird's gelöst? Ja, will ich mal sehen, was du gelöst kriegst. Ja, können wir... Geld kriegst du nicht zurück. Kannst du auf deine Leute aufpassen, die hier die Leute zurücklassen? Was hat er damit gemacht mit der Katharina? Na, einfach so sitzen gelassen. Das ist meine Schuld, oder was? Du weißt genau, wie gut ich mich um Katharina gekümmert hatte, als er weg war. Was hast du gesagt? Ja, Mann. Du Lustmolch! Mach dich hier an die Kinder ran! Sie ist zu mir gekommen! Sie ist zu mir gekommen! Das ist nicht dein... Das nimmst du zurück. Warum soll ich das denn zurücknehmen, Tanja, ha? Geh mal raus spielen gerade. Geh mal raus spielen. Was? Du bist der Ältere, du hättest dann sagen müssen, nein. Katharina, das mache ich nicht. Warum hätte ich das denn sagen müssen? Sie kam doch zu mir, meine Güte. Sie ist alt genug, um Eigenentscheidungen zu treffen. Das lässt du machen, oder was? Dass er mit deiner Katharina rummachst, hä? Ach. So ein Mann bist du. Ich war ja nicht da. Wisst ihr was, wenn es so ist, kannst du direkt rückgehen nach in die USA. Ja, von welchem Geld denn? Leihst du ihm diesmal was, oder wie? Oder du hast ja nichts, ne? Wie bitte? Ja, wer nichts hat, kann auch nichts verleihen. Mhm.
Ich kann verleihen, aber an Leute, die es auch verdienen und nicht an irgendeinen dahergelaufenen. Ja, da muss ich dir recht geben. Verdient hast du es wirklich nicht. Und er steht auf und geht. Oh. Das war ein bisschen itzig. Die Stimmung ist jetzt im Eimer, ja. Oh, in Eimer, oh. Ich habe mich da so drauf gefreut heute am Sonntag. Und jetzt erst die Geschichte hier mit Hans und dann... Ah, oui. Ihr merkt auch, wie die Stimmung im Gasthaus, also alle haben zu euch geschaut natürlich und jetzt natürlich das Tuscheln. Und es scharen sich immer mehr Leute um Martin und man berät sich. Katharina auch. Also. Ja, ist halt so passiert, die war... Er hat arme Dinge in Tränen aufgelöst. Er war ein bisschen einsam vielleicht auch. Naja, sie auch? Oui, sie haben einfach zueinander gefunden, ja, in Liebe. Du bist doch erwachsen. Okay, schön. Ja, sie nicht, oder was? Naja, der Unterschied ist schon gewaltig. Mir möchte ich sein gar nicht bewusst, wie groß der Unterschied ist. 20 Jahre sind das locker. Ja, gut. Oh, 20? Ja, man sagt doch durch 2 plus 7 und... Einem oh. Sinn, naja, super. Mon Dieu. Kurze bitte. Für mich auch. Nein, nur... Ich brauche einen. Hast du schon mal probiert, so einen Korn? Oui, oui, bei dir. Wir haben schon mal zusammen getrunken. Hat dir nicht geschmeckt? Oh, oui, es ist okay. Ich kann mich dran gewöhnen. Ja, sag ich doch. Dann bestell mal einen. Aber ich brauche jetzt eine. Es war sehr itzig hier. Ja, dann einmal 5 kurze, bitte. Merci, merci. Vergelt's gut. Mein Name. So, den, möchtest du? Was? Ja, komm, du kannst es ab. Brauchen wir einen neuen Präsidenten? Was kommt als nächstes? Helmut Kohl? Oh. Ja. Erstmal auf Hans, oder? Oh, oui, auf Hans. Auf Hans. Auf Hans. Ja, auch manche um euch herum. Ja, auf oui, Hans. Auf, ja. Hans. Auf Hans! Auf Hans! Oui, oui. Er war ein guter Mann, solange er war bei. Er noch lebt er, ja. Er hat auch, ja, aber er hat immer meine Dekoration, er hat sehr gemocht. Meine Farbwahl, er war immer sehr zufrieden. Ja, er war sehr modebewusst. Ja, oui, oui, oui. Naja, also ich finde ja, dass der Martin eigentlich schon ganz gut ist. Ich meine, er ist Schützenkönig, hat sich lange verdient gemacht für den Schützenverein. Also ja, aber das mit dem Schützenkönig... Ach, Ben, jetzt nicht mit der alten Geschichte. Naja, er war nicht dran. Ben, jetzt lass es doch auch mal ruhen. Da haben wir doch jetzt wirklich 100-mal schon drüber gesprochen. Ja, aber das macht's doch nicht besser. Mensch, du hast dich damals getäuscht, du hast ein bisschen was getrunken, du hast dich geirrt. Jetzt ist aber auch gut. Wir hatten klare Regeln, wir haben abgemacht, ich bin dieses Jahr dran. Und das wusste auch Martin. Und wo ist denn der Ehrenkodex geblieben? Früher hätte es sowas nicht gegeben und jetzt tritt Hans zurück und der Martin, nachdem er sich da die Regentschaft ermogelt hat oder erkauft hat. Ben, du hast die 7 geschossen und das war eindeutig. Ja, mein Gott. Also, da müssen wir doch jetzt auch nicht rumdiskutieren. Ja, dann schießt man danach halt die 5, wenn man weiß, ich bin dran als König. Ach Mensch, das war doch eindeutig. Mensch, die Babs hat doch selber die Karten ausgezählt. Ich habe geguckt, das war eindeutig eine 7 und eine 5. Was willst du machen? Ja, aber dass du ein Auge auf den Martin geworfen hast, das ist jetzt ja auch nichts also Neues. Also bitte, das würde ich der Ilse niemals antun. Dir ist Ilse doch völlig egal. Nein, ihm ist Ilse völlig egal, sonst würde Ilse nicht immer heulen bei mir stehen. Er weiß nicht mehr, wer Ilse ist. Ilse ist die Mutter von Katharina. Ja, und? Das, als ob der das noch weiß. Wie oft die bei mir stand. Der, weißt der du, wie die sich Sorgen gemacht hat um das Kind? Ja. Tut mir leid. Tatsächlich ist sie auch im Raum. Katharina ist im Raum, sitzt am Tisch von Martin und sie steht auf und geht schnurstracks an dir vorbei zur Tür. Ja. Armes Ding. Oh, vielleicht hat sie gehört uns. Wir waren ein bisschen laut an unsere Tische. Er hat ja wirklich das Herz gebrochen. Ui. Das war eine ganz unangenehme Geschichte. Oh, er hat uns ja alle sitzen lassen hier. Oh. Selbst seine eigene Mutter. Aber er ist zurückgekommen wieder. Vielleicht er macht alles wieder gut. Auch? No? Ja, aber er ist ja nicht aus freien Stücken zurückgekommen. Oh. Ne? Sondern weil ihm das Geld ausgegangen ist. Geld, was ihm gar nicht gehörte. Satir gehört. Ja, das ist mein Geld. Aber ich zahl's ja auch wieder zurück. Ja, du zahlst mir das zurück. Ja, ich zahle dir das zurück. Ich zahle dir das zurück. Ja. Mit Zinsen. Dann sag doch nicht immer, mal gucken, wie lange du bleibst. Ja, weil wenn du mir das Geld zurückzahlen willst, dann kann ich dir ganz genau sagen, wie lange du bleibst. Nämlich bis an dein Lebensende, mein Freund. Wenn das mit den Beanie Babies richtig abgeht, dann hast du dein Geld mal 2 zurück. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Das kommt. Das kommt, das kommt. Bei den Diddleblättern haben sie das Gleiche gesagt. Die Kinder kaufen, aber vor einem Block wirst du nicht reich. Das kommt. Ich hab da alles rein investiert, das kommt. Vielleicht wir müssen nur mal ein bisschen glauben an Karl. Er braucht auch ein bisschen Unterstützung. Danke. Er ist doch hier bei euch geboren, in dem Dorf auch. Ihr müsst doch ein bisschen auch mit den Erz mal überlegen.
ja, ein bisschen unterstützen. Meine Liebe. Wir müssen uns ein bisschen entgegenkommen auch an diesem Tisch, in diesem Verein. Wir sind zusammen, ihr. Wir müssen zusammen arbeiten. Ich räume ja schon die Gummibärchen ein. Oui, er gibt auch seine beste Bestätigung. Ach, Chérie, du bist immer die Brandsalbe auf meinen tiefen Wunden. Das muss ich wirklich sagen. Wie du mich immer wieder besänftigen kannst. Ich versuche meine beste Band. Wir sind ein Verein auch, oder? Wir müssen ein bisschen auch ein Verein, das stimmt, ja. Oui. Wir haben auch wichtige Entscheidungen vor uns. Ja, da hast du völlig recht. Ja, wir müssen zusammen. Vielleicht solltest du Präsidentin werden. Oh, no, ich kann nicht. Das ist zu viel Verantwortung. Ich kenne mich schon gut aus in den Dorf, aber noch nicht so gut. Ja, das ich stimmt, lehne, natürlich. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, Ben. Aber ich lehne ein bisschen ab. Also, Ben, wenn ich es irgendwie ein bisschen wieder gut machen kann, indem ich für dich stimme, würde ich sofort für dich stimmen. Das wäre ein guter Anfang, tatsächlich. Also, wenn nur der Martin nicht wäre, alle anderen nur der Martin nicht. Ich würde selbst ja dir meine Stimme geben, aber... Was haltet ihr denn von dem Typen? Ich weiß nicht. Karl hat gesagt, er war gar nicht überrascht ein bisschen. Ja. Es ist mir nicht aufgefallen, aber ich glaube das. Hans ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ja, also die Rolle hast du, bis du stirbst. Ja, ich habe auch gedacht, wir tragen den raus. Oh. Naja, ich meine, ihr wisst ja, wie es läuft im Dorf. Ne? Also der Vereinsleiter ist ja die letzten, seit immer eigentlich auch Bürgermeister geworden. Ja, nee, das müssen wir jetzt, verhindern. Der kann doch jetzt nicht Schützen, ja. König, Präsident und Bürgermeister machen. Ja, aber normal, also du warst ja immer. Ich sag ja nur, wie es immer war. Jeder Bürgermeister war davor auch schon Vereinsleiter beim Schützenverein. So ist es nun mal. So sind die Dinge hier in Hölk und eben, ja? Und jetzt tritt er zurück? Das gab's ja noch nie. Also ich kann mich nicht erinnern. No. Ben, weißt du, da gab es sowas schon. Also, nee, also jetzt in der Form, jetzt, wir hatten da einmal die Situation, als einer von uns mit meinem Geld einfach nach Amerika geflogen ist, das war ähnlich einzuordnen, aber jetzt, wo du sagst, das ist all die Jahre nicht passiert, aber ist mal, also ist jetzt nur noch mal zum Verständnis, ist der Hans jetzt als Schützenpräsident und Bürgermeister zurückgetreten oder wie? Nein, nein, aber Vorsitzender des Schützenvereins, ja. Aber naja, ich sag mal so, das ist ja in der Regel der erste Schritt dann zum Bürgermeister, wenn dann irgendwann mal die Wahl ansteht, ja. Also meint ihr, das ist nur der erste Schritt in einem langen Plan jetzt von ihm? Er will der Bürgermeister werden? Was sagt denn der jetzige Bürgermeister dazu? Namens? Hans. Nee, Hans ist nicht Bürgermeister. Hans war bis gerade eben der Vorsitzende des Schützenvereins. Mhm. Der Bürgermeister ist der Ludwig. Der Ludwig? Ja. Also der muss ja schon mit den Knien schlottern. Wie alt ist denn der Ludwig überhaupt? Der Ludwig ist... Der Ludwig ist 60. 60? Wow. Ja, das ist ein stolzes Alter, ne? 60. Ja. Aber es muss einen Grund haben, warum Martin direkt der Leiter werden will von den Schützenvereinen. Es muss einen Grund haben. Oder? Warum will er direkt? Er will den Ruhm haben? Es ist auch ganz schön viel Arbeit, so ist ja nicht, ne? Also du musst ja schon alles planen und immer an jeder Vereinssitzung nimmst du teil. Oui. Also und dann musst du den Zug abnehmen, das ist halt schon, Alter. Also ganz kurz mal, Leute, da ist noch irgendwas faul. Also fassen wir nochmal zusammen. Es war klar abgesprochen, ich werde dieses Jahr schützen. Oui, ja, Ben. Ich sag ja nur, das war der Ehrenkodex, das haben wir immer schon so gemacht. Und auf einmal wird Martin Schützenkönig. So, dann tritt Hans zurück und Martin bewirbt sich noch am selben Nachmittag um diesen Posten. Das ist, und dann will er auch noch Bürgermeister werden. Das wissen wir ja nicht. Also ich bitte euch. Er war nicht überrascht. So, du kannst ja sagen, was du willst über Karl. Und in der Regel stimmt das auch. Aber eine gute Beobachtungsgabe hat er. Oui, er hat es erkannt. Da ist ein Zusammenhang, den wir noch nicht sehen. Ein Zusammenhang. Ben, wir müssen vielleicht... Ich würde mal kurz austreten, wenn ich darf. Aus dem Verein? Da kannst du doch nicht mal eben austreten und wieder... Was ist denn das? Eine Rolle mache, einmal auf dem Abort. Ach so, ja, gut. Sie müssen für kleine Mädchen was. Pudern. Ja, gut. Ich würde gerne einmal aufstehen und rausgehen, gucken, ob ich das Katharinchen noch irgendwo draußen sehe. Nein. Die ist so weit weg. Nee. Du stehst auf, aber was dir auffällt, du lässt deinen Blick mal so ein bisschen über den Raum schweifen und es ist geselliges Treiben, vor allem an Martins Tisch ist viel los und wirklich auch fast der ganze Schützenverein hat sich schon um ihn geschart und man redet und ah ja, hier so ein bisschen. Dir fällt aber auf der anderen Seite ganz alleine sitzt Luise, die glaube ich schon ihren fünften Clan schluckt. Luise war? Das war eine Bäuerin, die hat einen Bauernhof im Waldrand. Und die sitzt ganz alleine für sich da und
Dann würde ich einmal auf den Abort gehen und auf dem Rückweg, wenn ich darf, bei ihr vorbeischauen. Ja, genau. Ja, also du kannst an ihr vorbeischauen. Sie schaut vor sich und äxt einen nach dem anderen. Ach, die ist hier ein Teil meiner Runde. Ach, ja, was soll's? Ja, die steht auf und sie fängt so an, dich unbeholfen zu umarmen. Ja, ich setz mich zu euch. Ja, fein, komm mal rüber hier, ein bisschen Gesellschaft. Mach das Trinken nicht so langweilig. Und sie kommt an und schleppt eine halb besoffene Luise mit sich an, die neben ihr zwischen euch auf der Bank ploppt. Ach, ich weiß nicht. Luischen, hast du gestern wieder kein Glück bei der Ziehung? Ach, ist doch alles scheiße. Ich weiß doch auch nicht weiter. Und jetzt mit dem Martin, das ist... was ist doch egal jetzt? Luise, jetzt red doch, was ist los? Was liegt dir auf dem Herzen? Ach, du bist doch der alte Hof. Das ist doch gut, ganz viel Äcker, ganz viel Land. Ja, aber ich hab das Geld nicht, ich kann nichts machen. Das ist jetzt halt schon immer in meiner Familie gewesen und jetzt hab ich einen Hof. Und jetzt ich hab ja von Martin diesen verdammten Kredit und jetzt hat er den ganzen Hof gepachtet und ich hab kein Geld noch, was zu kaufen. Ich weiß nicht, was ich machen sollte. Ich weiß nicht, warum. Das ist mein Hof. Was jetzt, Martin, will dir den Hof wegnehmen? Du hast doch meinen Vater noch gekannt. Ja, natürlich. Er hat doch den Hof gehabt. Und jetzt hab ich den Hof. Und jetzt, ich kann nichts machen. Ja, wie, du kannst ich kann mir nichts kaufen. Der bricht auseinander. Ich kann nichts. Kannst du einen Kredit nehmen? Der Martin, die Zinsen, was hat er gegen mich? Der Martin, er macht eine, was macht er, eine krumme Sache vielleicht? Du, das klingt verdammt krumm. Aber Luise, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Also, hast den Hof von Erwin übernommen, das wissen wir natürlich. Dein Gott, hab ihn selig, dein Vater, er war ein guter Mann, ein hart arbeitender, guter Mann. Und ich mach alles kaputt. Ja, aber Luise, ist denn da passiert? Es wird alles gut. Der ruiniert mir den Hof. Oh, den Hof? Ich verstehe das, wir Luise. Wir können ihn nicht so lassen. Wir müssen ihn helfen. Der muss dir doch zurückgeben. Ich meine, das Ding ist doch noch was wert. Allein die Fläche. Der Baumbestand da drauf, das ist doch was wert. Ich weiß es ja auch nicht. Das geht doch nicht. No. Jetzt bring doch noch mal einen Klaren hier, das gibt's doch nicht. Wir können die Frau doch nicht so in ihrem Kummer ersaufen lassen. Es ist schrecklich. Ja. Aber wieso, ich verstehe nicht, wieso macht Martin? Ich hab gedacht, in eine Dorf, wir müssen uns alle... Naja, ist halt auch Filialleiter, vielleicht gibt das davor irgendwelche Sachen, die... Ich komm morgen wieder vorbei, ich kaufe mir wieder die Lose. Ja, kannst für die Mittwochsziehung, die Samstagsziehung... Und dann gewinne ich, und dann ist alles in Ordnung. Und dann kaufe ich den Hof zurück, und dann kaufe ich alles. Und dann ist alles in Ordnung, ja. Guinea-Babys. Oh, Karl, ich weiß nicht, ob ein guter Moment ist gerade mit den Babys. Ich glaube, die schläft ein. Ich glaube, sie ist schon eingeschlafen. Ja. Luise? Da schlägt mal mein Jäckchen drüber. Ui. Ja, die arme aber Frau. Oh, Vorsicht, ihr geht gar nicht gut. Hauptsache, das Glas ist nicht umgefallen. Gut, aber es kann doch nicht sein, dass dies passiert in unserem Dorf. Ich weiß, das ist in Paris etwas anders. Etwas sanfter hier bei uns in Höllgrund. Es ist ein bisschen Art hier. Ja, es ist schon ein bisschen eine Ellbogengesellschaft auch. Ja, es tut mir leid, ich hatte versucht, dich davor zu schützen, aber jetzt siehst du das in vollster Vollendung, diese Brutalität von Martin. Aber also, das kommt ja immer mehr dazu. Also erst der Schützenkönig, dann der Präsident, dann Bürgermeister und jetzt will er auch noch der arme Luise den Hof klauen. Also ich habe das schon vermutet. Die kommt seit Wochen zu mir und zieht lose noch und nöcher. Ich will helfen. Du? Ich habe als Kind immer beim Kühlmelken geholfen. Oh? Willst du jetzt nach Hause fahren, ins Bett legen oder? Nein, ich will helfen, dass sie ihren Hof behalten kann. Also der Einzige, den du richtig gemolken hast, war wohl ich, ne? Oh, deswegen, ich kenne mich aus. Das war krass. Nimm nicht persönlich. Du hast dafür gar keine Zeit für. Also, du hast morgen die 12-Stunden-Schicht. Oui. Wir arbeiten daran, Ben. Wir arbeiten. Wir machen, es tut mir leid. Das ist mein Temperament. Ich verstehe das, Ben. Es ist schwierig, einen. Die Gemeinschaft im Gasthaus löst sich so ein bisschen auf. Einige nehmen ihre Jacken, gehen. Es kommt noch mal mit
Mantel der Anton bei euch vorbei und sagt, ja, also, wir haben jetzt ja, gesagt, wir machen eine Liste. Oui. Und da schreibt sich dann jeder drauf, bis nächste Woche. Babsi, kannst du's? Na, also ich kann draufschreiben, dass ich für jemanden stimme. Aber was mit dir, Toni? Also na, dass du so ein bisschen die Liste machst. Also, dass man's, ich habe jetzt gesagt, die können zu dir kommen. Ja, ich leg die aus, das geht schon raus. Genau, dann machst du die Liste und dann nächste Woche, einfach am Sonntag, nach dem Gottesdienst, dann stimmen wir ab. Gut. Und dann haben wir's. Martin kann's drauf eintragen. Und ansonsten haben wir gerade eigentlich keine Kandidaten. Also du wirklich nicht? Aktuell nicht, müssen wir schauen. Max, was den Schießbar gut. Ja, also einer... müssen wir schauen. Wir können nicht den Martin den Sieg einfach so aushändigen. Wir müssen noch irgendeinen Gegenkandidaten aufstellen. Oui? Na, wo müssen wir? Also ich meine... Selbstverständlich, nach dem, was wir hier gerade rausgefunden haben. Na, wer ist denn die noch an Schulden hat? Die ist doch gerade nicht, also... Denkst du, der Martin macht das aus bösem Grund, oder was? Steckst du mit dem unter einer Decke, oder was? Oh, nein. Warum soll ich denn mit dem Martin... Was? Hast du eine Affäre mit dem? Ew. Nee. Ja, aber warum verteidigst du dann die Sau? Du treibst denn hier durch, wie eine Sau durchs Dorf, das machst du. Ich hab vieles getrieben in diesem Dorf, aber nicht Martin. Und auch wie eine Sau, aber das ist aber nicht in Ordnung. Du kannst nicht einfach sagen, der Martin hat jetzt schon echt seit Jahren im Schützenverein gearbeitet und gelebt. Nur weil du dich einmal übervorteilt fühlst, weil du kein Schützenkönig geworden bist, weil du daneben geschossen hast. Das ist eine uralte Tradition, die der gebrochen hat. Und jetzt bricht er der Luise das Herz. Oh. Okay, aber wenn ihr ihn als Bürgermeister wollt, dann... Ja, meine Liebe. Ben, vielleicht möchtest du dich eintragen lassen in die Liste. Ich weiß nicht, ich habe. Wenn du nicht Schützenkönig sein kannst, du kannst Vereinsleiter vielleicht. Ja. Vielleicht wärst du gut. Ich meine, du hast sehr viel zu tun mit den Tankstellen und den Autoreparationen. Ja, aber Karl hilft dir vielleicht ein bisschen und du hast mehr Karl Zeit. Karl hilft, der macht das ganz gut. Ich bin auch dafür, dass du das machst. Oui, wir unterstützen dich beide. Und sei es nur, eine Stimme von dem uns. In die Suppe zu spucken. Oui? Aber dann brauche ich eure Unterstützung, auch deine. Dann hörst du aber auf, meine Kundschaft abzuwerben, okay? Die Kundschaft entscheidet selbst, wo sie kaufen will. Vielleicht solltest du an deiner Ware mal ein bisschen feilen. Dann entscheidet auch jeder selbst, wo er irgendwie sein Kreuzchen macht. Sollst du den Namen drauf tun? Jetzt tu meinen Namen da drauf. Oui, oui, oui. Ich brauche noch einen klaren, bitte. Ja, Clara wird gereicht. Ja, Karl, du nicht alle. Das, nimm du mal den von Karl. Oui, oui, ich trinke beide. Oui. Prost, Leute. Prost. Ja, also das Gasthaus leert sich. Es ist Mittag, Nachmittag, sowas. Und ja, ihr seid frei zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr noch was zu tun habt mit dem Tag, aber ansonsten, wie ihr möchtet. Ich muss auch Gummibärchen einräumen. Ja. Mal vorbereiten für morgen. Ja, ich gehe auch noch mal zur Tankstelle. Ich muss da auch noch mal an die Buchhaltung ran. Mhm. Gut, okay. Gerne. Von mir aus, ihr trennt euch, ihr beiden geht zur Tankstelle. Was macht ihr ansonsten so? Es ist Sonntag, der Laden ist zu. Ich würde eine große Runde durchs Dorf gehen. Mhm. Ja, wenn Babsi da nichts dagegen hat, würde Cherie sich wahrscheinlich anschließen, damit sie den Anschluss hat, ne? Genau. Ja. Okay, also ihr macht auf jeden Fall ein... Weg durchs Dorf. Ihr bemerkt, ihr seid natürlich sehr sensibel, was das angeht. Das Dorf ist schon in Aufregung, in Aufruhr natürlich. Es gibt viele neue Gesprächsthemen. Natürlich Karl, Katharina einerseits, dann natürlich Hans und all diese Geschichten darum. Und ihr schnappt vieles auf, aber nichts, was jetzt unbedingt neu ist für euch. Ja, ansonsten der nächste Tag. Ihr könnt euch gerne treffen, wo ihr möchtet oder an der Tankstelle oder im Lottoladen, wo man sich so trifft, wo ihr so unterwegs seid. Ist Montag. Also ich bin in der Tankstelle, ich muss arbeiten. Ja, Montag ist ja Bastelladen zu. Da würde ich ja, das ist Ruhetag, ne? Man muss auch mal Schluss, also braucht mal Pause vom Basteln. Ich würde wahrscheinlich mal bei Ben vorbeigucken, weil da ist ja auch Karl, so würde ich mal ein bisschen schauen, so wie das da gerade läuft. Ob Ben sich vielleicht ein bisschen beruhigt hat auch, ne? War auch ein temperamentvoller Abend gestern für ihn. Genau, war sehr aufwühlend. Ich will ihn ja auch supporten, so. Vielleicht nochmal unterstützen mit der Wahl, um so was Positives. Ihr könnt gerne Sachen durchsprechen, du kannst ja vielleicht nach Ladenschluss auch mal vorbeischauen, auf jeden Fall, an der Tankstelle. Ich will nur vor die Liste halt auf jeden Fall schön bereit in die Kasse unten reinlegen, damit ich da halt auf meinem Klemmbrett immer alles rausholen kann und direkt abstimmen lassen kann. Ansonsten alles wunderbar und ja, an der Tankstelle, ihr trefft euch und kommt zusammen.
Ah, da sind wir wieder, was? Bonjour, es ist sehr schön, dich heute wieder zu sehen. Pass auf, Mangerie, ich hab da ein bisschen was gelernt. Oui. Mangerie, oui. Je t'aime. Oh, Ben. Très beaucoup. Oh, Ben, meine Herz flattert ein bisschen, das wäre wirklich sehr süß. Das ist sehr lieb von dir. Wo hast du gelernt? Ah, ich hab so Groschenromane hier. Oh, und da ist auch hier... Wirklich sehr Titel, lieb. Das steht am Titel. Das ist sehr. Ich habe auch sehr gerne eine Freundschaft mit dir. Es ist auch sehr schön. Kannst auch gerne mal auf Dorfwissen ziehen. Ich, gerne. Ziehen, genau. Da hast du die volle 12. Ja, ja. Wow. Aber reicht doch. Immerhin, reicht. Es reicht. Also, du hast natürlich gerade an deinem Tag im Laden natürlich eine Menge Leute auch gehört, wie sie so geredet haben. Und dein Eindruck ist, dass aktuell die meisten Schützenvereinmitglieder auf Martins Seite sind. Mhm. Also, ihr habt schon geredet und die meisten reden so, als wäre das klare Sache, dass es der Martin macht, der ist schon lange dabei und so. Und viele haben auch gar nicht mitbekommen, dass Ben sich aufgestellt hat und so. Also, du würdest schätzen, dass so fast 80% auf der Seite von Martin sind, aktuell. Mhm. So gut sieht es gerade noch nicht mit deiner Kandidatur aus, Ben. Mon Dieu, ich dachte, es war eine so gute Idee. Für dich auch, als eine Chance? Ja, also, kannst du nicht irgendwas basteln? Irgendwie ein Plakat? Eine kleine Plakat mit bunten Farben? Finde ich sehr gut. Oui. Ja, der Amerikaner würde sagen, Marketing. 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 Marketing? Ja. Think? Marketing. Oh, Marketing. Ja. Wer ist dieser Mark? Ja, das ist, heißt einfach nur, das ist, du machst Werbung. Marketing. Die Amerikaner, die haben immer für die ganzen Präsidenten und so, die haben auch immer so Schilder. Eine Plakat. Im Garten. So in jedem Garten ist so ein Schild. So für den Präsidenten, wenn du wählst. Das müssen wir wirklich auch machen. Babsi, können wir eine Plakat aushängen in deine Laden? Also wir haben nur eine Woche Zeit. Wo wollen wir das denn drucken lassen? Oh, ich kann malen. Ich male alle. Ja, die Cherie macht das sehr. Ich habe auch gerade einen Termin frei für eine künstlerische Zeit, die ich investieren kann in diese Plakat. Und dann wir geben eine Chance dir, Ben. Weil ich finde, du hast verdient. Du darfst aufhängen, aber dann sage ich dem Martin auch Bescheid, dass der auch die gleiche Chance hat. Ui. Nein, also das ist doch jetzt Quatsch. Oh. Wir sind doch jetzt eine Gruppe. Jo. Und jetzt willst du schon wieder den Martin damit reinziehen? Na, dann sehe ich, dass du hier Belletristik und irgendwelche schönen Romane anbietest. Was biete ich an? Ja, hier, guck mal, dieser französische Groschenroman. Ja, und? Ja, du sagst immer, du möchtest was von mir und dann verkaufst du hier hinter meinem Rücken Zeitschriften. Wie, ich möchte was von dir? Ich möchte, dass du mich jetzt unterstützt. Wir hängen doch jetzt alle mit drin. Wo hänge ich denn mit drin? Ich hänge im Dorf mit drin. Höllgrund ist mein Gemüse. Was soll ich, also, ich meine, soll ich... Ja, auf wessen Seite bist du denn eigentlich? Ich bin auf der Seite des Dorfes und ich suche immer noch den Besten hier. Und das soll also Martin sein. Ja, dann ist es ja um dieses Dorf wunderbar bestellt. Dann hat sie den Martin auch verdient. Der Martin ist Filialleiter, dem geht's doch, also der ist doch gut. Also ich meine, das mit der Ilse, das mit der Luise müssen wir halt nochmal besprechen, weil das ist ja unschön, aber das macht ja nicht seine ganzen Jahre Höllgrund wieder wett. Mon chéri, ich würde mich freuen, wenn du dieses Plakat malst und wir hängen das dann woanders auf. Oui. Ich bin mir sicher, wir können das machen. Der Karl, wir geben dem Karl das mit, der kann die überall plakatieren. Ich mache das im Dorf. Oui. Also du machst ein Plakat? Sehr, sehr gut. Oui. Okay. Ja. Alles klar. Kannst du gerne gestalten und einen schmissigen Spruch. Ja, ansonsten, natürlich, ihr kennt euch natürlich super aus im Dorf. Ihr wisst natürlich auch, wo alle wohnen, wo soweit alles ist. Und ja. Der Karl zeigt dir dann alles, wo die Leute wohnen. Er zeigt mir, an welche Tür ich engen muss. Und wir schreiben auf den Plakat, Stimme für Ben ist eine gute Stimme. Ja. Das ist fetzig, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Schmiss mit rein. Ein Schmiss? Ich habe Bastelkleber und Glitzer. Oui, ich auch. Wir machen richtig eine schöne Plakat. Ja, und auch vielleicht so ein bisschen so einen richtig fetzigen Slogan. Oui, was hast du in Kopf gehabt vielleicht? Ben, yes we can. Oh. Oder sowas. Amerikanisch, sehr gut. Es ist international. Es ist international. Aber willst du dich direkt dann denken ja alle, du bist hier wie Mr. Amerika. Und haust dann ab und bist kein Präsident mehr. Wir brauchen etwas Traditionelles. Ja, oder Benzinmann. Kraftstoff für den Verein. Das ist gar nicht schlecht. Ich finde eine sehr gute Idee. Wir machen verschiedene Plakate. Wir machen einen Spruch überall drauf. Verschieden. Ja. Und sehr kreativ. Und dann, wir engen auf, wir haben eine Woche Zeit und wir überzeugen alle. Und sie voten alle für dich. Ja, oder vielleicht sollten wir auch ein bisschen noch gegen Martin hetzen. Oh. Sowas wie... Martin stinkt. Martin stinkt oder... Ja, ja,
Platin oder Martin. Ihr habt die Wahl. Oh, ist eine gute Idee, eine Ad. Wir ätzen gegen ihn? Ist ja, ein ja, bisschen. Wir machen den Dorf so. Das Hetzen. Ätzen. Ätzen. Hetzen. Ätzen. Hetzen. Vielleicht, wir machen nicht. Wir kommen dahin. Es ist nicht so nett. Wie heißt der Ort, in dem wir wohnen? Mhm. Ölgrund? Ölgrund. Ölgrund? Ja. Ja, oui. Die es ist richtig. Ja, ja. Ich lerne auch ein bisschen, oui. Ja, oui. Oui, oui. Ihr hört das Knattern eines Mofas an der Zapfsäule 2 heranknattern. Und darauf sitzt Marius Vogler, der Sohn von Martin Vogler. Und ja, er tankt sein Moped auf und kommt dann auch in den Laden rein. Ding dong. Und kommt lässig an den Tresen heran und sagt, ah, Ben, gibst du mir gerade noch mal Zigaretten? Sag mal, wie alt bist du denn jetzt eigentlich mittlerweile, Marius? 19. Du bist doch nie im Leben 19. Was soll das denn? Zeig mir mal deinen Personalausweis. Ich bitte dich, komm schon. Ach, weißt du was, ist mir auch scheißegal. Hältst mich doch schon, seit ich klein bin. Dann kriegst du halt Stress mit deinem Alten, was rauchst du denn? Mhm. Ich glaube, Stress mit dem kannst du eh haben. Ich? Ist, wieso denn ich? Du kriegst doch den Stress, wenn du deinem Kinderzimmer rauchst. Du, sag mal, Ben. Stimmt das, was ich gehört habe? Ich weiß ja nicht, was du gehört hast. Hm. Du und Katharina. Das ist ja gut. Ja. Und? Was und? Das stört dich jetzt. Das ist meine Schwester, verdammt nochmal. Ja, meinst du, das weiß ich nicht. Hast du eigentlich keinen Anstand? Du willst mir was von Anstand wirklich erzählen, wo dein Vater mir den Schützenkönig klaut? Das, ach, jetzt komm da nicht wieder mit dieser alten Geschichte. Du hast daneben geschossen. Du hast die 7 geschossen. Jeder weiß es im Dorf. Ja und, dann schießt man halt aus Anstand die 5. So ist es immer gewesen. Aber dein Alter, ja? Der greift nach der Macht. Wer ist? Wer glaubt er, wer er ist? Und was sagst du dazu, hä? Er macht mit deiner Freundin rum? Ja, was? Ja, verstehst du kein Deutsch mehr oder was? So lange in den USA gewesen. Das ist eine erwachsene Frau, die, wir waren nicht mehr zusammen. Die konnte machen, was sie wollte. Als ich das letzte Mal dich gesehen habe, warst du so klein. Ja? Da warst du 9. Die Katharina hat 10 Jahre lang auf dich gewartet, okay? Kein Mensch versteht, warum. Jetzt kommst du hier und erzählst mir so einen Scheiß? Also jetzt 10 Jahre gewartet, ist ja nun mal, das stimmt ja nun mal nicht. Du hältst mal deinen Mund gerade. Ja, relativ schnell. Das wusste ich nicht. Du gehst verdammt nochmal zu Jörn, entschuldigst dich, ja? Du machst das wieder gerade. Okay. Er nimmt die Zigaretten und geht, ohne zu zahlen. Hey Freundchen, hier geblieben! Na, er steht an der Tür. Was? Du zahlst jetzt deine Kippen, mein Freund! Du kannst auch viel mehr zahlen für das, was du mit Katharina gemacht hast, okay? Miese Schwein. Warum glaubst du, dass ich für Katharina zahle? Was glaubst du denn, wer sie ist, dass sie Geld verlangt für sowas, hä? Wie nennst du deine eigene Schwester? Ist es dein Ernst? Du zahlst jetzt die Kippen, mein Freund, oder die zahlst du? So, jetzt reicht's. Okay. Er schmeißt die Kippen auf den Boden und geht auf dich zu. Er ist im Begriff, den reinzuhauen. Na, dann komm doch, hä? Okay. Vogler Junior. Gut. Dann würfel mal Gewandtheit, bitte. Gewandtheit? Ich dachte, Nahkampf. Für wer als erstes. War jetzt meine Spekulation. Für wer als erstes zuschlägt. Okay, mhm. Gewandtheit. Nimm. Die 4. Oh, das verlängert. Das ist die höchste Zahl. Lass sie nochmal würfeln, ja. Und was darf ich jetzt würfeln? Nochmal die auf der 4. Nochmal die 4? Ja. Mhm. Ja. Wow, okay. 7. Alles klar. Also, er kommt auf dich zu, mhm. Du agierst als erstes. Ja. Ich, was machst du? Hau ihm in die Fresse. Alles klar. Gut. Dann würfel mal auf. Kann ich versuchen, ihn zurückzuhalten oder sollte ich als Sherida einfach einen Schritt zurücknehmen? Wie möchtest du das machen? Bist du körperlich oder möchtest du... Theoretisch würde ich ja in meiner Position schon... Ich will ja das Beste für Ben. Sich jetzt schlagen ist vielleicht in dem Moment nicht das Beste. Ich würde schon versuchen, ihn so an der Schulter zu nehmen und so gut auf ihn einzureden. Auch wenn es schon vielleicht ein bisschen zu spät ist. Okay, also er muss auf jeden Fall ein Stück zurücklegen auf dem Weg zu ihm. Mm. Mach er ist ja noch hier. Ben, glaubst du, es ist eine gute Lösung jetzt mit dem Schlag? So, jetzt pass mal auf, du miese Schwein. Aber, Ben! Ich muss sie so wegdrücken und... Okay. Okay. Ja, ist so weit, Cherie! Gut. No, dann würfel mal auf Kampf, bitte, gegen eine 3. Alles klar. Du triffst, du darfst deine Stärke schaden. Sacre bleu.
Also, da muss der weg, ne? Ist das die 6, ja, ne? Ja. Aber das ist die 9. Da gibt's ja nicht die 9. Och, lächerlich! Gut, also er kommt auf dich zu, du schlägst, triffst gut, aber du triffst ihn irgendwie völlig falsch. Du triffst ihn am Helm. Er hat noch seinen Helm auf und du triffst ihn am Helm und machst kaum Schaden und er schlägt zu. Du hast einen Kampf? Nahkampf, 8. Okay, dann muss er die 4 werfen. Oh, warte. Sorry. Okay, und er trifft dich. Und er macht 5 Schaden. Okay. Ist nicht noch? Also du schlägst ihm gegen den Helm und er haut dir eine rein. Oh, mon Dieu. Aha! Oh, Ben! So, er hört aber auf. Mhm. Also er setzt nicht, er macht nicht weiter. Mhm. Okay? Das ist noch nicht zu Ende, mein Freundchen, okay? Wenn du weiter so eine Scheiße über meine Schwester erzählst, dann geht das noch viel weiter, okay? Nächstes Mal, mein Freund, trägst du mit Sicherheit keinen Helm, du feige, miese Type. Du bist so ein Vogler durch und durch. Und jetzt gibst du mir die Kohle für die Kippen, mein Freund. Und du, hä? Was guckst du so, hä? Hab ich mir fast gedacht. Und er geht. Die 5 Mark hol ich mir, du Schwein! Du hörst, wie er sich auf sein Moped schwingt und losknattert. Und damit haben auch wir eine kleine, kurze Verschnaufspause und sind nach einer kurzen Pause sofort wieder weiter, wenn es weitergeht mit Höllgrund. Der Schützenverein. Bis gleich. Grüß Gott und herzlich willkommen. Hashtag Höllgrund, weiterhin das Abenteuer der Schützenverein in der Welt von Höllgrund, der ARD-Serie, die ihr ab jetzt und schon seit einer Weile in der ARD-Mediathek sehen können. Wir haben gerade ein kleines Scharmützel gesehen in der Tankstelle von Ben Ziemann mit Marius Vogler, dem Sohn von Martin Vogler, der vielleicht der nächste Schützenvereinsvorsitzende wird. Vielleicht, wenn nicht Ben gewinnt, der sich auch als Kandidat ins Rennen schickt. Ja, also Trubel, es wurden einige Hustenbonbon-Packungen von den Regalstangen gerissen und es kehrt wieder ein bisschen Ruhe ein in der Tankstelle, während Marius von dannen knattert. Was die ganzen Hustenbonbons aufsammeln. Ja, ich nehme so ein Cabrio-Eis und leg dir das mal an die Stirn. Ah ja, nee, danke schön. So eine Erbsenpackung aus dem Tiefkühlfach. Ben, ja. Ist alles okay? Was hast du dir denn dabei gedacht? Naja, was? Das war nicht eine gute Idee. Ja, du hast recht. Du bist immer die Stimme der Vernunft. Oh, und kannst du nicht einfach auf Marius losgehen? Was du dem gesagt hast über seine Schwester geht gar nicht. Ja, aber ich. Aber stimmt halt, das denn? Stimmt das denn? Naja, ich meine, sie kam zu mir, als du abgehauen bist und... Und dann? Wir hatten ja beide einen Hass auf dich. Du bist mit meiner Kohle abgehauen und mit ihrem Herzen bist du auch abgehauen. Wir haben beide Verlust erlitten. Aber da lief jetzt ja nichts. So, sie war die Nacht bei mir, wir haben geredet und einen kleinen Lütten getrunken vielleicht. Aber das sagt dir nicht den Vogel, ich will, dass die das glauben. Warum? Weil ich will, dass sie im Saft ihres Hasses braten. Ja, aber das weiß doch morgen jeder. Und es ist ein kleines Dorf? Erwitromer? Ja, es ist ein sehr kleines Dorf, du hast recht, aber ich hasse diese Bande so sehr, diese ganze... Alle von denen ist... Vielleicht hilft es uns auch bei der Wahl. Also, wenn du die Katrin nochmal zurück willst, da lief jetzt nichts zwischen uns, okay? Das ist in Ordnung. Ich glaube, sie liebt dich immer noch, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, warum... Ihr Name ist Katharina. Ja, ich sag, nenn sie Kathi einfach. Es ist okay. Du hattest auch viele Frauen, vielleicht. Man verwechselt. Ja, und du wolltest mich ja noch zurückhalten. Das war keine schlechte Idee. Du bist immer so eine... Ben, nächsten Mal... Nenn dich immer Mon Schiedsrichter, weil du da auch immer so dazwischen gehst als... Nächsten Mal, du hörst ein bisschen mehr auf mich. Ja, ich sollte mehr auf dich hören. Jetzt hast du eine große Beule an deinem Kopf. Und ich habe so zwei... Auf meiner Schulter sitzen das Engelchen mit den Flügeln. Das bist du und dann dieser alte... Oui. Teufel, das bist du. Entschuldigung, das war. No, es war ein Scherz. No. Das war ein Scherz. Du möchtest meine Unterstützung haben bei diesem Schützen. Das ganze Dorf braucht deine Unterstützung. Wenn ich dir helfe, Schützenkönig zu werden, hörst du auf, dich um eine Lottolizenz zu kümmern. Ja, das mit der Lottolizenz, das okay, das kann ich dir auf die Hand voll. Es ist ein Deal. Gut. Oui. Wenn wir wollen, dass du Schützenkönig wirst, nachdem du gerade so ein Radau gemacht hast. Aber ich will jetzt ja nicht Schützenkönig werden. Der Zug ist abgefahren. Das kann frühestens nächstes Jahr. Ich will Präsident möchtest du werden. So, denn du stehst jetzt gerade so da und der Martin steht hier oben da. Der hat sich immer um alles verdient gemacht. Und du hast jetzt gerade seinen Sohn versucht zusammenzuschlagen.
Und also nochmal verloren erst dabei. Erstmal ganz kurz, ich habe das hier auf der Kamera. Erstmal hat er die Zigaretten geklaut. Ja, das könnte man bei der Polizei sogar, bei dem Jens sogar anzeigen. Und dann kam er wohl auf mich. Ich habe mich nur gewehrt und dann noch mit einem Helm auf dem Kopf. Bist du nicht zuerst auf ihn losgegangen? Nein. Er kam auf mich zu, das war Selbstverteidigung. Wir haben das auf Kamera. Ich kann dir gerne das Band hier nochmal angucken. Das hast du doch auch gesehen. Ich habe auch gesehen, Ben, ich bin auch auf deiner Seite. Dankeschön, auf dich ist Verlass. Du könntest mir das natürlich auch erzählen, ne? Ja, so der Sohn von Martin ist ein Dieb. Oder der Sohn von Martin hat mitbekommen, dass der Ben auch auf der Liste steht. Vielleicht beides? Martin hat seinen Sohn geschickt, um seinen größten Konkurrenten auszuschalten. Ja, einzuschüchtern. Also, mal die Kirche im Dorf lassen. So, und dann müssen wir vielleicht nochmal die Luise. Ne? Wenn wir jetzt sagen, Frau, wenn die Luise jetzt ihren Hof verlehen sollte und der Martin, der gibt ihr keinen Kredit und will ihr nicht helfen, das ist halt ein Negativpunkt, das können wir nutzen. Wenn du wirklich unser Präsident werden willst. Das ist eine verdammt gute Idee. Du kannst keine Präsident sein, wenn du ziehst runter aus dem Dorf. Du kannst nicht der Luise ihren Hof wegnehmen. Das kannst du nicht machen. Der ist in Familie seit Ewigkeiten. Na, wir können die Luise aus dem Hut zaubern. Nächste Woche, wenn die Wahl ist, dann holen wir die Luise auf die Bühne. Dann kann sie die Geschichte erzählen. Du, dann lass das aber nicht zu früh sein. Nein, du hast recht. Okay. Und hängst du denn die Plakate jetzt auf bei dir im Laden, sag mal? Wenn du die machst du keine Lotte. Wir machen einen sehr schönen Plakat. Vielleicht einen Bräunton für deine Laden? Aber eine braunliche? Wenn wir die Geschichte weiterspinnen. Jetzt kam der Sohn von Martin hierher, um dich einzuschüchtern, damit du nicht kandidierst. Vielleicht ist der Sohn von Martin ja auch zum Hans gegangen, damit er zurücktritt. Ich sag es nicht, ich sag nur, man könnte das denken. Da müssen wir mit dem Hans reden. Wir müssen die wahren Gründe in Erfahrung bringen. Naja, oder eben nicht. Du hast recht. Aber wir könnten. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir sollten sofort dorthin, wir sollten sofort zum Hans. Wer weiß, was der uns noch für Material liefert für unseren Wahlkampf. Hast du noch einen Kuchen im Gefrier oder so? Dann können wir zu Rosi. Das ist eine gute Idee. Ich habe die Benjamin-Blümchen-Torte. Ist eine sehr gute Torte. Kennst du Benjamin-Blümchen? Es gibt auch in Frankreich, Benjamin-Blümchen? Ja? Ich kenne auch. Also gehen wir jetzt mit Rosi zu einer, mit einer rosanen Benjamin-Blümchen-Torte kondolieren, dass der Hans kein Präsident mehr sein möchte. Naja, was Besseres haben wir auf die Schnelle nicht. Gut. Wir müssen auch ein bisschen spontan sein. Absolut. Den ich mag das. Dann gehen wir zu den Hubers. Gut. Ihr geht zu den Hubers. Ihr kennt sie natürlich. Die Familie Huber, Roswitha, Rosi Huber, Hans Huber natürlich und ihre beiden Söhne, Nikolai und Pascal. Und ihr geht dorthin, ein schönes Haus, etwas abseits gelegen, auch in der Nähe des Schießstandes, in der Nähe des Waldes. Und dort klopft ihr an und Rosi macht die Tür auf. Ach, Rosi, ich bin ja total erschüttert, als wir das von Hans gehört haben. Der Ben hat dir ein Törtchen mitgebracht. Mal zum Kondolieren. Was ist denn da los? Ach, das ist ja nett von euch. Nimm mal hier, bitte schön. Das ist ja nett. Kalt, kommt frisch. Ach so, das wäre doch nicht nötig. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja. Geht's dir gut? Ja, es geht gut. Ja, es war natürlich jetzt eine große Entscheidung. Auch für den Hans. Aber ich glaube, es ist besser so. Ist es wegen seinem Herzen, oder? Also, ich glaube, es tut ihm besser. Also, es war viel jetzt in letzter Zeit. Und er hat sich das lange und gut überlegt. Und danke, dass ihr vorbeikommt. Ist nett, wirklich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Rosi, und dann in einer Rosi, Woche... Rosi, sie ist, ganz, ganz kurz, der alten Zeiten wegen, okay? Ben... Rosi, was ist wirklich. Es steckt der Martin da mit drin. Hat er euch unter Druck gesetzt, sag mal? Ach, der. Nein. Jetzt lass uns doch mal reinkommen. Ich habe auch einen klaren noch dabei. Komm. Kann ich währenddessen durch die Fenster luken und gucken, ob ich irgendwas sehe? Ja, kannst du gerne tun. Ich will mal Wahrnehmung. Also das ist jetzt die Rolladen sind du siehst nichts. Du versuchst die Rolladen auch so wegzuziehen, aber sie sind hinter uns.
Ja, dann, dann kommt rein, dann mache ich kurz einen Kaffee heiß. Ja, oh, oui, merci, Rosi. Also, Tür geht auf, sie lässt euch rein, es gibt einen großen Esstisch, da drapiert sie schon und sie ist sofort in der Küche am Werkeln und Kaffeetassen und los. Und ihr sitzt in dieser Wohnung, in diesem Haus, im Wohnzimmer von einem offensichtlichen Schützenvereins und Jäger und Schützenfan. Da natürlich ganz der Waffenschrank natürlich mit mehr als zwei Gewehren auf jeden Fall, dann natürlich ein Hirschgeweih und natürlich verschiedene Fotos von den ganzen verschiedenen Schützenfesten und alles in diesem Haus schreit Schützenverein. Mhm. Und ihr sitzt an diesem schön mit Rüschchen und Tischdecke verzierten und Hirschmotiven bestickten Tischdecke und sitzt da. Sieht doch alles aus wie immer, also jetzt nicht so, dass man... Alles aus wie immer. Ja, also du bist da jetzt nicht regelmäßig, aber es fällt jetzt nichts auf erstmal so. Ja, und irgendwann kommt Kaffeetassen und so, bitte. Danke schön. Lass dir doch helfen. Na, bleib sitzen, Quatsch jetzt. Natürlich, ist doch klar. Hast du Zucker? Natürlich so, hier einmal Zucker. Und Kaffeesahne. Die Dame mit Sahne? Ah, oh, oui, ein bisschen Zucker, natürlich. Auch ein bisschen Sahne. Ja. Kennt ihr euch beide eigentlich? Das ist Cherie, Cherie, Rosi. Oui, ja, Cherie, von, natürlich. Verein, oui. Ich bin nicht auch gerne im Laden, natürlich. Oui, oui, oui. Ja, ich finde das ja ganz nett. So. Oui. Diese Tischdecke ist auch eine sehr gute Wahl, wirklich. Ja, die ist schon alt. Dekorativ. Die ist schon von meiner Großmutter, oui. Ja. Die haben wir bekommen, waren ja immer schon im Schützenverein. Und ja, also das war immer schon... Ja. Ja. Es ist also wirklich, ihr seid ja wirklich auch Urgesteine. Ne? Man sieht es ja auch, es ist also, es ist ein bisschen, als wäre der Verein direkt bei euch zu Hause. Ja. Das ist echt... Die Torte ist jetzt noch gefroren. Soll ich dann die Ofen? Es ist eine Eistorte, glaube ich. Ja? Ja, das ist so eine Eistorte, die kann man so essen, wenn du einfach... Ach so, sonst okay. Gib mir ein Messer, ich schneide die sonst für uns. Dann, ich tue mal meine Unterlage und dann reicht sie dir ein Messer. Mach das mal, ey. Ein großes Stück, oder? Die Torte ist steinhart. Hast du, Würfel auf Stärke, bitte. Oh, knapp. Also, knapp, du stemmst dich mit deiner ganzen Körperkraft auf dieses Messer, aber diese Torte gibt keinen Millimeter nach. Ja, vielleicht doch. Na gut, alle kriegen Teller und ja, sie setzt sich und rührt. Ja, schön. Ja, danke, dass ihr gekommen seid. Also, ja. Also, mir, als Hans das verkündet hat, zur Überraschung von uns allen, habe ich gemerkt, dass Martin gar nicht überrascht war darüber. Alles gut bei dir? Der Kaffee ist ein bisschen stark, ja, aber ich weiß. Ja. Hattet ihr ihm das vorher erzählt? Oder? Ich weiß nicht, vielleicht hat mein Mann mit ihm gesprochen. Er hat schon länger mit sich rumgetragen. Ist keine leichte Entscheidung, ja. Das war immer sein Traum. Und egal, naja, aber. Rosi, was machen wir denn jetzt im Verein? Wer soll denn der Nächste werden? Ja, das ist die Frage. Ja, also ich habe ja gehört, der Martin ist momentan noch alleiniger Kandidat. Ja, nee, du. Das, ach was? Der Ben hat sich auch aufstellen lassen. Ach was, der Ben? Ja, also die Gruppe hier hat sich dazu entschlossen, mir doch nahezulegen, dass ich mich doch vielleicht auf die Liste raufsetzen. Und ich hielt das dann auch für eine gute Idee, weil der Martin ist ein ganz krummer Finger. Du, diese ganze Vogelschar da, das ist eine Geierfamilie. Bis auf die Katharina. Naja, Ben, also, ich weiß nicht, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass du ja auch deinen Kopf auch manchmal in anderen Dingen stecken hast als in solchen Sachen. Was sind das für Andeutungen? Was meinst du denn damit? Ja, Ben, was meinst du denn damit? Mein Kopf in anderen Dingen, was? Sie meint nicht deinen Kopf, Jung. Was meint sie denn jetzt? Was meint sie denn jetzt? Was? Ben, in Frankreich wir sagen Liebe machen. Ich hab meinen Kopf in Liebe machen? Oui, also oui, jetzt, oui. Ich glaube, du weißt, was ich du meine. Aber das ist doch Jahre her zwischen uns. Das ist doch 20 Jahre her. Das war doch zur Schulzeit. Du bist doch längst verheiratet. Ben. Also fang jetzt nicht an, irgendwelche Gerüchte zu streuen über uns beiden, ja? Das ist Quatsch. Das ist Unsinn. So, okay. Entschuldigung, Madame. Oui. Nur damit ich, damit Sie das nicht falsch verstehen. Also der Ben und ich, also wissen Sie, als ich mit dem Hans zusammengekommen bin, Sie wissen ja, wie das ist. Das ist manchmal turbulent. Ui, ja, wenn man, liebe ist die mehr. Wenn man sich frisch verliebt. Ja, und dann ist man manchmal auch mit dem Kopf, hier und da in anderen Sachen. Und da
da haben der Ben und ich für eine ganz kurze Zeit uns ab und zu getroffen. Ui. Ja, zum Eisessen, ja. Ui. Gelato. Ja? In Frankreich, wir sagen auch. Genau. Und also damit Sie das nicht falsch verstehen. No, ja, ich also habe das war nicht jetzt, wie Sie so schön gesagt haben gerade, Amore. Oui, oui. Typisch so ein 20-Jähriger mit einer 40-jährigen Frau Eis essen geht. Ne? Ich habe viel Verständnis. Genau. Und ansonsten führe ich eine sehr erfüllte, liebevolle und auch körperliche Ehe mit meinem Mann. Das ist ja auch alles schön und gut und das sei dir auch gegönnt. Und ich denke auch nicht mehr dran, das ist lange her. Aber so, und jetzt beenden wir das Thema auch. Das ist jetzt nichts für einen Kaffeekranz, ich bitte dich. Was ist der Martin will also, das übernehmen. Ich möchte nur nicht, dass hier Gerüchte im Umlauf. Ihr wisst doch, wie das, die wie das Dorf so ist. Das geht so schnell. Also das ist doch jetzt Unsinn. Ben, habe ich mich da klar ausgedrückt? Rosi, ich bin verschwiegen wie ein Grab. Aber du musst doch die Dramaturgie... Das Moment wie ein Grab, wenn es wieder hier am Tisch weiß bereits bin. Die sind alle eingeweiht, du kannst dich auf dich verlassen. Ich hab die... Der sagt schon mal gar nichts hier. Und die Cherie, das ist so ein wunderbarer Mensch. Wir sind eine Team. Eine Team und... Eine Team. Wir beide sowieso. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass ihr geht. Wir haben nichts in der Hand. Ich glaube, ich muss jetzt auch mich noch um die Wäsche kümmern. Mhm. Und dann, glaube ich, wünsche ich dir viel Erfolg. Danke, Rosi. Ui. Kann ich auf dich zählen? Kann ich auf deine Stimme zählen? Ich finde, der Martin hat gute Argumente dafür. Was hat der denn für Argumente? Ben, der Martin hat gute Argumente. Er hat dich in der Hand. Ich wusste es, Potzblitz! Ich wusste, er hat euch in der Hand. Was hat er gegen dich? Was hat er gegen dich in der Hand? Ich helfe dir. Hat mich gefreut, dass ihr auch mal wieder zusammenkommt und Madame toll, dass sie auch mal sie als erste Mal bei uns begrüßen darf. Und ansonsten Karl, schön, dass du wieder da bist. Toll, dass das so gut läuft. Ja, ist doch super. Dankeschön. Ja, dann die Torte könnt ihr von mir aus mitnehmen und dann Danke für den Kaffee. Oui. Es war sehr schön. Es war sehr schön. Tschüss, Rosi. Oui. Leute, ich sag's euch, der Martin hat die. Geht ihr oder? Ja. Okay. Wir werden ja gegangen auch. Ja, also, sie sitzt wütend da und berührt sich nicht, bis ihr alle den Raum verlassen habt. Mhm. Ihr steht vor dem Haus. Mon Dieu. Hast du gemerkt, wie sie gezögert hat? Es lief nicht so gut. Es lief gar nicht mal schlecht. Es hätte besser laufen können, wenn ich jemandem vor den Kopf gestoßen hätte. Mhm. Aber abgesehen davon, brillante Frage. Brillant? Habt ihr nicht gemerkt, wie sie gezögert hat? Sie war ein bisschen komisch. Manchmal. Ja. Mein Gefühl sagt auch, da steckt mehr dahinter. Aber ich habe noch eine Idee, wie wir vielleicht noch mehr rausfinden. Mini-Babys? Also ich würde es euch allen sehr ans Herz legen. Ich habe noch ein paar übrig, also wenn ihr welche abkaufen wollt. Nach der Wahl. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wir könnten auch zu Katharina gehen. Zu Katharina? Und seine Tochter. Ich kann da nicht mit ihm hingehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es eskaliert, wenn wir... Meine Liebe, ich habe sie auch seit 10 Jahren nicht wirklich gesehen. Also ich möchte das jetzt auch nicht machen, aber sie ist seine Tochter und wenn... Ui. Also vielleicht erzählt sie mir ja was oder dir. Wenn einer etwas weiß, es muss seine Tochter sein? Ich halte das für eine sehr gute Idee. Ich wusste immer, dass mehr in dir steckt. Naja, aber jetzt verlässt du sie. Hast du ihr schon Hallo gesagt? Hast du sie schon gesehen hier? Ich weiß jetzt nicht, was in dem Gespräch passiert, aber wir können es versuchen. Also das heißt, du willst jetzt das arme Katharinchen, willst jetzt anrufen und sagen, Katharinchen, wir treffen uns und sie macht sich Hoffnung und dann sagst du, du bist dein Vater eigentlich gemein? Also was ist da dein Plan? Was soll das arme Ding denn denken? Ich meine, also... Du mal mit deiner Empathie. Also. Das kann man machen, aber das ist ja auch schon ein bisschen schwierig. Wie ihr Amis sagt da. Ja, also. Vielleicht kann ich danach mit dir auch noch was trinken gehen. Also ich wäre dabei. Ich würde dich unterstützen. Ich weiß ja, das ist für dich jetzt auch alles nicht so einfach. Danke. Aber können wir einfach zu Hause gehen, zu Katharina, weil... Nein, wir müssen uns woanders treffen. Oui, wir müssen uns irgendwo treffen. Wir können nicht in die Kneipe gehen, das sieht uns ja auch jeder. Oui. Naja, wir könnten uns in meiner Tankstelle treffen. Ich habe ja noch einen Hinterraum, wo ich immer die Buchhaltung mache und so. Wenn Katharina jetzt zu dir kommt, dann kommen die Brüder direkt hinterher. Können in den Bastelladen gehen und... Wir können nur in Bastelladen, wenn du mir versprichst, du nicht schlägst dich mit den... Meine Liebe, es gibt keine Schlägerei in Bastelladen. Nein, das verspreche ich dir hoch und heilig. Ich werde mich nicht mit Katharina schlagen in deinem Bastelladen. Oh, okay, oui. Es gibt eine Regel. Ja.
Keine Gewalt in Basteladen. Oui. Ihr steht direkt neben so einem großen Haufen von so gehacktem Holz und in diesen schlägt plötzlich ein Pfeil ein. Oh, na, mon Dieu! Aber was ist das? Gott! Und angelaufen kommt Pascal, der kleine Junge und Sohn von Hans Huber mit seinem Bogen und kommt angelaufen und Entschuldigung. Aufpasse, Pascal, was ist denn das? Entschuldigung. Oh, es ist nichts passiert. Und er zieht den wieder aus dem Holzscheit. Was machst du denn hier? Oh, ich spiele nur im Garten. Oh. Was macht ihr denn hier? Wir haben deiner Mutter einen Kuchen vorbeigebracht. Oh, Kuchen. Hier, möchtest du ein Stück? Oh, das ist, jetzt das ist ja die Benjamin-Blümchen-Torte. Ja, die darf ich nie. Bitteschön. Oh, danke. Aber und nicht alles auf einmal essen. Deine Hände und seine Hände und deine berühren sich. Mhm. Und ihr schaut euch in die Augen. Und siehst etwas sehr Vertrautes in deinen Augen. Sag mal. Dankeschön. Oh. Tschüss, Pascal. Grüße, Nikolai. Hm? Pascal. Tschüss. Ganz kurz. Pascal, was ist dein Lieblingsdinosaurier? Der Stegadon. Oh Gott. Was ist deine Lieblingsfarbe? Gelb mit blauen Punkten. Oh mein Gott. Was ist dein Lieblingsraumschiff? Die Enterprise natürlich. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Atme, Ben. Atme. Okay. Puh, okay. Was ist deine Lieblingstorte? Ich bin in mir Blümchentorte. Was bedeutet das? Erstmal bedeutet das gar nichts. Hm? Oh, okay. Pascal, geh mal schön weiter spielen. Okay. Gib ihm doch die Torte. Ja, er hat sie bereits in der Hand. Ja, er nimmt die Torte und läuft mit seinem Bogen in der Hand. Es in den Garten. Ist ein bisschen und viel. Ein bisschen viel Zucker für eine kleine Jüngere. Nein, er kann das ab. Ich kenne diese Art Körper. Er kann mit dem Zucker gut umgehen. So ist diese Nähe aufgefallen. Er hat ihn schon intensiv angeschaut. Den Dialog habt ihr schon auch mitbekommen. Was ist gerade passiert? Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, darüber zu sprechen. Das würde auch einfach zu viel verändern. Und es ist manchmal ist es besser, wenn die Dinge bleiben, wie sie sind. Oh. Okay. Eine kurze ich brauch noch nach der Liebe mit Rosi? Ja, die Rosi und ich, ihr wisst es ja auch jetzt, es ist... War lange nicht mehr im Dorf. Wie alt ist Rosi? Ihr Mann ist doch 60, oder? Nein, der Bürgermeister, der Bürgermeister war 60. Ah, ja, okay. Hans selber ist ja ungefähr in deinem Alter. So. Das ist ungefähr. Ich war schon lange, nicht, also, ich war lange nicht mehr im Dorf, deswegen habe ich so ein bisschen die Alters... Rosi ist in dem gleichen Alter. Ach so, okay. Leute, ich hab einen ganz schlimmen Verdacht. Ich habe einen ganz, ganz schlimmen Verdacht. Und ja... Das muss jetzt bei uns bleiben. Ich muss drauf. Ich weiß, du tratscht verdammt gerne, aber du musst mir jetzt versprechen, dass das unter uns bleibt. Das ist, also, ich tratsch doch nicht. Du musst mir das versprechen. Gut. Ich glaube, der Pascal ist mein Sohn. Deine Söhne? Ich glaube, der ist mein Sohn und ich glaube, der Martin weiß das. Und ich glaube, der Martin weiß das und er hat die Rosi erpresst damit. Vielleicht weiß er nicht, dass das dein Sohn ist. Vielleicht weiß er nur. Verdammt doch mal, habt ihr den Jungen gesehen, wie der aussieht? Der hat doch meine Augen, meine Nase, mein Lächeln. Die gleichen schmalen Lippen hat der. Ja gut, dass er nicht aussieht wie der Hans, das kann man schon sagen. Er sieht überhaupt nicht aus wie Hans. Sieht kein bisschen aus wie Hans. Und wenn der Martin das Spitzbegriff bekommen hat, dann hat er die sowas von in der Hand. Jetzt, wo du es sagst. Er hat den Pfeil auch daneben geschossen. Ja, genau. Oh, das war eine 7. So wie du. Oh no. Vielleicht, du möchtest ein bisschen mit deinem Sohn reden jetzt? Das kann ich nicht. Hat Rosi dir das nie gesagt? Kennenlernen? Natürlich hat sie mir das nicht gesagt. Die setzt doch ihre Ehe nicht aufs Spiel. Oui. Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ben. Ja. Es. Aber was machen wir jetzt? Wir können... Wir müssen... Es muss ein Geheimnis bleiben, oder? Also ich meine, wie er es rausbekommen hat, ist ganz klar. Aber ich meine, wir haben ja nichts. Wir haben auf der einen Seite den Martin, von dem wir wissen, dass er jetzt halt
der Luise halt den Bauernhof wegnimmt und dass er vielleicht eventuell die Ilse halt dann erpresst, damit Rosi. Rosi, dass es nicht ihr Sohn ist. Echt, nein. So, und was haben wir bei dir? Wir haben jemanden, der einfach permanent seine Hose aufmacht, in Momenten, wo er einfach mal die Hose zulassen sollte. Oh, über die ganzen Jahre. Hm. So, du prügelst dich mit dem Sohn. Es wird immer schwieriger. Ich glaube, der hat das dem Hans gesagt. Der war so aufgelöst, der hat gestottert und ich dachte, das lag daran, dass er zurückgetreten ist. Aber ich glaube, da steckt viel mehr dahinter. Ich glaube, der weiß das. Aber du musst ihn nicht auf den Fressen hauen, auch noch. Dem Hans doch nicht. Okay. Der Hans müsste ihm auf die Fresse hauen. Der Hans müsste mir auf die Fresse hauen, aber ganz ehrlich, das ging von der Rosi aus. Oh, mon Dieu. Ja, was machst du jetzt mit dem Kind? Das ist schwierig. Naja, das bleibt jetzt bei Hans und bei Rosi, das ist deren Kind. Oh. Das ist auch irgendwie sein Kind. Na, der Hans zieht es seit Jahren, seit allen groß. Das kann er doch nicht machen. Glaubst du, der Hans weiß das wirklich? Natürlich weiß der das. Habt ihr den gesehen, wie der aussah in der Kirche? Vielleicht hat die Rosi ihn auch einfach nur dahingedrängt. Du weißt doch, wie sie war früher. Kommt die Rosi, schwupps die Hosi. Hat man gesagt. Ihr glaubt, ich bin noch nicht der Einzige gewesen. Der arme Hans, ey. So habe ich die Rosi nicht kennengelernt. Also. Du bist ja auch eine Frau, du. Okay, also, sorry. Was macht man in Frankreich in so einem Fall? Ich weiß nicht. Ich kenne nicht einen solchen Fall. In ganz Frankreich ist sowas nie es passiert? Gibt nicht in Frankreich. Es gibt eine Regel und das ist ausgeschlossen. In Amerika passiert das dauernd. Ich habe keine Erfahrung damit, leider. Leute, ich bin völlig überfordert. Ihr müsst mir helfen damit. Oh, no. Ich muss mir noch einen einschenken. Aber wir müssen geheim alten. Also, wenn das rauskommt, dann bist du geächtet im Dorf. Oui. Also, das ist doch... Oh, ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, dass du... Langsam. Präsident des Schützenvereins wirst. Und mit der Macht... Ach, Ben. ...kann ich im Dorf dann keiner mehr angreifen. Oui. Ja, aber wenn... Also, komm, wenn der das schon weiß... Der weiß das nicht. Glaubst du, die hätte uns reingelassen in ihr Haus, wenn der das wüsste? Hast du gesehen, wie sie ihn angeguckt hat? Die hat früher jeden reingelassen, auf einmal... Aber seit die mit dem zusammen ist, war sie immer eine brave, liebe Hausfrau. Die hat alles für den gemacht, für den Hans. Die hat ihn überall unterstützt. Bei jedem Schützenverein. Sie war immer an seiner Seite, hat immer alles gemacht. Ich glaube, sie weiß das, aber Hans weiß das nicht. Ich glaube auch nicht, dass Hans das weiß. Okay, Hans hätte ihn doch schon längst an die Wand gestellt. Wollten wir nicht zu Katharina? Der hat Waffen, ganz viele Waffen. Ja, wir gehen jetzt. Oh Gott, Junge. Ben, der darf das wirklich nicht rausfinden. Der schießt ja den Hirsch auf 30 Meter. Gut, ihr geht zu Voglers. Wolltest du sie nicht irgendwie anrufen oder so? Wir können auch da jetzt nicht klingeln. Okay. Wir müssen uns woanders treffen. Wir können nicht zu Hause. Komm, wir gehen in diese Telefonzelle und da kannst du sie anrufen. Ja. Ich mach mal die Tür auf, rein mit euch. Oh, nee, ich kann die Nummer noch auswendig. Von damals. Ich hab sie ganz oft nachts angerufen. Hallo? Vogler, Marius, hallo. Hey, Marius, hier ist der Karl. Ist die Katharina zu sprechen? Ist das dein Ernst? Du hast gesagt, ich soll mich entschuldigen. Du schlappst bis 10 Jahre weg und dann rufst du an? Du hast gesagt, ich soll mich entschuldigen vorhin. Warte mal. Ich sehe dich von hier aus. Ist das dein Ernst? Ja, sag mal, was bist du denn für einer, ey? Kannst du sie nicht... Ja, meine Schwester verdient echt was Besseres. Ja, ich das Wenn weiß du mit ich ihr reden auch. Willst, dann komm vorbei wie ein Mann, du Trottel. Und, was hat sie gesagt? Oh, wie lief es? Wir müssen hingehen. Oh, no. Das halte ich jetzt aber für keine gute Idee. Also ich auch nicht, aber was sind unsere andere Optionen jetzt gerade? Wir müssen das jetzt... Aber ich kann da doch nicht, ich kann da unmöglich jetzt das auftauchen. Geht gar nicht. Also, no. Nein, das geht nicht, ich versteck mich hier. Ich habe früher, wenn wir uns gesehen haben, ich bin immer den Baum hochgeklettert, direkt hoch in ihr Zimmer. Vielleicht. Vielleicht, du kannst einen Stein hochwerfen an ihre Fenster und sie guckt runter und sieht uns und sie kommt vielleicht raus. Das ist auch eine Option. Aber einen kleinen Stein. Einen kleinen Stein. Oui. Okay. Und du musst dich ein bisschen verstecken in die Büsch. Ich weil mich. Du hast gerade ihn gehauen an Ja, du hast ja recht. Dich auch. Das du bist so die Stimme der Vernunft. Oui. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ohne dich machen würde. Wir müssen dich ein bisschen zurückhalten. Ich stelle mich an die Ecke, damit ich sehe, wenn die Haustür aufgeht, nicht, dass jemand wie Marius rauskommt oder so. Oui.
Also, ihr versteckt euch? Ja. Oder was macht ihr? Ich gehe wahrscheinlich. Also, ihr geht erstmal in Richtung Voglers. Das ist ja. so, ist relativ große Auffahrt. Hier, die haben auch eine große Garage. Da steht auch ein dickes Auto davor. Und ihr seht schon die ganze Zeit, dass oben im ersten Stock steht am Fenster Marius. Steht schon die ganze Zeit. Beobachtet euch den gesamten Weg. Ja. Und ihr wollt aber in Deckung gehen dann irgendwann? Also, ja, wenn der uns den ganzen Weg sieht, dann würde ich da, glaube ich, nicht raufgehen. Also, das wäre eigentlich so eine Sache. Er muss ja erstmal mit Katrin ins Gespräch. Also ihr könnt ihn schon alleine schicken, wenn das unbedingt nötig ist und ihr seid dann einfach ganz weg. Ja, wir stehen wahrscheinlich einfach so ein bisschen weiter hinten dann, ne? Zumindest ich. Eck, dass er nicht sieht, dass wir die ganzen, also. Alles klar. Ja. Gut, dann steht er trotzdem so da und empfängt dich einfach den ganzen Weg hoch. Ja, ich klingel an der Tür. Mhm. Ja. Macht jemand auf? Die Tür geht auf und Marius steht davor. Sieh an, der Herr Casanova. Ich will mich einfach nur entschuldigen. Da bist du 10 Jahre zu spät. Aber es ist nicht mein Problem, es ist deins. Geht einen Schritt nach hinten. Ich versuche ins Haus rein zu gehen. Ja, du lässt dich ins Haus rein, ja. Okay. Ja, dann gehe ich hoch, wo Katharinas Zimmer ist. Mhm. Klopfe da an die Tür. Ja. Herein. Hallo. Steckst du meinen Kopf durch die Tür? Du siehst sie am Schreibtisch sitzen, die dreht sich um. Ihre Augen gehen weit auf. Karl, ja, komm rein. Ich geh rein, mach die Tür zu und setz mich auf die Bettkante. Ja, sitzt auf ihrem Stuhl und schaut aus dem Fenster. Also ich wollte dir nur sagen, ich, jetzt wo ich wieder hier bin und dich neulich in der Kirche gesehen habe, ich wollte dir einfach nur sagen, dass es mir leid tut, dass ich damals gegangen bin und dass ich dich auch sehr vermisst habe die letzten 10 Jahre. Okay. Karl, dafür, dass du mich so vermisst hast, ist aber reichlich selten geschrieben. Ich weiß. War ein riesiges Arschloch. Gibt's in Amerika keine Post, keinen Briefkasten? Ich war ein riesiges Arschloch. Ich hab gedacht, ich wäre was Besseres. Und das hattest du nicht verdient. Und es tut mir leid. Ich habe auf dich gewartet. Das habe ich gehört. 10 Jahre lang habe ich auf dich gewartet. Ja? Und jetzt kommst du einfach so an und sagst, Entschuldigung. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich hab gedacht, wir heiraten, Karl. Als du zu mir gekommen bist, habe ich gedacht, du machst mir einen Antrag. Ich war mit der Moni schon in der Stadt. Wir haben schon geguckt wegen Kleid. Und dann kommst du und sagst, oh, übrigens, ich geh jetzt weg. Ich weiß. Ich habe auch keine Entschuldigung verdient, aber ich wollte dir trotzdem nur sagen, dass es mir leid tut. Dann kommst du her und sagst, du hast mich vermisst. Ich bitte dich. Vergessen hast du mich. Vergessen hast du mich, hast mich versauern lassen in dem Dorf, aus dem du so schnell wieder weg willst, wie es geht. Ich habe dich nie vergessen. Wirklich nicht. Mhm. Jetzt kommst du her, machst halt deine nächste tolle Idee. Erzählst von irgendwelchen Beanie-Babys und willst so schnell, wie es geht, wieder weg. Ja, aber die werden wirklich das nächste große Ding sein. Also. Ja. Aber, also, ich habe jetzt die letzten paar Tage auch gemerkt, dass es mir im Dorf vielleicht doch besser gefällt, als ich gedacht habe. Schön. Richtig super. Ja, richtig toll für dich, dass du endlich einen Ort gefunden hast, der dir gefällt. Super. Ja. Und morgen schaust du mal nach Monaco. Und dann nach Madrid. Ah, super. Da gefällt es mir auch gut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer dass es mir wirklich richtig leid tut. Und ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, kurz rauszukommen. Was? Was meinst du, rauskommen? Ja, ich wollte dir
ein paar Fragen stellen. Hä, dann. Welche Fragen denn? Ja, es tut mir leid. Zu deinem Vater ein paar Fragen. Ich weiß nicht, der beste Augenblick. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Du kommst seit 10 Jahren, jetzt willst du mit deinem Vater reden wegen dem Kredit für deinen nächsten Scheiß, oder was? Nein. Raus! Raus! Hau ab! Ich geh raus. Du gehst raus. Im Treppenhaus empfängt dich Marius. Der dich anschaut. Hey, das lief ja super. Ja. Ja. Ey. Ich gehe jetzt. Tschüss. Ich schleiche mich an Marius vorbei, die Treppe runter. Und versuche aus dem Haus zu gehen, ohne dass er mich schlägt. Ja, aus eurem Versteck seht ihr einen gedröppelten Karl, der aus dem Haus kommt und auf euch zudackelt. Seht ihr das, Kathi? Kathi ist nicht in Sichtweite. Ich glaube, es ist nur Karl. Karl, wie sind ihr? Ja. Wo ist Katharina? Hast du nicht ihr angeboten, einen kleinen Spaziergang, eine zum Versöhnung vielleicht, dass sie rauskommt? Das wäre die. Ich konnte nichts sagen. Es ging nicht. Ich wollte es nicht, es war ja nicht mein. Ja, also, ich habe einfach die letzten 10 Jahre nur im Casino gesessen. Oh no. Und mit keiner Frau mehr gesprochen. Oh no. Hast du das gesagt? Was hast du ihr denn gesagt? Hast du gesagt, dass du sie vermisst? Ja, das habe ich gesagt. Dann hat sie geweint. Und dann hast du sie in den Arm genommen. Du hast gesagt, wir gehen spazieren. Bin dann gegangen. Oh, mon Dieu. Es ist eine Katastrophe. Das ist schlimmer, als ich dachte. Es ist noch schlimmer als vorher mit den Tankstellen. Es ist das Allerschlimmste. Es geht alles daneben. Magst du das Kind denn? Ja. Also die einzige Freundin, die ich je hatte. Er hat keine Feingefühl, Babsi. Nein, kein. Also. Das hast du aber nicht gesagt. Du magst sie nur, weil sie die Einzige war, die du hier hattest. Nein, das habe ich nicht gesagt. Gut. Oh. Aber sag mal, wir hatten doch einen Plan. Es ging jetzt ja hier nicht irgendwie darum, deine Vergangenheit aufzuarbeiten. Es ging ja wohl darum, dass wir sie hier rausholen, weil die Voglers, ihr Vater und seine Brut irgendwie in was ganz Schlimmes verstrickt sind. Eine Brut? Wie bitte, meine Liebe? Eine Brut? Brüt? Eine Brüt? Ah, Brut, nicht. Also Nachwuchs. Oh, ah, wie eine Nachwuchs. Les enfants. Oui, 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 ich verstehe. Dankeschön, Ben. Merci. Ist sie denn jetzt traurig, sauer oder beides? Ich glaube beides. Oh. Also richtig versaut? Ja. Oh. Meinst du, wir können noch mit ihr reden oder gar nicht mehr? Vielleicht... Wenn jemand sie trösten würde. Das wäre ja ein guter Moment für dich gewesen. Aber ich weiß nicht. Okay, wir haben das einmal gemacht, aber ich kann da jetzt nicht einfach reingehen und... Ich glaube, er meint... Ich kann nicht jedes Mal, wenn du ihr das Herz brichst, kann ich nicht auf einmal da sein und sie trösten. Also sorry, das geht wirklich nicht. Vielleicht jemand Gleichaltriges? Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich nicht so eine... gute Beziehung zu ihr. Ich weiß nicht, ist ein guter Moment. Du bist das einfühlsamste Wesen überhaupt. Also du kannst jetzt nicht ins Haus gehen, das reden. Ich weiß noch, als du zum ersten Mal bei mir in der Tankstelle warst, ich habe gedacht, dein Einhorn betritt meine heiligen Hallen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Dein Glanz, wie du strahlst. Und ich wette, sie würde dir zuhören. Vielleicht, ja. Aber ja, ich glaube, ich kann nicht jetzt zu ihr. Nein. Ich muss morgen mit ihr vielleicht reden. Vielleicht sehe ich sie morgen bei einem Spaziergang oder in einem Verein. Ja. Aber jetzt, ich glaube, es ist kein guter Moment. Was macht sie denn morgen? Hat sie da was zu tun? Ich weiß nicht. Würde auf Dorfwissen gehen? Ja. Ich habe keinen Schimmer. Du weißt tatsächlich nicht, wo Katharina arbeitet. Ach, die Dinge. Nein, du weißt eh nichts. Du weißt es eh nicht. Ich muss morgen sie auftreffen und ich muss sie trösten und vielleicht finde ich auch ein bisschen raus etwas. Aber ich glaube, wir können jetzt nicht nochmal hingehen. Ich glaube, sie ist sehr verletzt jetzt. Sie braucht ein bisschen Zeit auch für sich. Das ist so ein Frauending, ne? Oui, oui. Okay. Ich muss fragen, wolltest du sie denn zurückhaben oder was hast du hier gesagt?
Also ich wollte mich erstmal nur entschuldigen. Es lief nicht gut. Es lief gar nicht gut. Mensch, also... Es ist manchmal auch sehr schwer für Männer. Was kannst du eigentlich? Gummibärchen einräumen. Ui. Naja, aber... Das ist sehr gute Ordnung. Da hast du neulich auch die Kirschen auf die falsche Reihe da... Einmal. Okay, aber Leute, wir dürfen gut. Das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ihr steht jetzt, glaube ich, mitten im Dorf irgendwo an irgendeiner Kreuzung und seid unterwegs. Ja, okay. Also lass uns nochmal zusammenfassen. Der Martin hat das halbe Dorf offensichtlich hier in der Hand. Und er will Bürgermeister werden. Das ist doch... Leute, das Dorf geht vor die Hunde. Wir müssen was machen. Ich meine, dir ist das vielleicht egal. Aber uns jedoch nicht. Oui. Ich habe mich gerade so wohl gefühlt, ja. Und jetzt ist eine Chaos auf absolut, einmal ausgebrochen. Und es gibt ein Geheimnis. Martin, er hat irgendetwas Komisches. Es ist irgendetwas. Wer könnte denn was mitbekommen haben? Also ich meine, der Martin, der kennt ja, der kriegt das ja, also der muss ja irgendwo gewesen sein, wenn er diese ganzen Sachen aufgeschnappt hat. Also wenn an seine Familie kommen, wenn er dran. No. Aber vielleicht jemand, der in der Sparkasse arbeitet? Vielleicht können wir ja auch was für die Luise rausfinden. Oui. In der Sparkasse, wenn der Martin nicht da ist. Ihr wisst auch, wo Luise wohnt. Also die hat den Hof am Rande des Waldes. Vielleicht ist Luise mittlerweile ja mal nüchtern anzutreffen. Das wäre keine schlechte Idee. Vielleicht können wir ihr was entlocken. Vielleicht wir können ein bisschen reden mit ihr heute, weil gestern sie war, sie hat sehr viel gemacht. Vielleicht solltest du das machen, also... Ja, ich glaube... Ein bisschen mit einem Gefühl. Wir können ja alle zusammen hingehen, aber ich fände das gut, wenn du das versuchst diesmal, weil... Ich kann versuchen, meine Beste. Ich kenne Luis noch nicht so lang wie ihr, aber ich habe den Gefühl, ich kann mit ihr reden. Ja, ich glaube, ihr habt da irgendwas. Vielleicht sollten wir zu ihr gehen. Ja, das ist eine verdammt gute Idee. Okay, das ist aber ein Stück. Also die wohnt ein Stück außerhalb, also die hat so einen kleinen Hof. Kann man auch hinlaufen, aber das dauert schon jetzt eine halbe Stunde. Also je nachdem, falls jemand von euch ein Auto hat oder irgendwie sowas. Wir können mein Auto nehmen. Oui, Ben. Halbe Stunde ist doch kein Arsch, aber gut. Ich muss mal eben lass mich mal kurz den ganzen Müll hier aus dem... Komm mal her hier, Karl, hilf mir mal mit den ganzen Dosen hier und... Mann, hast du Chips in meinem Auto gegessen? Nee. Okay, sorry, Leute, das ist jetzt ein bisschen... Ach. Jetzt rümpfe nicht so die Nase, bei dir im Laden stinkt das auch wie mit einem Iltis. Das stinkt nicht wie... Das riecht doch bei mir im Laden ganz normal. Jetzt stinkt hier einfach alles nach Öl und Ekel. Sehr gut. Super. So, wir sind da. Ihr kommt an Luises Hof an. Es ist ein relativ großer Bauernhof, da aber ziemlich am Waldrand. Also ihr seid jetzt schon wirklich fast in der Wildnis drin. Und ja, sie hat einige Hühner und ihr seht sie auch gerade mit hohen Gummistiefeln in Blaumannanzug. Stapft sie gerade irgendwie mit Melkgeschirr und Zeug durch die Kühe und ist eifrig am Werkeln. Mhm. Bonjour, Luise. Ich wink ihr so ein bisschen zu, dass sie vielleicht so auf uns aufmerksam wird auch. Moment. Ja, sie tut ihr Zeug hin, stapft auf mich zu, zieht sich so die Gummihandschuhe aus und... Ah, ja, Luise! Ah. Bonjour. Ah. Oui, es ist sehr schön, dich heute zu sehen. Pass auf, Luise. Wir saßen ja gestern einen Tisch zusammen und wir haben gemerkt, es geht dir nicht so gut. Ach. Und deswegen... Haben wir gedacht, heute, wir kommen noch mal vorbei. Vielleicht brauchst du ein bisschen Hilfe auf deinen Hof. Oder du möchtest vielleicht ein bisschen auch reden über deine Probleme. Vielleicht wir können dir ein bisschen helfen heute. Ach ja. Ja, ihr seht ja, wie der Hof aussieht. Oui. Also ihr seht schon, ein bisschen runtergekommen hier und da. Mensch, da müsste man alles mal wieder machen, Mensch. Das Dach, Mensch, das tropft da rein. Die armen Kühe, Mensch, die gehen alle in eine Ecke. Und das ist alles nicht dasselbe, aber ich... Einfach, seit ich diesen Kredit... Egal, ich hab dummes Zeug geschwätzt, ich war betrunken und ist doch... Ah, Luise, aber ich merke, es ist ein Problem bei dir. Und wir in Dorf, ich bin noch nicht so lange in ein Dorf bei euch, aber ich habe das Gefühl, in dem Dorf, wir müssen auch zusammenarbeiten. Und ich bin mir sicher, Ben ist sehr gut mit dem Handwerk auch. Er kann dieses Loch... Ben... Ich bin mir sicher, du kannst auch dies reparieren. Ja, das und wir helfen dir. Weißt du, Sherry, das habe ich auch gedacht. Oui. Ich habe auch gedacht, dass wir hier im Dorf alle zusammenarbeiten. Oui. Und deswegen habe ich mir auch nichts dabei gedacht. Naja,
als ich zu Martin gegangen bin für den Kredit. Ui, und? Ein paar Renovierungen machen wollte im Hof. Ja. Ein paar neue Sachen kaufen. Dafür ist die Bank ja auch da. Ja. Ui, aber ja. Und ich, verstehst du, ich bin nicht so gut mit diesen ganzen Formularen und dem ganzen es ist auch nicht Zeug und ich weiß nicht, ich ärgere mich so, dass ich es nicht mal irgendwie einem Anwalt gegeben habe oder mal drüber geguckt habe, aber ja, was soll ich sagen? Ich habe ihm halt vertraut. Ich dachte, ja, wie du sagst, in dem Dorf, Mensch, ich komme doch nicht auf die Idee, dass mir jemand was Böses will, und dann habe ich es halt unterschrieben. Aber wie meinst du etwas Böses? War etwas in den Vertrag, was nicht hat gestimmt? Oder? Ja, der saugt mich aus wie ein Vampir, Mensch. Die Zinsen sind so hoch. Oh. Aber warum gibt er denn mehr so hohe Zinsen? Der weiß doch, dass du halt ein Saisongeschäft hast. Und die Kühe, die geben doch auch nicht so viel, dass du so viel dann halt hast. Halbe Hof gehört mittlerweile schon ihm. Oh, mon Dieu. Mensch, was soll ich denn machen? Ich komme da nicht raus. Ich hab, weißt du, der Hof, der könnte ja gut was abwerfen, aber ich habe kein Geld, um die Renovierung zu machen, um mal wieder irgendwie den Traktor auf Vordermann zu bringen und all das so. Ich häng fest, ich komme da nicht mehr raus. Ja, pass und auf. Ich weiß nicht, warum er das, also was habe ich ihm denn je getan? Ui, ich frage mich auch. Was habe ich ihm denn je getan? Wir wissen immer nicht, etwas ist komisch mit Martin, wir glauben. Irgendetwas stimmt nicht. Ich meine, wie kann er so sein? Ich gehe ja zu ihm und rede mit ihm und dann sagt er was von Prozenten und Leitzins und irgendwas, Inflation. Ich verstehe das doch nicht. Ich weiß doch nicht, was das ist und er sagt, das sind normale Raten und so. Was zahlst du denn an Zinsen? Ich kenne mich mit Zinsen aus, weil ich wurde kürzlich um eine größere Summe Geld betrogen und da habe ich mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Also, wie viel Zinsen nimmt er dir denn ab? Ben, ich will ehrlich sein. Ja. Ich habe seit Wochen nicht auf mein Konto geschaut. Mach's mal, Luise, das gibt's doch nicht. Ich trau mich nicht mehr mittlerweile. Ich verstehe. Aber welchen Vertrag, hast du den Vertrag vorliegen irgendwo? Der ist da, aber... Ben, vielleicht kannst du... Luise, du musst uns zeigen, diesen Vertrag. Ich habe auch keine Ahnung von den Finanz. Ich mach nur Bastel, aber Ben... Wir müssen auf diesen Vertrag gucken. Das letzte Geld habe ich ausgegeben für Rubbellose. Ich dachte, dadurch kriege ich es noch irgendwie hin. Was, der armen Frau noch das Geld aus der Tasche? Die hat 2 Mark bekommen. Ich war so verzweifelt, ich dachte, wenn das Leben fair ist und der Herrgott auf meiner Seite, dann kann er diese Ungerechtigkeit doch ausgleichen. Dann habe ich alles im Lotto verzockt. Oh, okay. Luise, das ist alles schrecklich, aber jetzt sollten wir aufhören, hier rumzuweinen und mal zur Tat zu schreiten. Oh, Schrie, du hast recht. Wir müssen vorsichtig sein, weil es ist ein sehr sensibles Thema. Luise, zeig uns doch mal den Vertrag. Hast du den Vertrag? Ich kenne das. Ich habe auch all mein Geld verzockt. Das ist... Wir müssen zusammen einmal all dein Geld. Das ist mir so peinlich, es ist so dumm. Das ist der Hof von meinem Großvater und ich habe alles falsch gemacht. Luise, ich habe auch alles falsch gemacht. Ich kenne das. Zeig uns mal den Vertrag. Ich kenne mich auch so ein bisschen aus mit Finanzen. Also es geht, ihr geht rein, es gibt so ein kleines Büro und da holt sie aus einer Schublade. Ja, das ist alles. Ich meine, guck dir das mal an, wie viele Seiten das sind. Das ist doch. Dieu. Ich meine, das ist so klein gedruckt. Ja. Du bist jetzt auch kein Experte, aber dir fällt recht schnell rauf, das ist einer der schlimmsten Deals, die man überhaupt nur unterzeichnen kann. Mit Klauseln, dass Hof geht in Besitz über stückweise, ausgelassene Zahlungen und so weiter und so weiter. Was stückweise? Steht hier stückweise an die Sparkasse oder stückweise an Martin direkt? An Martin direkt. Das haben wir ja auch so noch nie gesehen, dass eine Bank einen Vertrag ausstellt, dass das dann am Ende der Privatperson gehört, das die Bank leitet. Wer ist denn der Schuldner? Ist der Schuldner denn die Bank, also dann der das geliehen hat? Schuldner ist jetzt sie, aber ich meine, wer das Geld ihr denn geliehen hat? Das Martin ihr geliehen oder die Sparkasse? Also wenn ich das richtig sehe, war das die Sparkasse, die das Geld geliehen hat, aber der Hof gehört am Ende Martin. Lese ich das richtig? Es ergibt nicht so Sinn. Es ist merkwürdig. Sowas hast du noch nicht gesehen. Das ist ein Betrug. Ja, wir haben schwarz auf weiß. Jetzt haben wir endlich was in der Hand gegen den Bastard. Oh. Ach nein, Leute. Das Luise, wir bringen das in Ordnung für dich. Damit kannst du zur Polizei gehen. Nein, aber ich bin doch selber dumm, wenn ich es unterzeichne. Mensch. Luise. Nein, das ist nicht rechtens. Das kann er nicht machen. Er kann nicht das Geld der Sparkasse nehmen, um dann deinen Hof dazu zu kriegen. Gib mir noch einen Monat. Luise. Gib mir einen Monat. Mensch, ich schaff's noch, wenn ich die Kühe zumindest ein Teile verkaufe. Luise, dann hast du denn... Wenn ich ein Teile davon verkaufe, das ist doch... Du bist hier das. Nein, das. Ich kann doch jetzt.
Nimmt doch keiner mehr ernst, wenn ich jetzt sage, die Dusseltrolle hat da irgendwas unterschrieben, was sie nicht versteht. Der Martin hat dich ja rausgenommen wie eine Kuh. Das dürft ihr niemandem sagen. Ich verkauf die Kühe und ein paar von den Hühnern und dann schaue ich, dass ich wieder auf die Beine komme. Luise, du kommst nicht auf die Beine. Jetzt schau der Realität doch mal in ihr grausames Gesicht. Jetzt hör mir doch mal zu, Luise. Du bist ja, ich muss dich jetzt hier wirklich mal einfach. Es tut mir leid, Monchery. Aber wenn du glaubst, du kommst aus der Nummer raus, dann hast du dich getäuscht. Hier sitzen zwei Männer, die bereits diese Situation hinter sich hatten. Ihr Geld nicht wiederzusehen. Luise, das gibt mich nimmt doch keiner mehr. Es gibt nur eine Chance. Ich will doch nicht der nächste Karl sein. Es gibt eine Chance für dich. Es gibt eine Chance für dich. Tut mir leid, Karl, so meine ich's nicht. Aber weißt du, wie die Leute über dich reden? Du weißt doch, sowas hängt doch Jahrzehnte hinterher, wenn man da sein ganzes Geld versaut. Weißt du, also verstehst du, was ich meine? Du bist doch gerade auf dem Weg, der nächste Karl zu werden. Jetzt ganz, also ich habe mir den Vertrag doch gerade durchgelesen. Bin ich nicht. Ich reiß das noch am Ende gehört der dir. Ich reiß das rum. Du kannst das war ein Fehler. Aber man muss doch auch mit seinen Fehlern leben und ich hänge mich rein und ich krieg das hin und ich dreh das wieder um. Aber wird das dein Vater gut finden? Also, dass du jetzt diesen ganzen Fehler auch noch durchlebst? Mein Vater wird sowas nicht unterzeichnen, aber ich bin so dumm und hab's gemacht. Und jetzt hab ich den Salat. Luise, du bist nicht dumm. Jetzt, ich muss weiterarbeiten, Luise. Mensch, so, das hilft doch nichts mit dem Gerede. Wegen der alten Zeiten. Man muss ja auch mal reinhängen können. Hör mir doch mal zu. Ich weiß doch, dass du ganz fuchsig bist. Du hast mir früher mal geholfen. Ich wollte fummeln und du hast gesagt, nein, wir müssen die Hausaufgaben machen. Oh mon Dieu, Mann. Weißt du noch, wie du dafür gesorgt hast, dass ich immer die Hausaufgaben gemacht hab? Und wie ich immer zu dir aufgeschaut habe, die Luise ist eine Schlaue. Und meine Mutter hat immer gesagt, wärst du mal bei der Luise geblieben, das war eine Schlaue. Ich Hornochse. Ja, so schlau, den Quatsch zu unterzeichnen. Nein, das kann jedem passieren, weißt du was? Okay, dann Ben, dann... Du bist betrogen worden, Luise, das ist doch nicht deine Schuld. Ich hätte es mir einfach durchlesen sollen. Hast du noch Geld? Ich hatte mal Geld, ja. Aber du hast doch... Ich bring das wieder in Ordnung, ich verspreche dir das, Luise. Wenn du nur mir ein bisschen was... Nein, ich bring dir das in Ordnung, du musst mir zuhören. Wenn du mir ein bisschen was leihen kannst. 5.000, das Luise, reicht schon. Luise, ich komm durch die nächsten Monate. Willst du deinen Hof behalten? Komm ich wieder auf die Beine. Ja oder nein? Ja! Dann hör mir doch mal zu! Wir alle hier, wir sind auf deiner Seite und wir bringen das für dich in Ordnung. Der Martin, der hat dich betrogen und ausgenommen. So. Das ist nicht deine Schuld. Ich bin auch Opfer von Betrug geworden. Aber... Ihr dürft niemandem sagen, nein, dass ich das gemacht habe. Aber du musst uns den Vertrag geben. Aber... Luise, wir helfen dir. Du darfst deinen Hof behalten. Babsi, du weißt doch, wie das dort ist. Ich weiß, sie werden drüber reden. Wenn du jetzt Initiative ergreifst und jetzt zur Polizei gehst und sagst, der Martin, der hat dich so hier... Die Enkelkinder reden da noch... Die reden schlecht über meine Enkelkinder. Nee, reden schlecht über den Martin, weil der dich über den Tisch gezogen hat. Und dann will er noch Schützenpräsident werden. Wo kommen wir denn da hin? Das musst du verhindern. Dann zieht er hier das ganze Dorf über den Tisch. Leute lachen doch, dass ich mich über... Das vergessen die. So, was hat denn der gemacht? Komm, das ist doch nicht in Ordnung. Das musst du doch auch verhindern. Wirklich. Damit die anderen hier nicht einfach seelenlos sagen, ach, guck mal, der Martin... Was habt ihr denn vor? Der will Präsident werden. Was habt ihr denn vor? Erstmal aufdecken, was der Martin hier Schlimmes mit dir gemacht hat. Das geht nicht. So einer darf nicht unser Präsident werden. Warum denn genau mein Hof? Was will er denn hier? Der hat doch nichts damit zu tun. Der weiß doch, dass das seit Jahren im Familienbesitz von uns ist. Ist hier irgendwas auf dem Hof? Hast du hier Bodenschätze? Gibt's hier Öl oder Gold oder irgendwas? Gold? Ja, was weiß ich denn? Hat der irgendeinen Wert noch, dieser Hof? Nein, das ist mein Hof. Das ist halt, wie viele Hektar hat dein Hof? Naja, schon ein, also, naja. Aber das ist doch alles Wald und also, wir leben doch schon ewig hier. Cherie, du darfst nicht schlecht über unser Dorf denken. No, ich denke nicht schlecht über das Dorf. Aber ich weiß... Ich war dumm, dusseldumm. No, es ist nicht deine Schuld. Es könnte jedem passieren. Es hätte auch mir passieren können. Aber ich habe keine Hof. Also er hat den Vorteil bei dir benutzt. Aber irgendetwas stimmt nicht mit dem Martin. Ich glaube, es ist etwas Komisches. Und jetzt, wo wir wissen, er hat dich in das Ohr gezogen. Irgendetwas muss auch sein mit Hans. Es muss etwas Komisches auch sein, was Martin mit Hans gemacht hat. Vielleicht auch etwas mit dem Geld, mit den Sparkassen. Hör auf, Cherie. Irgendeine Verbindung muss es geben. Weil Frau. Martin macht nicht korrekt Vertrag. Nein. Das kann nicht sein. Wenn Ben recht hat und er wirklich Bürgermeister danach werden will, wo kommen wir denn dann hin? Oui. Und wieso möchte er diesen Hof? Was braucht er? Er arbeitet in der Sparkasse. Was macht er mit diesem Hof? Nein, mit dem Hof. Was möchte er ihr? Luis, ich weiß, du bist sehr emotional gerade und vielleicht brauchst du einen Moment auch für dich jetzt.
wir vielleicht lassen dich ein bisschen in Ruhe, aber dürfen wir uns ein bisschen auf deinen Hof umschauen? Ja, klar, schaut rum. Vielleicht können wir etwas finden, einen Hinweis. Irgendetwas. Ich habe mal Winchelruten gehen gelernt. Oui. Ich könnte gucken, ob hier vielleicht irgendwie... Oui. Eine Winchelrute. 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 Oui. Gut. Das war gut. Oui, oui, oui. Oui. Wir müssen schauen, ob wir etwas rausfinden können hier. Weil es muss einen Grund haben, warum er möchte... Warum möchte er diesen Hof haben? Ja, das möchte er den Kühl? Oder was? Die Kühe interessieren ihn nicht. Lass mal von mir aus durch den Wald gehen. Was ist das? Oui. Die benutzt ihr selten. Oui. Was sagen wir, gehen in den Wald? Oui. Luis, wir gehen ein bisschen... Wir gucken uns deinen Öf an, ein bisschen. Ach ist, Gott. Ist diese okay? Ihr hättet den vor 10 Jahren sehen müssen. Jetzt ist es doch nur noch ein Schrotthaufen. Aber ja, sie kommt mit und ihr schaut euch den Hof an, ja. Sie übertreibt schon ein bisschen. Es ist nicht alles so wild, aber er ist schon ein bisschen runtergekommen und... Sie ist auch ganz alleine, also sie macht das alles, schuftet irgendwie da rum und das ist, also ihr seht nicht, wie das funktionieren soll. Ansonsten, um darum herum, viel Land auf jeden Fall und euch fällt auf, es ist sehr schön da. Es ist wirklich schön, also die Atmosphäre, die Natur, man ist erhöht, man schaut auf das Dorf runter, man schaut auf die ganze Landschaft runter. Das ist schon wirklich alles sehr schön. Und würfel mal auf Wahrnehmung, bitte. Warte, habe ich eine 8? Nehme ich mal die 8, ne? Ja. Leider nicht. Also ihr genießt auch einen Moment die Atmosphäre, oui. Den Duft der Bäume. Ja, also ich muss jetzt auch wieder los. Ich muss weiter. Ah, oh, oui, Luis. Merci. Du hast uns auf jeden Fall ein bisschen geholfen schon. Leider, ich konnte nichts erkennen auf dem Hof. Etwas Besonderes. Ah, Leute, wisst ihr was? Ich war ja nie raus aus diesem Dorf, ne? Oui. Aber einmal, als das mit Beate, ich weiß nicht, ob ihr noch Beate kennt, auf einmal zu Ende war und da bin ich ins Reisebüro gegangen und habe ich gedacht, okay, diesmal schaffe ich es, diesmal gehe ich raus und da habe ich diesen Katalog gesehen von der Schweiz und da war dieses Bergpanorama und der See und der Wald und das war so schön und da konnte man eine Reise buchen und ich habe gemerkt, okay, das sieht gar genauso aus wie hier und jetzt sehe ich das und das sieht aus wie damals auf diesem Katalog. Vielleicht will er hier irgendwie ein Hotel hinbauen oder sowas. Das Gelände ist groß genug mit dem See, das ist da traumhaft schön. Da könnte er richtig reich werden mit. Da hast du recht. Meine ja nur, also die Beate aber damals, also ein Dorf, ein Hotel in eure Dorf, in unsere Dorf? Also, machen die Nachbarschaft auch irgendwie wieder? Also. Zuzutrauen ist dem alles. Von wegen Heimat, der will die ganzen Tourichsee herholen oder was? Das sähe dem ähnlich, auf jeden Fall. Der feine Filialleiter. Gut, das heißt, ihr fahrt zurück oder was macht ihr wieder zurück? Ja, dann. Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt auch nichts wahrgenommen habe, oder? und das wahrscheinlich jetzt nicht viel bringen würde, wenn wir jetzt sagen, okay, oder wir können natürlich auch noch mal durch den Wald laufen, oder? Könnt ihr gerne machen. Also ihr habt euch ja jetzt umgeschaut und erstmal nichts gesehen. Und ich lasse dich nicht einfach noch mal würfeln. Nee, alles gut. Tut mir leid. Ja. Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal wieder zurück. Tja. Dann machen wir das. Okay, ihr setzt euch ins Auto, fahrt zurück. Und als ihr so nachdenkt und überlegt und zurück in die Stadt fahrt, durch einen sehr holprigen Landweg, nicht oft, wahnsinnig oft befahren, müsst ihr auch einmal über euren Schießstand drüber. Und so kommt ihr zurück in die Stadt. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind danach gleich wieder da, wenn es weitergeht mit Höhlgrund. Bis gleich. Grüß Gott und herzlich willkommen zurück bei Höllgrund. Unsere 4 Heldinnen und Helden sitzen gerade in dem Auto von Ben und fahren an dem Schießstand vorbei, wieder zurück in die Stadt Höllgrund, nehmen dort ein paar Abbiegungen und plötzlich kommt euch ein Auto entgegen, das ihr nicht kennt. Ungewöhnlich ist. Ihr kennt relativ viele Leute und es ist ein teures, schwarzes Auto, das direkt an euch vorbeifährt und es gibt einen kurzen Blickaustausch zwischen den Insassen und euch. Und du, liebe Sherry,
siehst ein bekanntes Gesicht aus dem Nachbardorf. Aus Warmetteron. Und die Blicke treffen sich und der Blick verwandelt sich in ein. Ihr fahrt vorbei und dir fällt auf, du liest an der Seite Pioneer Investment. Mhm. Ein Unternehmen, mit dem du hier und da Kontakt gemacht hast, du kennst die Aktie, ein international tätiges Immobilieninvestmentbüro. Ja, da habe ich viel spekulativ drauf gesetzt und die sind hart am Maxen gewesen, deswegen habe ich da viel Geld mit verdient. Ja. Hier fällt nur auf, geiles Auto, fährst. Geile Karre, muss man schon sagen, so, dann hätte ich auch gerne mal. Da habe ich das Geld nicht, weil mir jemand betrügerischerweise mein Geld abgenommen hat, aber eine andere Geschichte. So einen hätte ich auch mal gern. Das war ein Chevrolet 2000. Ja, aber wo will der hin? Der ist jetzt nur noch Schützenverein und dann kommt schon der Hof. Ihr seid schon ein bisschen in den Ort reingefahren. Gut, okay. Also es gibt schon andere Möglichkeiten. Ja, die habe ich ja noch nie gesehen. Es ist ja auch ungewöhnlich. War schon auf der Seite drauf? Fremde Chevrolet 2000, das ist das neueste Modell. Nee, 47er Felgen, V8 Motor. Was? Die Firma, die da drauf stand. Ja, Pioneer Investments. Eine Immobilienfirma. Oh, aber in unseren Dörf? Ihr verkauft doch. Also, was doch war einer, die denn hier? Naja, wir wissen von jemandem, der eventuell bald einen Hof hat. Oh. Ihr meint, das sind die das Hotel bauen wollen? Ja, oder irgendwas anderes. Oder irgendwas anderes? Vielleicht? Warum? Komm hinterher. Ich meine, die können ja ehrlich unter. Ohne festhalten, Leute! Schaltet euch fest, die Kurve ist sehr lang! Oh no, Ben! Fliehkräfte, Achtung! Ruhig, Ben, langsam, Ben, unauffällig. Nicht so schnell! Du gibst Gas, drückst das Gaspedal bis auf den Boden durch und nach einigen Sekunden kommt das verfolgte Auto wieder in euren Blickbereich. Okay, warte jetzt. Das habe ich mal in der Serie gesehen. Ben, man muss unauffällig. Meine Erd. Unauffällig gucken jetzt, Leute. Unauffällig. Oh no. Vielleicht gib mal ins Handschuhfach, da ist eine Landkarte. Tu mal so, als wenn du den Weg suchst. Ben, wir haben Höllgrunder Kennzeichen. Ach, Scheiße. H-Ö. Oder wie Cherie sagen würde, Ö. ist mir aufgefallen, dass sie die Person kannte, den Mann im Auto? Würfel mal Wahrnehmung. Oder zieh mal Wahrnehmung. Dir ist aufgefallen, dass Cherie kurz eingefroren ist, als die Blicke sich getauscht haben. Du hattest auch einen kurzen Blick in ein anderes Auto, niemand, der dir aufgefallen ist. Cherie, was ist. Ich hab gesehen. Wieso? Die in dem Auto, kannst du die? No, ich habe auch noch nie gesehen, diese Auto hier in diesem Dorf. Ich glaube nicht, nein. Und die Leute in dem Auto? Oh, ich habe auch meine Brille vergessen. Oh, ich habe sie gar nicht erkannt in diesem Auto. No? Ich weiß nicht. Ich dachte, du bist fernsichtig. Du brauchst die doch nur zum Lesen. Oh mon Dieu, aber Ben fährt so schnell, meine Erz macht. War das zu schnell für dich? Ja. Oh, das tut mir wirklich leid. Oh, ist sehr schnell. Das ist wirklich wie eine Gesenkte. Ich weiß, ich habe. Oh, okay. Also, vielleicht, ich habe ihn schon mal gesehen, einen, der da drin saß in Nachbarsdorf. Als ich bin einmal in Nachbarsdorf gefahren, zu den anderen Bastelladen, weil wir haben eine Gruppe auch und wir treffen uns immer mit den Bastelladen. Wir tauschen das neueste Blatt aus mit dem Papier und dem Bastel und dem Glitzer. Und ich glaube, ich habe den schon mal gesehen in den Nachbarsdorf. Ist mir schon mal aufgefallen, dass sie nicht da war? Nein. Aufpasse! Cherie, das ist... Oui? Wann warst du das letzte Mal im Nachbardorf? Es ist schon sehr lang her auch. Es ist sehr lang her. Weil ich bin auch viel lieber in unseren Dörf. Weißt du, was die Person da macht? Oder arbeitet die für diese Firma? Aber du hast gesagt, es ist eine Immobilie? Ja. Oui, vielleicht. Ich habe auch nur sehr flüchtig gesehen in anderen Dörf. Ich weiß gar nicht. Also, dass du überhaupt ins andere Dorf gehst. Oh. Ihr verfolgt das Auto weiter und ihr seht, das Auto biegt ein zu den Voglers. Aha. Scheiße. Ich parke hier, wo die das unser Auto nicht sehen. Oui. Okay, raus und zuhören? Oui, oui, oui. Die ganze Einfahrt rauf. Wie willst du denn da lauschen? Ja, wir müssen jetzt da unauffällig hinterher. Es ist unsere Chance. Ja. Wir haben jetzt. So, ich nehme an, du möchtest dein Auto außer Sichtbereich. Ja. Oder so gut ich sehen. Würfel mal heimlich, bitte.
Kann ich mal kurz ans Steuer? Ja. Ja, okay. Du machst das. Ich glaube an dich. Ja, gar kein Problem. Ach, scheiße, doch. Na ja. Also, aus dem Auto seht ihr, aus dem Auto steigen zwei Männer und eine Frau aus. Mhm. Alle Anzugträger, Koffer. Und der Mann, der auf dem Beifahrersitz saß, steigt auf und schaut sich direkt so um und findet euer Auto. Und ihr seht, er schreckt so ein bisschen den Hals nach eurem Auto. Weiter, Mann, der guckt doch. Ja. Hat er abgewürgt. Kurz Rücksprache mit den anderen beiden und geht auf euer Auto zu. Oh. Ihr seid schon noch ein Stück entfernt, aber Person kommt näher. Und es ist die Person, die erkannt. Oh Schatz, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Seid doch mal ruhig, Kinder. Cherie macht sich so ein bisschen, sie sitzt wahrscheinlich hinten, ne? Sie macht sich so ein bisschen so kleiner und dieser schöne Waldweg so nicht gesehen werden auch. Ja. Er kommt direkt an dein Fenster und schaut rein. Und schaut euch also so ein bisschen an. Also es ist ein junger, rasierter, gut gestriegelter, junger Mann, gut sitzender Anzug, rote Krawatte. Grüß Gott, sagen Sie, wo ist denn der Luxwanderweg? Grüß Gott. Christina? No? Christina? No, ich bin Cherie. Bonjour. Ach so, oh. Entschuldigung, ich dachte nur, ich... No, ich... No. Verzeihung. Oui, oui. Pardon. Oh. Okay, ich dachte, na, egal. Dann. Wer bist du denn? Ich? Ja. Ach so, ich bin der Johannes. Johannes wer? Johannes der Täufer oder was? Nein, ich bin von der Sparkasse Brückling. Ach, von der Sparkasse? Dann kennen Sie hier den Vogler, der ist ja auch bei der Sparkasse. Ja, natürlich, ja, den kenne ich gut. Hier wohnt er ja. Ich bin einfach professionelles Interesse, ich bin Investor auch. Oh, wirklich? Ja. Ich habe tatsächlich, also das Unternehmen, was ich habe gerade gesehen auf dem Auto, da steht Pioneer Investments, das bin ich großer Fan. Was die so machen und so. Mhm. Das ist auch hier in der Gegend aktiv, das wusste ich ja gar nicht. Soweit ich weiß, sind die überall aktiv, ja. Ja. Mhm. Ja. Hat mich gefreut und dann, ja. Johannes, eine Sache noch wegen des Hotels. Wegen des Hotels da oben, was ihr da bauen wollt, wo der Hof ist. Dürfen wir mal Wahrnehmung? Zimmerwahrnehmung. Kann ich mal übernehmen? Nee. Ja, wir müssen meine Schwächen ausspielen. Ach, meine Güte. Er verzieht keine Miene. Welches Hotel? Ja, was Sie da oben bauen wollen. Ich wollte nur mal sagen, ich bin Hotelhausmeister und falls Sie noch jemanden brauchen, also. Hier in Bispingen, da haben sie doch gedacht, dass sie da noch eins bauen wollen, oder nicht? Ich glaube, da muss ein Missverständnis offen liegen. Aber jetzt, wo wir schon im Gespräch sind, die junge Dame, kann ich sie vielleicht mal auf einen Kaffee einladen? Mon Dieu, vielleicht eine kleine Kaffee? Wirklich? Nee? Gerne. Also, ich gebe dir meine Nummer. Ich hab, okay. Ich hab Merci. Danke. Boah, der ist reich, irgendwie ein Handy. Wahnsinnig bekannt. Ja, freut mich dann. Bis bald. Oui. Ade. Au revoir. Und er geht zurück. Cherie, was war das denn jetzt? Oh. Das war brillant. Du hast die Nummer von dem Bankmann genommen. Deswegen habe ich genommen. Hier, ich gebe dir direkt. Aber du hast sie jetzt nur genommen. Ich wollte. Du kanntest den eigentlich. No. Der hat dich verwechselt, oder? Christine, ich weiß es nicht. Mein Name. Nein. Er hat verwechselt, weil Christine Cherie. Es ist fast dieselbe. Beides mit C. Oui. Aber ich kenne ihn nicht, diesen Mann. No. Ich habe ihn noch nie gesehen in meinem Leben. Aber ich habe die Karte natürlich genommen. Ich möchte keinen Kaffee mit ihm trinken. Aber wir haben eine Nummer und wir können anrufen. Steht da noch mehr drauf? Das ist eine klassische Karte, das rote Sparkassensymbol Johannes Bichler. Wir müssen anrufen? Aus Brücklingen, das ist der Nachbarort. Ja, alle Besucher haben sich jetzt auch in das Haus zurückgezogen und... Meine Liebe, oui. Du kannst Leute so gut um den Finger wickeln. Oh. Ruf doch da direkt mal an und tu doch mal so, als wenn du Investoren wärst und an diesem Bauprojekt. Nein, er hat dich doch gerade für wen gehalten? Christine? Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr den Namen. Und sag, du wärst diese Christine. Oh, no, mon Dieu, es ist... Nein, ich kann nicht das machen.
Es ist, mein Herz ist rein. Ich kann nicht so tun, als wäre ich einen anderen. Aber wir haben eine Nummer und wir können vielleicht anrufen und investigieren. Das finde ich nämlich hervorragend. Oui. Wir sollten sofort hier diese Telefonzelle, die zufälligerweise oui. Hier steht. Ist jetzt ja gerade da drin. Die steht vor dem Haus der Vogel. Vielleicht sollten wir sie diesmal abhängen, dass oui. Wir nicht beobachtet werden können, wie beim letzten oui. Mal. Ich hole Molton aus meinem Kofferraum und hänge die Telefonzelle okay, ja. ab. Gut, ihr telefoniert heimlich in der Telefonzelle, aber ihr wisst ja, wo die Person ist. Die ist da drin. Es klingelt ohne. Aber da sind ja noch mehrere Leute in der Sparkasse, wahrscheinlich, oder? Ja, okay, das ist seine Persönlichkeit. Ihr wollt nur bei der Sparkasse im Allgemeinen. Er hat ja die Karte gegeben. Das ist wahrscheinlich dann seine. Ja, ich meine, ihr könnt es auch ohne Verbindung am Ende probieren, ja. Wir können, wir können bei der Sparkasse anrufen und da. Guten Tag, Sparkasse Brücklingen, wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin nicht telefonieren. schönen guten Tag. Mein Name ist Ritchie Reichmann. Ich bin ein vermögender Investor. Ich habe viel Geld und ich suche immer gute Gelegenheiten. Nun, mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie hier über. Ich nehme mich nicht bei uns, sondern hier in. In den Höllgrund habe ich hier stehen, da dieses Bauprojekt, was Ihre Sparkasse finanziert. Da würde ich gerne einsteigen mit, ich bin sehr reich. Davon weiß ich nichts, tut mir leid. Ah. Vielleicht kommen Sie einfach in der Filiale vorbei. Nee, Sie kommt zu mir, ich bin reicher als Sie. Ist das, also, das müsste ich weiterreichen. Wer ist denn Ihr Ansprechpartner, wenn ich fragen darf? Wer ist der Typ noch? Johannes, oder? Oui, oui. Johannes! Was willst du hier wirklich sagen? Ah, der Herr Bichler ist gerade nicht im Haus. Soll er Sie denn zurückrufen? Ja, nee, das ist nicht nötig. Wie war Ihr Name noch? Ach, ist auch egal. Klick. Hast du etwas rausgefunden? Nee, überhaupt nicht. Oh, mon Dieu. Das ist eine Krise. Ich weiß nicht. Okay, also. Was machen wir jetzt, Ben? Ruhe, Gewalt ist immer eine Option. No. Okay. Du hast immer noch eine Beule an deinem Kopf. Dein milder Blick. Oui, für mich. Dein Blick besänftigt mich. Das ist. Ja. Ich kann nicht so lange in diese regleichen Augen schauen, ohne dass meine Wut verfliegt. Ich kann dich nicht angucken. Guck nicht, also, Ben, guck nicht. Ich könnte versuchen, um das Haus rumzuschleichen und falls ich erwischt werde, sage ich einfach, ich bin da, um nochmal mich bei Katharina zu entschuldigen. Dann nimm Blumen mit, Jung, tu das dem Kind nicht nochmal an. Hier ist ein Blumenbeet, warte, ich schrupf dir was. Du kannst doch nicht die Blumen. Ja, zu spät, hier. Oh, mon Dieu. Okay, du hast deinen improvisierten Blumenstrauß. Machst du dich auf den Weg? Mach den vorher schön. Oui, gib mir den Blumenstrauß, ich sortiere noch so ein bisschen und pick das so ein bisschen zurecht. Ich versuche mich an das Haus ranzuschleichen und um das Haus rumzuschleichen, zu gucken, ob ich irgendwie durch ein Fenster gucken kann. Gut, würfel mal auf heimlich. Gott, ich hoffe, das ist ein kann ich ihm nein. Feuer? Okay. Da muss er durch. Ah, das ist ja echt schwer. Die Chance sind 1-4, das ist ja, okay. Ja. Es dauert nicht lange, dass Marius dich aus dem Fenster anschaut, das Fenster öffnet und sagt, was willst du denn noch hier? Willst du noch eine Abfuhr abholen oder was? Ich habe Blumen mitgebracht. Sind die für mich oder was? Also ich wollte die einfach Katharina vorbeibringen, aber vielleicht kannst du ihr die einfach geben. Es wird wirklich immer erbärmlicher. Du gehst ans Fenster, gibst ihm die Blumen und erhascht einen Blick durchs Fenster und siehst, dass im Wohnzimmer eine Runde Leute zusammensitzt, unter anderem die drei Anzugträger und Martin und noch jemand. Kann ich das auf Wahrnehmung checken, wer das ist oder ist das, weiß ich das nicht, aber nicht. Achso, die Person, die letzte Person siehst du nur den Rücken von. Aber du siehst Martin und die anderen auf jeden Fall. Okay. Ja. Ich gehe zurück zu euch. Er kommt wieder an ohne Blumenstrauß. Und? Ja, ich wurde erwischt und dann habe ich einfach den Blumenstrauß dem Martin gegeben. Aber warum denn den Martin? Damit er dir den weitergibt. Das heißt aber, Martin hat dich jetzt gesehen, wie du vorm Haus rumlungerst? Ja, aber er hatte jetzt den Blumenstrauß, deswegen weiß er, dass das nur deswegen war. Du hast den Blumen den Vater gegeben? Marius. Oder den Brüder? Marius. Ja, Marius. Den Bruder. Ja. Oh, mon Dieu, ich habe schon gedacht, das ist eine Katastrophe. Oui. Ja, aber du wolltest Katharina geben, den Blumen? Warum hast du gegeben, den Brüder? Ja, ich wurde erwischt und dann habe ich schnell einfach gehandelt. Von also wurdest du nur von Marius erwischt? Ja. Und im Haus oder vorm Haus? Ja, ich konnte kurz reingucken ins Haus und habe ich gesehen, dass die zusammensitzen. Oh.
Diese Männer, die wir da gerade gesehen haben, von diesem Investment-Dings und hier ihr Lover, ihr Neuer. Oh, no. Hast und du was laut, also was haben die gesagt? Ich habe leider, leider nichts gehört. Aber da war doch jemand mit dem Rücken, den habe ich nicht gesehen. Und Martin, also die scheinen auf jeden Fall unter einer Decke zu stecken. Hast du etwas gehört? Sie? Dann müssen wir doch zur Polizei gehen. Es dauert nicht lange und die drei Herren und Damen verlassen das Haus wieder und ihr seht, sie steigen ins Auto. Und wieder schaut sich der eine Herr um und das Auto steht noch da. Und ja, er steigt aber trotzdem in sein Auto erstmal. Los, Leute, ich glaube nicht, dass sie uns gesehen haben. Schnell ins Auto. Oh, oui. Das Auto braust an euch heran und bleibt neben euch stehen. Mhm. Johannes sitzt am Steuer und winkt dir nochmal zu. Oui. Fährt das Fenster runter? Du, wenn du heute Abend schon Zeit hättest, hättest du Lust? Mach das. Ja. Mach das. Oui. Aber natürlich, ich würde sehr gerne. Ja, sehr gerne würde ich auch heute Abend einen Kaffee trinken. Im Café Talblick? 19 Uhr? Oui. Schön. Ich habe Zeit. Oui. Gut. Bis okay, dann. Bis später. Tschüss. Er fährt das Fenster wieder hoch und fährt weg. Oh, ich wollte gar nicht eigentlich mit ihm treffen, aber er denkt, es ist eine gute Idee. Wir das ist die beste Idee. Du setzt dich dahin und wenn er kommt, kommen wir drei ins Café und sagen, ah, oh, Cherie, oulala. Wie zufällig, dass wir da sind, wo wir mitbekommen haben, dass ihr euch gerade was abredet habt. Setzen wir uns doch und dann sagst du, oulala, das war aber jetzt hier no. Und dann sitzen wir aber schon da. Das halte ich für eine dumme Idee. Oder wir setzen uns einfach in die Ecke und hören zu, was sie sagt. Oh, mon Dieu. Aber ihr braucht eine Verkleidung. Kannst du uns nicht eine Verkleidung geben? Ein bisschen basteln, aber es ist zu auffällig. Ihr müsst eine Zeitung nehmen und kleine Löcher reinmachen in die Zeitung. Das ist eine wahnsinnig gute Idee. Alle drei? Ja. Es ist sehr unauffällig. Niemand wird bemerken. Ihr Franzosen seid tricky. Oui, können wir nicht einfach trinken wie sonst? Da fallen wir doch am wenigsten auf. Ertrinken? Trinken. Trinken. Okay, also ihr möchtet euch abends in dem Café verstecken, ihr drei. Ja. Du kannst das auf jeden Fall ein bisschen anleiten, dann kannst du einmal auf heimlich ziehen und kannst denen auf jeden Fall einen Bonus geben, indem du denen die anleitest und irgendwie einen neuen Hut oder was auch immer. 10, okay. Dann würde ich sagen, die 6 durch euch drei, jeder von euch kriegt 2 Punkte Bonus auf heimlich, wenn es denn sein soll. Gut, ja, wir springen zu dem Abend. Wie positioniert ihr euch in dem Gasthaus? Ihr habt euch versteckt in einer anderen Ecke und du sitzt bereit. Mhm. Ich habe mich schick angezogen auch. Mit einem. Aber wir sitzen so, dass wir ja auch hören können, logischerweise. Gut, wie du meinst. Aufgeteilt? Sollen wir in die Bar gehen oder so? Bin ich verkabelt? Nicht was. Ist da ein Automat, wo man Geld reinwerfen kann? Damit da möchte ich mich dran setzen. Alles klar. Dann auch so mit dem Rücken, so, dann sieht man dich nicht. Es dauert nicht lange und ihr hört ein bekanntes Motorengeräusch vor der Tür auffahren. Und es dauert nicht lange und Johannes steht allerdings diesmal nicht im Anzug, sondern in fescher Zivilkleidung. Und er blickt sich um, sieht dich sofort und kommt auf dich zu und Bonjour, Johannes. Oh, oh la la, die Dame. Freut mich, ja. Oui. Ja, freut mich, dass das geklappt hat. Oui, mich auch. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mich angesprochen haben, auch. Aber jetzt muss ich wirklich noch mal fragen, jetzt wo ich dich hier so sehe, du bist doch Christina, oder? Ich erinnere mich doch an meinen ersten Arbeitstag in der Filiale. Johannes, ich weiß jetzt, was du meinst. Ich habe eine Schwester, die heißt Christina, vielleicht. Sie hat mich auch mal besucht hier in dem Dorf und ich habe ihr auch den Nachbardorf gezeigt und sie sieht sehr aus wie ich auch. Cherie, also wir können gerne dieses Spiel spielen. Ich bin ein Freund von Rollenspielen, aber ich erinnere mich doch an meinen ersten Arbeitstag. Als jemand reinkam und gefragt hat wegen eines Kredits. Cherie rutscht so ein Stück so zu ihr, weil sie merkt, das hat jetzt nicht mehr so viel Sinn, Widerstand zu geben. Johannes, es muss unter uns bleiben. Es darf hier keiner erfahren. Gerne. Okay. Ein gemeinsames Geheimnis. Ich habe mir hier ein Leben aufgebaut mittlerweile und ich habe hier Fuß gefasst. Hey Cherie, dein Geheimnis ist sicher. Wir können uns gerne treffen, auch mal auf ein Käffchen bei dir im Dorf, aber ich habe mir hier das aufgebaut.
Und das machst du mir hier nicht kaputt, Johannes. Ich wollte es nur wissen. Ich wollte nur wissen, ob ich verrückt bin oder... Oui, non, non, Johannes. Vielleicht, ja, wir haben uns auch schon mal gesehen in den Nachbardorf. Das kann sein, oui, ja. Vielleicht ein klein bisschen. Oui. Ja, willst du einen Kaffee oder einen Cappuccino? Was trinkt man in Frankreich? Oh, einen kleinen Tee? Und es entsteht ein durchaus charmanter, flirtiver Abend zwischen den beiden. Also, möchtest du etwas speziell ansprechen bei ihm? Oder ansonsten würde er sich einfach normal flirtig mit dir unterhalten? Und ihr drei könnt das auch gerne alle mithören. Ja, ja, also haben wir das gehört, sonst würde ich wahrnehmen. Also, nein, also das was sie geflüstert hat, hast du nicht. Okay. Also ihr könnt euch mit unterschiedlichem Unwohlsein diesem Date anschließen. Aber es ist jetzt nichts unbedingt interessant. Was? Und was machst du dann hier? Also im Dorf? Oh, oui, ich habe einen wunderschönen Bastelladen aufgebaut. Vielleicht möchtest du mich einmal besuchen. Oh, ja, aktiv werden. Du bastelst du selber oder verkaufst? Oui, oui, ich bastel und ich biete auch. Weißt du, ja, du bist auch nicht gut. Ich glaube, ich habe meine Leidenschaft. Du kannst doch bestimmt ein Auto aufbrechen. Oder? Ja, natürlich, ich bin ja Automechaniker, fast schon. Ja. Ausheben? Okay, das ist eine hervorragende Idee. Also genau genommen war das die kriminelle Energie von hier, aber... Ja, ich weiß. Die Idee ist so gut. Die Gelegenheit ist natürlich durchaus... Ja, wir wissen, dass er hier ist. Okay. Dann stimmt, halten wir Wache. Ich glaube, das wäre perfekt. Ich glaube, ich mache auch manchmal ein bisschen Dekoration. Wir bleiben hier und du gehst raus und du brichst das Auto auf. Hast du irgendwas? Ich habe auch sehr viel Ahnung. Erstmal ein Schnaps, ja. Ich habe in meinem Auto noch so ein... Aber Draht. Dann versuch's mit einem Draht, wenn du bist der Autoprofi. Da war's. Während dieses Date am Laufen ist, gehe ich raus und versuche mir Zutritt zu dem Auto zu verschaffen. Ja, du findest das Auto. Es ist das Auto, das schwarze Auto. Durchaus teuer. Mhm. BMW. Aber es ist zu. Ja, aber ich bin ja Automechaniker. Ja. Und da ist es auch oft so, wenn Leute sich aussperren, das war in den 80ern, 90ern so, dass die Autos vielfach keine Dingsbums hatte oder Schlüssel durchs im Auto Fenster. Vergessen, musstest du durchs Fenster mit dem Draht und das habe ich schon tausendmal gemacht. Das war aufregend. Und ich kenne ja auch den Chevrolet 2000, das ist ja eines meiner Lieblingsautos, ich weiß genau, wie der aufgeht. Worauf möchtest du denn würfeln? Das? Ja, das Problem ist, ich habe jetzt nicht Auto aufbrechen. Das ist halt, also das ist halt leider einfach heimlich. Ne? Also wir im Automechaniker bezeichnen das Öffnen auch immer ein Kampf mit dem Auto, ein Stück weit. Nein. Wir kriegen einen Heimlichkeitsbonus. Also, du kannst von mir aus gerne auf heimlich ziehen. Du kriegst die zwei Bonus, er ist abgelenkt. Okay. Und das beinhaltet jetzt aber sowohl schaffst du es, als auch wirst du gesehen. Das heißt, du musst jetzt keine vier mehr schaffen, sondern nur noch eine zwei. Ich lese das Ergebnis einfach in deinen Augen. Das war so knapp. Wow. Dir gelingt es auf jeden Fall. Es dauert lange. Aber Cherie hält dir den Rücken frei, er kommt nicht raus, du hast Zeit und du nackelst da rum und hin und her und rum. Und mit ein wenig Demolierung. Du hast Glück, dass an dem Abend nicht viel los ist. Du schaffst es, das Auto zu öffnen und du findest auf dem Rücksitz einen Aktenkoffer liegen. Das Auto wieder zu und... Hast du das auch gehört? Oh, no, no, ich habe gar nicht gehört. Du bist so lustig, Johannes. Ich habe vermisst auch einen lustigen Mann. Nein, manchmal, ich habe einen kleinen Üsten. Warte mal ganz kurz. Ich schau mal kurz nach. Johannes, aber ich habe noch eine Frage, weil vielleicht ich kann dich auch mal besuchen in deinem Dorf und du kannst mir mal deinen Dorf zeigen. Ja, okay. Das wäre sehr schön, ja. Dann kannst du mich mitnehmen und du kannst mir eure Bäcker zeigen. Okay. Habt ihr auch einen Schützenverein? Eigentlich? Oui? Nein. Wir haben einen Wanderverein. Oh, aber oui. Ich bin nicht so der Wandertyp. No. Aber also du schaffst es auf jeden Fall in Zurückzeiten. Ja, ihr seid safe und ihr habt den Aktenkoffer. Wow. Naturtalent. Ich wollte dir signalisieren, dass wir gehen. Ja, okay, hab ich nicht gerafft. Okay. Aber ja, ich werde wahrscheinlich bei dir bleiben, weil ich ja noch in dem Modus bin, dass ich dich ablenke. Wie du möchtest. Also von mir aus, du kannst auch mal Wahrnehmung ziehen, ob du das gecheckt hast. Ja, weil ich habe das gerade richtig gecheckt. Okay, ruhig. Ich habe eine 8. Ja, also. Oh, verlängern. Ihr seid quasi telepathisch verbunden. Ja, du checkst, dass sie den Aktenkoffer gefunden haben. Du checkst, dass sie weg müssen. Krieg ich alles mit. Ja. Walkie-Talkies. Ja, cool. Ich weiß gar nicht, wie ist das so im Schützenverein? Was macht man da so? Also ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so gut aus, was die Männer dort machen.
Ich glaube, sie schießen ein bisschen mit. Wahrscheinlich, ja, nehme ich an. Ja, oui, oui. Aber ich mache schöne Tischdecken mit guten Farben, das alles harmoniert, weil ich denke, wenn harmoniert mit den Farben, man kann auch besser schießen. Wow. Oui. Es ist ja auch beeindruckend. Ich finde das super, wie du so Details siehst und dich so auf Kleinigkeiten fokussierst. Finde ich richtig toll. Oui, oui, oui. Man merkt dir das total an, dass du total Stil hast und dich für sowas interessierst. Oui, merci, oui. Ich irre also, öfter. Ich sag mal so, meine Wohnung ist total kahl und wirklich, ich bin da, ich kann das gar Karl? Nicht. Karl? So. Ich kenne auch einen Karl. Hast du einen so, Karl? Nein. Ich meine Karl im Sinne von leer und sowas. Oh, ein. Und ich glaube, du könntest da bestimmt auch ein bisschen Farbe reinbringen. Und oui, oui. Ja. Ich glaube auch, es ist mein Talent. Und meine Bestimmung in Leben, Farben reinzubringen. Ey, wenn du willst, komm doch gerne mal vorbei, wenn du Zeit hast. Vielleicht nächsten Wochen. Ich habe auch ein bisschen noch zu tun. Wir haben einen Schützenverein. Wir müssen neue Wahlen machen. Es ist ein bisschen stressig, aber in nächsten Wochen vielleicht. Okay, ja, du, wie du willst. Oui, aber Johannes, es ist ein bisschen spät geworden. Ich habe völlig Zeit vergessen, mit dir zu reden. Es ist Zeit verfliegt. Ach so, wir treffen uns nochmal, ich rufe dich. Gerne, natürlich, klar. Dann kannst du mir das zeigen mit deinem ganzen Deko-Ideen und so und dann überlegen wir, was wir machen. Vielleicht für die Filiale oder auch für meine Wohnung oder so. Ich werde mir Gedanken machen, welche Farben ich sehe in deinen Augen. Ich meine, Sparkasse ist viel rot, ne? Da musst du halt mit arbeiten. Wir müssen einen Kontrast machen. Okay, ja, hat mich gefreut. Soll ich dich noch nach Hause bringen? Merci. Komm, fahr bei mir mit, ist kein Ding. Okay, sie kann nicht nein sagen. Ihr geht zu seinem Auto und denkt, was ist das denn? Oh mon Dieu, was ist immer schon so an deinem Auto? Hier hat jemand eingebrochen, das kann doch nicht sein. No. Ich hab doch gesagt, da war was. Oh no. Scheiße. Ich habe nicht gemerkt, ich war in meinen Farben. Verdammt nochmal, meine Unterlagen. Oh, Johannes, es tut mir so leid für dich, aber ich muss wirklich jetzt auch nach Hause. Ach, du kannst mich ja nicht mehr fahren. Dein Auto ist kaputt. Doch, also wenn du willst, ich kann. Ich rufe einfach meine Freundin an. Nein, Quatsch. Nein, du musst jetzt hier nicht in der Dunkelheit und so. Dann komm, ich fahre dich nach Hause, aber das kann doch nicht sein, ey. Oh, es ist eine. Zum Glück ist mein Handy noch da. Oui. Gut, scheiße, ey, gerade jetzt. Es tut mir so leid auch, ich habe gar nichts mitbekommen. Dann steig ein. Oui. Ja. Steigt auf dem. Ja, also er ist sauer und sagt auch nichts mehr, aber er fährt dich nach Hause. Merci. Und lässt sich raus und fährt weg. Zum Glück. Ich nehme an, ihr trefft euch an der Tankstelle oder wir haben davor ausgemacht. Tatsächlich gab es eine gute Tanke. Das habe ich auch mit meiner Wahrnehmung da wahrgenommen, dass wir uns an der Tanke dann. Ja, das war. Genau, deswegen warte ich erstmal, bis er dann wegfährt und dann gebe ich mich auch wieder. Ja. Ist ja alles relativ nah dran wahrscheinlich. Genau, also du findest die drei vor, wie sie um diesen Aktenkoffer herumstehen und du kommst rein. Und die sind da. Oui, Babsi, mon Dieu, er hat bestanden darauf, er fährt mich nach Haus und sein Auto war aufgebrochen. Nein! Ihr wart das? Nein! Er hat gesagt, seine Koffer ist geklaut. Oh, das muss Zufall sein, dass dieser Koffer exakt so aussieht wie sein Koffer, aber ey. Das ist Nappa-Leder. Das ist Nappa-Leder? Mhm. Habt ihr das in Frankreich auch? Ich habe noch nie gehört. Also wollen wir mal reingucken? Ja, wir müssen das zelebrieren. Erstmal gibt es einen klaren hier. Du hast morgen. Mach einen doppelten. Ich kann nicht mehr. Ja, das Glas ist schon voll, ich kann nachschenken. Mach einen noch einen. Ich könnte noch was in der Badewanne schnell destillieren. Oh, merci. So schlimm gewesen. Ich habe abgelenkt, wo ging, aber es ist nicht meine Typ, Ben. Das kann ich gut verstehen. Ich mag nicht den, was ist denn dein Typ den Businessman. Prost, ich brauche einen Freigeist. Und so, und ich kann nicht mit Finanzen. Von der Haarfarbe, eher so blond auch. Oui. Ich mag blonden Mann. Ben, hast du den angefasst mit deinen Händen? So ganz. Was? Nein, ich bin doch kein Amateur. Scheiße. Ich nehme den Lappen und wisch erstmal alles ab. Gib mir mal hier. Karl, hol mal einen Handschuh aus dem Toilettenbereich. Ja, ich weiß, wo die sind. Das Klo, ja. Wow. Das sind Akten. Ja, ihr öffnet das ganze fachmännisch und ihr findet eine ganze Reihe Akten. Ihr schaut euch das mal an, jeder nimmt sich so ein paar Blätter davon, aber relativ schnell setzt ihr zusammen einen Plan für ein Neubau-Investmentprojekt. Und zwar
das Hotel Waldluft, das auf den Plänen genau da eingezeichnet wird, wo Luises Hof jetzt steht. Was euch aber vor allem auffällt in dieser Korrespondenz und den Planungen und Aufstellungen, ist, dass eine Zufahrtsstraße benötigt wird, weil mit großer Anzahl von Gästen gerechnet wird. Und diese ist nur möglich, wenn man sie durch den Schießstand baut. Ein Schießstand, den ihr am Wald habt, gehört im Schützenverein. Große Fläche mit den Zielscheiben. Und genau da muss die Straße durch, um zum Hotel zu führen. Aber ich wusste es. Ich habe so schöne Blumen gepflanzt, dort, wo sie ihre Straße durchbauen wollen. Ich kann nicht glauben. Der Amerikaner würde sagen, Ladies and Gentlemen, we got him. Nein, was wir haben, das? Ja, nichts haben wir. Ich weiß doch was. We got him. We got him. Du, was bedeutet das? Wir haben ihn. Okay. Ja. Den Beweis. Wir haben ihn, Leute. Oh. Darauf einen klaren hier noch. Nebu. Wie können wir dem zeigen, dass wir das haben? Das hast du geklaut. Also, guck mal, wir gehen jetzt damit zu Luise, lassen uns den Vertrag geben und dann haben wir alle Beweise, die wir brauchen, um an dem Wahlsonntag zu zeigen. Aber dann müssen wir Luise sagen, dass wir es geklaut haben. Gib mir einen Abend. Jetzt egal. Im Angesicht dieses ungeheuren Verbrechens. Wenn die Luise einen Abend in der Kneipe ist und über den Durst trinkt und jammert. Denkst du nicht, dass die das erzählen wird? Wir haben den Koffer gefunden, weil vielleicht ist irgendjemand in das Auto eingebrochen und der dachte, da war was Wertvolles drin. Und dann hat er den Koffer an der Tankstelle entsorgt. Hat er dich nach Hause gefahren? An der Tankstelle hat er den entsorgt. Weil da fährt man immer vorbei, dann hat er den aus dem Fenster rausgeschmissen, zufällig an der Tankstelle. Denk mal doch direkt an das Ben. Warum machst du dir jetzt so viel Gedanken über die Luise? Nicht über die Luise, über das Dorf, wenn die hören, dass du das geklaut hast. Aber du bist doch die Tratschmutter Number One. Also das kannst du doch verhindern. Also. Dann sagst du einfach hier, die hat Halluzinationen. Leute, die wollen eine Straße durch den Schützenverein. Das ist wahr. Glaubt ihr, die haben nicht andere Probleme dann, wenn das rauskommt? Der Junge kommt von woanders weg, also. Ja, ihr habt recht. Aber ach, sie können nicht machen? Durch unseren Verein? Nie im Leben. Straße bauen? Nur über meine Leiche. Ui. Dann schmeiß den Koffer aber irgendwo mal in den Schlamm, damit er aussieht, als wäre er halt auch rausgeworfen worden aus einem Auto. Aber wen zeigen wir dies? Dass, wenn der Wahlabend kommt und der Martin seine Rede hält, siegessicher mit seinem Sunnyboy-Grinsen, mit seinem Voglergesicht, seiner Geiernase. Danach gehe ich als Gegenkandidat auf die Bühne und dann zeigen wir den Leuten die Beweise. Mit einem Overhead-Projektor. Und wenn er dann nicht gelyncht wird, dann will ich nicht länger Playboy 51 sein. Ihr hört das Knattern von zwei Mopeds. Die vor der Tankstelle vor. Scheiße. Das muss verschwinden. Ja, los, alles in den Hinterraum hier. Marius und Rolf, die beiden Söhne von Martin Vogler, steigen ab und machen sich auf den Weg zur Tür. Karl, du hast heute Dienst in der Tankstelle. Wir sind nicht hier, wir bleiben hier hinten. Verkauf dir die Zigaretten. Zur Tür rein. Wir sind im Hinterraum. Abend. Würfel mal auf. Zieh mal heimlich, bitte. Ja, aber ich hab's ja extra gesagt vorhin, ich habe mir eine Tankstelle gejobbt, tatsächlich. Da gibt es einen Verkaufsraum, und dann gibt es durch ein schmales die Personaltür gibt es einen Hinterraum und da ist tatsächlich, da sind Toiletten und Büros für die. Okay. Also das ist ein ganz normaler Raum. Du meinst, man kann sich gut verstecken? Ja, komplett. Okay. Alles klar, dann kriegst du einen Bonus plus 1, das heißt, heimlich brauchst du nur eine 3. Deine Tanke war besser als meine. Du hast die 4. Ja. Die 4, aber du brauchst eine 3 oder höher. Ja, eine. Hast du mir nicht einen Bonus gegeben? Ja, deswegen musst du aber nur 3 machen. Normalerweise musst du 4 haben. Achso, das war der Bonus von mir. Du brauchst eine 3 oder eine 4? Okay. Oh, verlängern. Kannst verlängern. Alles klar. Super. Also, die beiden kommen rein und sehen Karl. Noch einer. Ja, muss ich überhaupt. Also guten Abend. Womit kann ich euch helfen? Na? Alles wieder gut bei dir? Ja, wie kamen die Blumen an? Geht so, um ganz ehrlich zu sein. Also, sie kommen beide auf dich zu, gehen ganz nah an dich ran. Hast du eigentlich eine Ahnung, was du meiner Schwester angetan hast? Die Arme wartet 10 Jahre auf dich. Und dann kommst du, Vollidiot, da, stammelst da irgendwie so eine halbe Entschuldigung hin und willst dann irgendwas über unseren Vater wissen? Hast du eigentlich einen kompletten Schaden? Hä? Ich habe mich nur entschuldigt. Überhaupt nichts hast du, einen Scheiß hast du. Du passt jetzt mal auf, mein Lieber. Du haust hier wieder ab.
Wir wollen dich hier nicht mehr in Höllgrund. Wir wollen dich hier nicht mehr haben. Wir wollen dich hier nicht mehr sehen, ja? Du sagst meiner Schwester, dass es Schluss ist und dass du ein Arschloch bist und dann ist gut. Und dann haust du ja ab und für immer, okay? Haben wir uns verstanden? Ich mag sie inzwischen eigentlich ziemlich sehr. Er schlägt dich. Oh Gott. Was hast du denn für einen Kampfwert? Nahkampf? Ja, Nahkampf. Kann ich nur mal ganz kurz erfragen, wo Cherie und Babs... ihr habt euch alle versteckt. Okay, ja. In dem Hinterraum. Okay. Ja, ja, okay. Also ihr habt versteckt, ihr hört das, ja, auf, okay, jeden Fall. Und du hast nur zwei. Also würfel erstmal Gewandtheit, bitte. Gewandtheit habe ich 6. Okay, dann darfst du erstmal Gewandtheit ziehen. Das ist 6, ne? Ja, alles klar. Sehr ungewandt auf jeden Fall. Also du kriegst deine Hände nicht in die Höhe, gar nichts. Er schlägt dir einfach ins Gesicht und du kriegst 10 Schaden. Also du donnerst hinten gegen die Zigaretten und sein Bruder schlägt auch zu, trifft auch und du kriegst nochmal 5 Schaden. Schlägt dir einfach in den Bauch. Also ihr hört, er wird gerade... Gibt es einen Hinterausgang? Ja, ja. Ich würde gerne mal, ist ja mein Büro, Tankstelle, da gibt es ja auch... Brecheisen, Werkzeuge aller Art und so. Ich würde gerne gucken, was ich als Waffe auf jeden Fall benutzen kann. Ja, was du da hast für genau die Situation, dass Leute Ärger machen. Baseballschläger. Okay, wie du meinst. Ich nehme meinen Baseballschläger, ich höre ja das Gerammel. Auf jeden Fall. Ich renne raus. Und würfel du auch mal Gewandtheit, bitte? Oh, scheiße, ey. Also zieh mal Gewandtheit, bitte, wie schnell das geht. Ja, okay. Yo. Nice, nochmal, komm. Okay, alles klar. Egal. Also, du hast auf jeden Fall einen großen Erfolg. Du schnellst da raus. Und kriegst die Attacke erleichtert, weil sie dich nicht anschauen. Mhm. Das heißt, du brauchst nur in dem Fall nur eine 2, um zu treffen. Das ist ja Nahkampf, ne? Ja. Oh. Okay. Also, du kommst angerannt und schlägst direkt neben seinen Kopf, schlägst komplett in die Zigaretten rein. Du darfst auch zurückschlagen, wenn du möchtest. Möchtest du kämpfen oder nicht? Ich glaube, ich möchte nicht zurückschlagen. Alles klar, gut. Dann kriegst du ein zweites Mal in den Bauch geschlagen und 4 Schaden. Ich würde gerne aus dem Hinterzimmer rauslaufen und quasi einmal um die Tankstelle rumlaufen, um dann passantenmäßig durch den Eingang zu kommen, okay, auch wenn das länger dauert. Zielgewandtheit. Da habe ich die 6. Oh. Das war unter bei 8, naja. Mhm. Okay, 6, wow, nochmal. Ich bin sehr blitzschnell läufst du durch die Gegend. Möchtest du auch was machen? Ja, ich glaube, Cherie ist gerade so ein bisschen damit überfordert, dass alle einfach weggerannt sind. Ja. Und würde gerne so ein bisschen aus diesem Räumchen, Hinterräumchen so vorluken und sieht, wie er komplett verdroschen wird. Ja. Wie viel Lebenspunkte hast du wieder vergessen? 5. Okay. Hast du ihn geschlagen? Nee, wie er in die Zigaretten schlägt. Ja. Alles geht durcheinander. Cherie ist komplett überfordert. Körperliche Auseinandersetzungen sind nicht ihr Ding. Aber sie weiß, sie muss irgendwie helfen. Sie muss irgendwas machen. Und dann greift sie sich so ein Schokoriegel da so von der Verkaufstheke und zielt einfach auf das Auge von Marius, okay, ne, dem Größeren, der muss erstmal, und zielt so mit ganz viel Gewandtheit. Das Fernkampf ist das. Ganz viel Fernkampf. Ja, Fernkampf, da hast du eine 6, zieh die 6. Ja, sie zielt mit diesem Schokoriegel, versucht das so ein bisschen, ne, die bewegen sich ja auch, ist ja auch nicht so easy, ne, eine 6, ja. Okay. Oh. Ja, ne? Sie hat es versucht. Also du wirst gerade zusammengeschlagen und auf die fällt auch noch ein Schokoriegel drauf. Ah, mon Dieu! Währenddessen dreht sich Rolf dir zu. Und wie viel Kampf hast du nochmal bitte? Kampf 3. Alles also klar. 8. Er schlägt zu und du kannst ihn parieren. Du haust mit dem Baseballschläger dazu, er dreht sich zu dir, will dir eine reinhauen, du weichst aus. Du bist wieder dran. Ja, ich nehme meinen Baseballschläger und hau dem einfach sowas von 1 über. Ja, auf die 3? Richtig hart. Auf die 3? Nee, auf die 12. Okay. Alles klar. Du triffst, darfst Schaden machen. Das ist 2 Stärke. 2-mal Stärke. Also du darfst 2 Karten ziehen mit Stärke. Bam und bam. Okay. Also du donnerst ihm deinen Baseballschläger komplett gegen den Kopf. Mittlerweile haben sich beide von dir abgewandt. Du hast wirklich Schmerzen. Beide mittlerweile gehen beide auf dich zu. Du kommst durch den Eingang-Tour. Ding-Dong!
Morgen, guten Abend. Oh mein Gott, was macht ihr da? Es ist nicht sehr gut gemacht, gespielt, aber sie kommt halt rein und ist sehr überrascht. Okay, und wozu soll das führen? Erstmal Aufmerksamkeit, aber ich möchte direkt am Eingang die Fensterreiniger greifen. Okay, alles klar. Ja. Let's go. Natürlich. Beidhändig. Okay, ja. Auseinander, Jungs, was macht ihr denn da? Es ist also, das, und fängt an. Du wendest sie an, du spritzt? Ja, also ich schlage damit. Okay. Ach so. Ich sprüh's. Wie du meinst, Fernkampf oder Nahkampf? Kannst du beides entscheiden? Es ist beides schlecht. Na gut, ich sprühe sie nach yes, den Katzen. Nice, okay. Die werden so verwirrt. Alles klar, dann würfel mal Fernkampf, das ist die 4 bei dir. Ja. Zieh 4. Oh Mann! Oh, okay. Also du sprühst wild mit dem Reiniger um dich. Ist sind sie überhaupt abgelenkt? Gar kein Effekt. Nein, überhaupt gar kein. Er hat die 4 gemischt. Oh Mann, du hast ein nahezu unendliches Arsenal von Objekten um dich herum. Es tut mir sehr leid, Karl. Also Karl geht zu Boden, du siehst ihn hinter der Theke zusammen. Also Cherie ist komplett verzweifelt, sie wollte helfen, ist nach hinten losgegangen. Die einzige Möglichkeit, die sie jetzt noch hat, ist französisches Lied zu singen, um die abzulenken oder so. Und sie fängt so an zu trällern. Champs-Élysées hinter dem Tresen so und hofft, dass sie vielleicht, also sie ist auch fertig, ne? Sie kann nicht mehr. Sie weiß nicht mehr, was sie machen soll. Ja. In Frankreich hat es manchmal geholfen, wenn man gesungen hat. Hier wird es nicht mehr besser. Alles klar. Gut, Rolf hat sich mittlerweile auch dir zugewandt, schlägt zu und schlägt daneben. Es ist mittlerweile auch wirklich Chaos. Also überall Leute, Sachen fliegen durch die Gegend, Reiniger ist in der Luft, er weiß gar nicht, was los ist, schlägt irgendwo hin, verfehlt sich. Du bist wieder dran. Nehmen wir meine Baseballkeule. Ja. Der ist Sarah Jane. Okay. Ich hol aus. Und hau dem in Zeitlupe, aber mit 120 km/h die fucking Kauleiste aus dem Alles klar. Dann Würfel gegen die 3. Okay, du triffst 2-mal Stärke. Dankeschön. Okay, wow, 8 Schaden. Ist gut? Ja. Also, du schlägst zu und du triffst ihn wirklich in Zeitlupe perfekt am Schädel. Ihn donnert's gegen die gegen das Zigarettenregal und er ist komplett durch. Okay, hör auf, Mann. Hör, Alter. Hör auf. Und Rolf und Marius hören auf. Mhm. Alter, bist du wahnsinnig, Mann? Ja, bist das du kompletten bin ich. Schaden? Ja, das bin ich. Und du hast bislang maximal am Wahnsinn geleckt, mein Freund. Dafür wirst du zahlen, mein Lieber, damit kommst du nicht mehr durch. Von dir bekomme ich 5 Mark für die Zigaretten. Ich ruf die Polizei. Ich stehe in der Tür mit meinen Spritzpistolen. Ihr seid komplett wahnsinnig geworden, Mensch. Ich komme hier rein, ich will die Zigaretten kaufen und was ist hier los? Benny, ich sag dir eins. Hä? Wenn du am Sonntag nicht deinen Namen von der Liste siehst, dann mach sie fertig. Was dann? Entzünden wir den ganzen Laden hier an! Ihr kleinen Pupsis oder was? Hä? Es kommt auch noch Drogen dazu. Auf eurer kleinen 50er-Mofa! Okay. Hä? Okay, Rolf, komm, wir gehen. Scheiße, Mann, hat er nicht voll erwischt? Ich lass dir nicht raus. Ich stehe in der Tür mit meinen Spritzpistolen. Ruf die Polizei! Die Drohnen hier! Aus dem Weg! Die stehen vor dir. Hm? Die stehen vor dir. Au! Au, da bist du wahnsinnig! Ich drück diesen Knopf unten. Vielleicht kann ich das machen, weil ich genau dahinter stehe. So. Cherie, drück den Knopf! Gibt's doch schon so einen Knopf? Kann ich ihn so drücken? Weil ich natürlich höre, dass ich schreie. Zieh mal Wahrnehmung, du kennst dich da nicht aus. Du müsstest ihn jetzt wirklich durch reines Glück sehen. Aber können wir das ihr nicht zurufen? Weil ich bin ja, aber ich bin genau dahinter. Aber du, das ist natürlich. Wenn du das checkst, dass sie danach ich höre schon so, ruft die Polizei, aber ich. Okay. Wie durch ein Wunder siehst du genau den Knopf, den du brauchst. Du drückst drauf. Okay. Ein Alarm geht an? Ja. So stiller Alarm ist. Okay, ein stiller Alarm geht an. Die Polizei kommt. Also, die beiden auf dem Boden. Au, au, bist du wahnsinnig? Was ist das für ein Scheiß? Die sind außer Gefecht. Es ist blau. Ja, ich stelle mich mit meiner Baseballkeule vor die beiden, breitbeinig natürlich, und hau den immer so ein bisschen leicht bedrohlich gegen meine Handfläche und guck die böse an. Mann, ey, wir wollten. Also Rolf spricht jetzt. Mann, was, wir wollten doch nur. Wir wollten doch nur Karl ein bisschen aufmischen, Mann, weil er unserer Tochter Scheiße wehgetan hat. Was soll denn das jetzt, Mann? Wir wollten doch nicht in so einen fucking Hinterhalt hier reinkommen. Was soll denn das? Was denn für ein Hinterhalt? Die Kante, das kommt ja aus dem Nichts. Was ist das? Ich natürlich gehe zur Tankstelle hier 24/7 auf. Ich würde mir ein Wasser aus deinem Regal nehmen und sagen. 2,50. Rolfs Schuld. Und würde das Rolf in die Augen gießen, damit er halt. Ah, okay. Mann, ey, ihr seid doch komplett wahnsinnig. Mein Vater würde euch alle fertig machen. Der macht euch alle fertig, okay? Oh. Wenn der einmal Bürgermeister ist, dann macht er euch alle kaputt und dann könnt ihr gar nichts dagegen machen. Kommt dein Papa dann zur Hilfe?
Pupi, 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 puu. Ben, jetzt reiz ihn nicht. Er hat deinen Laden überfallen. Das muss der Polizei gleich sagen. Es dauert nicht lange und ein Polizeiwagen taucht tatsächlich auf. Mit dem Polizist Werner, der aussteigt und erstmal so ein bisschen. Was los? Ben? Werner. Alles in Ordnung, Ben? Werner, gut, dass du kommst. Die beiden Typen hier haben unseren Laden überfallen. Schau dir mal Karl an, der ist K.O. gegangen. Schau ihn dir an. Der liegt immer noch unter den Zigaretten. Liegt ja, dann mach mal auf. Ja. Kikuk. Ach Mensch, Marius, Rolf, was soll denn das? Marius und Rolf sind Schwerverbrecher. Die haben nicht nur Raub begangen, sie haben auch noch hier Karl K.O. geschlagen. Schau doch mal, okay. Das ist Körperverletzung. Ich mach gern meine Aussage, der wirklich, es war. Ich wollte nur Zigaretten kaufen und hier war Holland in Not. Ich hab das auf Video, ich hab das komplett auf Video. Leute. Wollen wir da jetzt wirklich ein großes Ding? Ja, wollen wir. Wirklich. Werner, bist du Polizist oder bist du Priester? Ich meine ja nur, das sind junge Leute, meine Güte. Was haben sie gemacht? Zigaretten geklaut? Willst du mich verarschen, Werner? Okay. Siehst du, wie Karl aussieht? Ist doch in Ordnung, Ben. Der ist halb tot! Ja. Wo ist Karl? Ja, halb tot! Ach, Karl liege blutig auf dem Boden. Der Theke. Oh. Völlig kaputt. Ich hab okay, ich ruf Hajo an, der Dorfarzt. Verdammt nochmal. Dann, ja, Jungs, ey, was soll denn das? Was macht ihr so ein Scheiß? Mann, wir wollten doch nur Karl aufmischen für Katharina. Wir machen das alles auf dem Revier, okay? So. In Ordnung, kommt ihr vorbei. Oh. Euch nehmen wir mit. Wir kommen gleich, ne? Oder morgen, oder wann soll wir aufs Revier kommen? Das machen wir jetzt noch, Mensch. Jetzt bin ich eh wach. Ach Gott. Marius und Rolf werden eingepackt und im Streifenwagen mit aufs Revier genommen. Dort wird Aussage aufgenommen. Und die beiden geben sich geschlagen und richten sich auf dich. Hajo, der Dorfarzt, kommt und versorgt dich weitestgehend, verbindet dir deine Wunden. Du hast einige Schürfwunden und die Nase ist gebrochen, leider. Mhm. Und so nehmt ihr aber alles auf und das wird alles so zu Protokoll genommen. Und ich würde jetzt einen kleinen Zeitsprung machen und zwar auf den Sonntag, wenn es wieder zur Wahl kommt. Ihr seid wieder in der Messe. Ihr seid wieder im Gottesdienst, ihr hört wieder den Chor, ihr hört wieder Theresa so lieblich singen. Aber ihr sitzt ganz anders da als noch vor einer Woche. Ihr habt Dinge erlebt, Dinge gesehen, Dinge verstanden. Ihr blickt euch nochmal um auf diese Gemeinde. Auch Rolf und Marius sitzen da, Verbände am Kopf, verwundet. Und alle sind sie dort in dieser Kirche. Alle haben sie diese letzte Woche einiges mitgemacht. Und ihr schaut euch um. Selber hier und da Blessuren davon getragen. Körperlicher Art. Anderer Art. Der Gottesdienst endet und zumindest der ganze Schützenverein will nichts lieber, als jetzt schnell zum Gasthaus zu gehen. Und dort, hat man gesagt, trifft man sich noch für einen Umtrunk und die Wahl. Und jetzt seid ihr gefragt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn wie wird sich der Schützenverein entscheiden? Wer wird zum neuen Vorstandsvorsitzenden, zum neuen Direktor des Schützenvereins gewählt? Zwei Namen stehen auf der Liste. Babsi hat sie vorliegen. Es stehen darauf Martin und Ben. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, eine Stimme abzugeben. Was ihr genau eintippen müsst, seht ihr unten, Ausrufezeichen PNP und dann den Namen des Kandidaten, den ihr wählen möchtet. Und ihr könnt das sowohl im YouTube-Chat tun, als auch im Twitch-Chat, egal wo ihr gerade live zuschaut, könnt ihr das tun und ihr sprecht sozusagen stellvertretend für den ganzen Schützenverein. Lasst euch nochmal alles durch den Kopf gehen und Ben, es kommt... Benzin, Mann! Ja. Kraftstoff für den Verein! Ben! Ausrufezeichen PNP Martin, Ausrufezeichen PNP Martin. Aber natürlich kommt ihr im Gasthaus an, Ausrufezeichen PNP Martin, Ausrufezeichen PNP Ben, so wie ihr es ja seht. Aber natürlich kommt ihr im Gasthaus an und ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, den Schützenverein zu überzeugen. Denn alle haben ihre Zettel da und Martin sagt, ja, also ich freue mich auf die Wahl, ne? Also können wir schauen und möchte dir auch noch was sagen. Haben wir in dem Zeitsprung Zeit gehabt, etwas zu tun? Ihr könnt vieles getan haben. Also es ist auf jeden Fall alles, ihr habt Plakate aufgehängt, ihr habt Wahlkampf gemacht, aber ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, alles zusammenzutragen, was ihr so erlebt habt, um den Schützenverein zu überzeugen. Ja, ich kann noch gerne. Also Martin hält auf jeden Fall eine Rede, sagt, ja, also ich werde mich gut drum kümmern, ne? Also ich glaube,
als Leiter der Sparkasse und als langjähriges Mitglied des Schützenvereins ist das, glaube ich, eine gute Sache. Ich werde mich für euch einsetzen. Und auch der Hans. Mhm. Und auch Hans. Und Hans sitzt auch dort und nickt zu. Auch Hans hat gesagt, dass er mich als würdigen Nachfolger sieht. Und deswegen würde ich mich über eure Stimme freuen. Für einen starken Schützenverein, für ein starkes Höllgrund. Setz dich. Ja. Ja, dann stehe ich auf. Ich bin ja der zweite Kandidat. Ja. Liebe Vereinsmitglieder, herzlich willkommen. Ich heiße euch alle hier heute. Herzlich willkommen. Es geht heute um die Wahl unseres neuen Präsidenten und eventuell auch des neuen Bürgermeisters. Ihr alle wisst um die Bedeutung dieses Amtes. Eben gerade hat Martin gesprochen. Ich weiß, Martin ist einer von uns, oder? Ja. Wir alle mögen Martin. Martin ist ein seriöser Geschäftsmann. Er arbeitet für die Sparkasse. Ein Mann, dem man vertrauen kann. Ein Mann, der Einblick hat in unsere Konten und Zugang zu unseren Herzen. Ja, das würde doch in jedermann sagen, ja. Hört, hört. Den nehme ich, den Martin, oder? Auf Martin. So ein Glück, dass wir diesen Martin haben. Stellt euch mal vor, wir hätten keinen Martin. Und stattdessen hätten wir einen anderen. Stellt euch nur mal kurz vor, wir hätten jemanden, der armen Luise mit einem Betrugsvertrag so sehr in finanzielle Geiselhaft nehmen würde, dass die arme Luise ihren Hof an ihn verlieren würde und sich fortan vor Kummer betrinkt. Kommt jetzt dieser Vertrag her, das ist doch Unsinn. Hey, bab, hör mir zu, du hattest deine Chance, aber Martin. Außerdem, du verteilst Kopien? Wer sagt denn, dass es hier um dich geht, Martin? Wieso fühlst du dich direkt angesprochen? Nehmen wir mal an, dieser Mann würde so weit gehen, weil er auf dem Grundstück unserer armen Luise vor dem schönsten Bergpanorama unseres Landes und wahrscheinlich auch Frankreichs? Oui. Und auch Frankreichs? Oui. Ein seelenloses Riesenhotel bauen würde, auf das aus der ganzen Nation Touristen in unser Dorf kommen. Und was wäre, wenn dieser Mann auch noch planen würde, eine Zubringerstraße zu diesem Hotel zu bauen? Was nirgendwo anders als mitten durch unser Schützenhaus. Das ist doch Unsinn, was erzählst du denn hier? Wir gerade sitzen. Das kannst du doch jedem erzählen. Ja, 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 ja. Und was wäre? Ja, das jetzt wenn wir hier für jeden von uns eine Kopie des Vertrages mit Luise und der Pläne der Immobilienbranche Pioneer Investment, ja, zur Hand hätten, die wir für jeden einmal austeilen werden. Ja, also jeder nimmt das entgegen, schaut sich das an. Und stellen wir uns einfach mal vor, dass dieser Mann gar kein anderer Mann ist, sondern niemand Geringeres als Martin Vogler. Der Mann, der von euch verlangt, dass ihr ihn hier zum Vorsitzenden, zum Präsidenten des Schützenvereins wählt, zum Bürgermeister macht. Wo das jetzt eine Enttäuschung fürs Dorf. In letzter Sekunde. Ben, das ist doch Unsinn. Schaut euch doch mal an, was das für eine Schmierenkampagne ist. Und falls das noch nicht genug ist, jetzt stellt euch noch mal Folgendes vor. Dass dieser Mann, von dem wir jetzt wissen, dass es ihn wirklich gibt und dass er Martin Vogler heißt, dass dieser Mann unseren geliebten Präsidenten Hans Huber, der sich seit Jahrzehnten für uns den Arsch aufreißt, Hans ist der Beste, dass er diesen Mann erpresst hat. Also Ben, da muss ich jetzt auch mal sagen, nee, Entschuldigung, ich muss mir das hier nicht anhören geben von jemandem, der mit meiner Tochter, und jetzt sage ich's, der so mit meiner Tochter verfahren ist, ja? Sitzt da in einer Tankstelle, ich weiß auch nicht, Entschuldigung, Madame, was sie schon mit ihr angerichtet haben oder welche Minderjährige die nächste ist, sitzen da ohne Frau, ohne Kinder, keine Verantwortung, können irgendwie keine Frau mehr halten. Ich habe eine Frau, ich habe eine Familie, ich sorg mich hier fürs Dorf. Ja, und bald hast du auch noch Luises Hof. Gebe ich der Luise einen Kredit, wenn sie mich danach fragt, das ist doch klar. Meine Damen und Herren. Das ist doch logisch, dass ich das mache. Sie? Und ich habe hier und da mal, das macht man als Sparkassenfilialleiter, schaut man sich solche Investmentangebote an. Das auf dem Vertrag steht schwarz auf weiß, dass Luise das Geld in der Sparkasse real, kriegt. Das und dass Angebote, du den Hof bekommst, Martin. Das sind Angebote, die trudeln hier jeden Tag rein. Das macht man nicht. An. Das ist doch Quatsch. Bitte. Darf ich bitten? Also glaub das doch, dieser Schmierenkampf liegt wohl bei mir. Ich bitte doch jetzt hier zum Schweigen. Du sprichst an. Du hast so eine wunderbare Familie, die dich unterstützt. Natürlich. Oh, was habe ich denn hier in meiner Jackentasche? Hm? Oh, ein Videotape. Hm. Ah, das werde ich direkt mal einlegen. Was kommt denn jetzt hier wieder raus? Für alle Leute, die etwas zartbeseiteter sind, möchte ich bitten,
Seien Sie vorsichtig, verschließen Sie vielleicht Ihre Augen. Was Sie jetzt sehen, ist ein unglaublicher Akt der Gewalt. Die beiden gerade in den Himmel gelobten unschuldigen Söhne dieses Mannes kommen in meine Tankstelle und verprügeln windelweich. Fast bis zum Tode haben sie ihn gemartert. Sehen Sie sich seine Nase an, sie ist ein Trümmerfall. Ja, das war aber, weil er so scheiße ist zu unserer Schwester. Das hat mit dir doch nichts zu tun, du alter Sack. Die feinen Voglers, sie nehmen das Gesetz selbst in die Hand. Setz dich hin jetzt, Marius. Jemand ist scheiße zu ihnen. Den knallen wir so richtig kaputt. Ja, den gehört aber einer auf die Fresse. Und ja, ich weiß, Karl hat uns alle verlassen. Und wir sind alle ein bisschen sauer auf Karl. Aber wenn irgendjemand Karl verprügeln darf, dann ja wohl ich. Hört ab. Okay. Also ich bitte euch, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ihr wisst doch genau, dass das Unsinn ist. Ihr kennt mich. Ihr wisst, dass ich unnatürlich Marius und Rolf, mein Gott, die kümmern sich um ihre Schwester. Was dieser Lustmolch ihr angetan hat, das können wir uns in unseren dunkelsten Träumen nicht vorstellen. Und da ist ein Bruderherz natürlich auch mal in Euphorie, das kann man doch verstehen. Ich find's Quatsch, aber das sind junge Leute, meine Güte. Also da kann man doch auch mal ein Auge zudrücken. Und Karl, ich muss aber auch sagen, du hast dich nicht richtig verhalten. Ach, lass das doch die Kinder unter sich ausmachen. Lass doch das Katharinchen mit ihm reden. Wenn das hat doch mit dem Schützenverein nichts zu tun. Ja, dass du den planieren willst, das hat damit wirklich nichts zu tun. Die Kinder unter sich und du planst unseren ganzen Verein platt zu machen. Das sind Pläne. Das hab ich doch abgelehnt alles. Das sieht hier auf diesen Schreiben aber nicht so aus. Gut, es kommt zu dem Zeitpunkt, dass die Urne umgeht. Babsi persönlich hat sie in der Hand. Und sammelt alle Zettel ein. Ihr habt jetzt auch noch mal die Möglichkeit abzustimmen. Ausrufezeichen PNP Leerzeichen Martin oder Ausrufezeichen PNP. Das ist gerade auf mich. Ben, für wen ihr seid. Und ja, du gehst rum und die es ist angespannt. Also noch während die Leute schreiben, naja, keine Ahnung, weiß nicht, wo die herkommt. Und die ganze Zeit schreiben da rum. Und du sammelst alle Zettel ein. Mhm. Und alle kommen noch mal zusammen bei eurem Tisch. Das ganze, der ganze Schützenverein steht um den großen Tisch herum, als du die Urne stürzt und anfängst auszuzählen. Also immerhin einer, ja. Na gut, wunderbar. Ja, so soll es sein, genau. Hört euch den Quatsch nicht an von dem Ben. Das ist Bens Seite. Und wir schauen mal ganz kurz auf unsere Auflösung, wie denn der Schützenverein abgestimmt hat. Und das Ergebnis steht fest. Babsi, du darfst es verkünden. Gewonnen hat Ben. Ich verkünde, unser nächster Präsident wird Ben Ziemann sein. Oui. Bravo! Dankeschön. Eine Stimme für die Wahrheit. Wenn ich ganz Schiebung. Was sagen dürfte, vielleicht, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, vielen Dank für euer Vertrauen. Ich möchte an der Stelle sagen, ohne mein fantastisches Team, Cherie. Oui, Ben, aber mir hat nicht geglaubt. Ich wusste, du schaffst es. Wir feiern das später. Karl, er hat sehr geholfen. Er hat sich, finde ich, um dieses Dorf verdient gemacht und gehört rehabilitiert. Aber das Geld musst du mir natürlich trotzdem zurückzahlen. Ich auch. Und meine Liebste, ohne dich hätte ich das alles nicht geschafft, Babsi. Ich möchte Folgendes sagen. Es wäre mir eine große Ehre, Präsident dieses Clubs zu sein. Aber ich bin nur deshalb überhaupt in die Möglichkeit gekommen, euer Präsident sein zu dürfen, weil unser so geliebter Hans Huber, der diesen Job stets mit Leidenschaft, Kompetenz und wahrer Liebe ausgefüllt hat, von dem Schurken Martin Vogler erpresst worden ist. Von seinem Posten runtergepresst worden ist. Und ich kann dieses Amt nicht annehmen, wenn ich doch weiß, dass unser wahrer Präsident nicht aus freien Stücken gegangen ist, sondern gegangen wurde. Ich möchte daher meinen Posten Hans Huber anbieten, wenn er ihn noch möchte, auf dass er ihn, solange ihn seine Beine tragen, ausfüllen mag. Und wenn er dann eines Tages sagt, ich gehe aus freien Stücken, so stehe ich selbstverständlich für euch, liebe Freunde, bereit. Hans schaut auf den Boden, denkt nach. Und steht auf. Ja, da hat er recht. Da hat er recht. Ich habe nicht aus eigenen Gründen hingeworfen und ich glaube, das war die schlimmste Woche meines Lebens. Ihr wisst, dieser Verein bedeutet mir alles. Und nichts im Leben würde ich lieber tun,
als mich um euch zu kümmern, die Tradition aufrechtzuerhalten und euch einen schönen Rahmen zu geben, um diese schöne Tradition aufrechtzuerhalten. Und deswegen, Ben, das ist ein feiner Zug. Er nimmt seinen Hut und setzt ihn sich auf. Ich nehme an. Oh, mon Dieu, es Hans, ist so schön. Hans! Hans! Auf Hans! Auf Hans! Auf Hans! Auf Hans! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Und damit ist Hans erfolgreich wieder eingesetzt worden als Vorsteher des Höllgründer Schützenvereins und es ist alles so wie früher und alles so, wie es sein soll. Und das war unser Abenteuer Höllgrund der Schützenverein. Vielen, vielen Dank fürs Mitspielen an meine fantastischen Mitspielerinnen und Mitspieler. An erster Stelle natürlich Linda als die fantastische Chiri. Sehr gerne. Merci. Robin als Karl. Danke. Miri als Babsi. Und natürlich Nils als Ben. Und vielen, vielen Dank, dass ihr mitgespielt habt. Florentin Bill, meine Damen und Herren. Dankeschön, vielen Dank. Florentin. Dankeschön, vielen Dank fürs Zuschauen auch. Und falls ihr jetzt wissen möchtet, was eine Generation später in Höllgrund passiert, in der gleichen Stadt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, in der ARD-Mediathek euch alle Folgen der Serie Höllgrund anzuschauen. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für alle, die mitgetwittert haben und kommentiert haben. Es war eine große Freude. Haut rein, macht's gut. Ade. Ade.